Hallo. Hallo Sie. Hallo Internet. Tja, ihr könnt mich nicht sehen. Ich weiß, ist seltsam, oder? Warum sollte man auf YouTube ein Video hochladen, in dem man dann gar nichts sehen, sondern nur hören kann? Und wisst ihr was? Das wussten wir auch schon lange. Aber erst jetzt haben wir endlich mal den Arsch hochbekommen, um das zu ändern. Deswegen gibt es jetzt spektakuläre News für euch! Treuen Abonnenten meines Kanals sind die Podcasts, die ich für Nerdkalypse produziert habe, natürlich nicht unbekannt. Klar, die laufen nicht ganz so gut wie irgendwelche Reviews oder gewisse Story-Videos. Aber Podcasts sind für mich und vor allem auch meine Mitpodcaster Sefitz, Pummi und Vince eine echte Herzensangelegenheit. Wir wollen Podcasts schon lange so produzieren, wie es sich für Podcasts gehört. Und das heißt, wir müssen weg von YouTube. Denn YouTube ist einfach absolut nicht die richtige Plattform, um Podcasts zu hören. Und deswegen bin ich heute spitz wie Nachbars Lumpi, um euch unser neues Podcast-Format zu präsentieren. Die Lage der Nerdzion. Und das wirklich Geile ist, dass ihr unser neues Podcast-Format ab sofort, ab jetzt, auf jeder gängigen Musik-App oder Podcast-App finden könnt. Also zum Beispiel bei Spotify, bei Apple Music, bei Deezer oder irgendeiner x-beliebigen Podcast-App auf eurem Smartphone. Hört unbedingt rein, lasst uns ein Abo da, geht steil auf die neuen geilen Podcast-Folgen. Und gibt uns natürlich Feedback. Wir versuchen häufiger zu podcasten. Wir versuchen zu aktuelleren Themen zu podcasten. Das alles natürlich nur für euch. Oder wenn ihr Themenwünsche habt, dann schreibt uns das hier in die Kommentare rein. Oder demnächst auf den neuen Twitter-Kanal. Oder was auch immer ich im Internet mir noch überlege, um diesen Podcast irgendwie in Social Media zu repräsentieren. Ihr könnt natürlich auch immer auf meinen Discord kommen. Den Link dazu findet ihr in den Beschreibungen all meiner YouTube-Videos. Da gibt es natürlich auch einen Bereich, der nur für das neue Podcast-Format gedacht ist. Kommt vorbei, wir würden uns alle megamäßig freuen. Und um euch jetzt zu erfreuen, appe ich die allererste Folge dieses neuen Podcast-Formats auch nochmal auf YouTube. Um euch so ein bisschen anzufüttern, damit ihr mal ein bisschen Probe hören könnt. Hört euch gerne die erste Folge an. Ihr findet es, wie gesagt, jetzt schon auf Spotify, Apple Music und so weiter und so fort. Wenn ihr Accounts da habt, ist das Hören dieses Podcasts an sich vollkommen kostenlos. Probiert's aus. Und ich sag's nochmal, das heißt dann, die nächsten Folgen werden nicht mehr auf YouTube kommen. Keine Podcasts mehr von mir auf YouTube, beziehungsweise von uns. Das ist was vollkommen Neues, das ist was vollkommen Gutes. Hört da rein, Mensch. Wir stecken eine Menge Arbeit rein. Wir freuen uns. Ich sag schon mal im Namen von uns allen, vielen Dank fürs Zusehen, beziehungsweise in diesem Fall fürs Zuhören. Ich hoffe, euch gefallen die neuen Podcasts. Und ja, bis dahin. Tschö mit Ö. Hauen Sie, bauen Sie. Und jetzt viel Spaß mit der allerersten Folge von Der Lage der Nerdzion. The internet is obsessed with bacon. Fucking obsessed. And you know what? I don't really like bacon. Hate me. What is crazy? Very happy to be calling this away. Bacon? No, I want my bacon. Die Lage der Nation. Hallo Internet. Mein Name ist Baconzack und das hier ist der Beginn von etwas Neuem, von etwas Großem, von etwas Wunderbarem. Dabei habe ich wieder einmal meinen BFF, den Sefitz. Schönen guten Tag, Internet. Und natürlich, ihr kennt es, den unglaublichen Menschen mit der unglaublichsten und erotischsten Stimme überhaupt, Vincent. Einen wundervollen guten Tag. Ach, hab ich doch gesagt. Ich hab nicht übertrieben, oder? Ah, so amazing. Ja, danke schön. Pummi ist heute nicht live dabei, aber sie wird einen kleinen Beitrag machen. Sonst bringen wir sie um. Und
So, sonst bringen wir sie um und dann haben wir das Problem nie wieder in einem Podcast. Aber Stichwort Podcast, ihr werdet wahrscheinlich gleich eben gerade schon unseren neuen Jingle gehört haben, der gerade noch gar nicht fertig ist, aber der dann vor diese Episode geklatscht wird. Das hier ist nämlich ein neues Podcast-Format. Wir wollen jetzt häufiger Podcasts für euch machen, wir wollen Podcasts anständig machen, wir wollen Podcasts regelmäßiger machen. Ihr sollt uns bei Spotify, bei Apple Music und so weiter finden, so wie Podcasts eigentlich auch gedacht sind. Das muss weg von meinem YouTube-Kanal, das macht gar keinen Sinn. Und deswegen haben wir jetzt dieses neue Format und wir nennen es die Lage zur Nerdzion. Wir werden versuchen, mindestens zweimal die Woche einen Podcast aufzunehmen. Das ist sehr sportlich, das Ziel für uns. Mal sehen, ob wir das überhaupt schaffen. Aber wir haben schon gesagt, es kann sein, wenn wir halt einfach mal nicht Zeit haben und wir nicht zueinander finden. Im Prinzip ist es jetzt gerade auch schon das beste Beispiel. Es stand eigentlich fest, kurz vorher sagt Pummi ab und sagt, nein, ich habe noch was anderes und ich kann nicht. Also sitzen wir jetzt halt nur zu dritt da. Aber das wird, glaube ich, die Regel sein, dass wir selten alle zu viert podcasten, dass ich mal fehle, dass vielleicht Vincent mal fehlt, dass Sevitz mal fehlt und so weiter und so fort. Es kann auch mal sein, dass irgendwer von uns alleine nur einen Monolog hält. Aber Hauptsache, wir haben einen neuen Podcast für euch am Start. Und wir schauen einfach mal, wie das klappt. Und ich bin auf jeden Fall sehr motiviert. Es ist ein ganz großes Herzensprojekt von Sevitz, der das vorangetrieben hat. Ehrenmann. Und Ehrenmann. Und Vince wird irgendwie nur gezwungen. Ja. Das ist keine Waffe an meinem Kopf. Also vielleicht noch, bevor wir, um noch auch ganz offen zu sein, ne, bevor wir hier noch irgendwelche Nachfragen kriegen. Der Name ist natürlich sehr, sehr hart angelehnt an einen anderen Podcast, und zwar die Lage der Nation, der fantastisch ist. Der jeder, der sich so ein bisschen über die politischen Verhältnisse im Lande informieren möchte, sollte da auf jeden Fall mal reinhören. Aber ich finde, so offen sollte man sein, dass die Idee sehr, sehr nah angelehnt ist an die Geschichte. Aber ich dachte, das Wortspiel zwischen Nerd und Nation hat sich einfach angeboten. Ja, man muss ja auch nicht das Rad immer neu erfinden, ne? So ist es ja. Ach, muss man auch mal sagen. Nee, aber am Ende sagen sie wieder, wir haben was geklaut, und deswegen lieber gleich von vornherein raus damit. Du hast es geklaut, ja. Ja, ganz genau. Wir haben die Idee geklaut, aber auch die Lage zur Nation, das ist ja die Ansprache der Kanzlerin oder des Bundespräsidenten oder was auch immer. Also im Endeffekt ja, schon, aber es ist halt auch ein wahnsinnig großer Nachrichtenpodcast, von daher. Ja, ist schon sollte richtig. Sollte man. Ja, also wir klauen und wir sind voll fein damit. Ja. Das ist unser Statement hier. Und worum geht's in dem ersten Podcast dieses neuen Formats? Wir haben jetzt heute den 3.1.2020 bei der Aufnahme und wir haben uns gedacht, es würde sich eigentlich relativ gut anbieten, einfach mal so einen kleinen Jahresrückblick, so einen persönlichen von uns allen zu geben. Was haben wir so aus 2019 mitgenommen? Was haben wir geschaut? Was haben wir gespielt? Was ist so vielleicht privat in unserem Leben passiert, falls der ein oder andere da was erzählen möchte? Um einfach uns ein bisschen erstmal einzugrooven und neu in dieses Jahr zu starten. Und ich weiß nicht, ob Vince oder Sevitz, ob ihr jetzt schon direkt ein Thema habt, mit dem ihr anfangen wollt. Also ich habe als große Themen habe ich Videospiele, Filme, Serien, Comics beziehungsweise Manga und Privates. Geil. So habe ich es auch unterteilt. Also ich würde auch sagen, wir gehen vielleicht wirklich einfach die Grundthemen durch, weil wenn wir jetzt anfangen, sage ich mal, von Anfang des Jahres uns bis Ende des Jahres durchzuschlagen, wird es einfach zu durcheinander, würde ich sagen. Oder es wird sowieso so viel, dass wir alles ja auch nur irgendwo anschneiden können, ein Stück weit, und gar nicht groß tief darauf eingehen können. Ja. Was er sagt. Ich weiß nicht. Das, was er sagt. Habt ihr ein Thema, also wenn, Sevitz, fang doch vielleicht gerne mal an. Hast du ein Thema, worüber du direkt loslegen möchtest? Ja, ist halt schwierig, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir vielleicht einfach, ich sag mal, ein bisschen was locker Luftiges starten wollen, wo sich vielleicht jeder gleich mit wiederfindet, wo man sagen kann, okay, man hat vielleicht eine große Serien-Community sicherlich auch bei dir und viele schauen viele Serien. Und das ist ja auch irgendwo das Serienzeitalter, würde ich jetzt mal so sagen. Netflix hat es irgendwie gerade auch in Deutschland unfassbar riesig gemacht. Ich meine, wir hatten ja vorher auch schon immer Serien, aber mittlerweile hat man doch schon sehr, sehr hochwertige Kandidaten an Start. Wir hatten Game of Thrones dieses Jahr, die finale Staffel. Wir hatten die dritte Staffel Stranger Things. Und vielleicht sagt ihr einfach mal, was eure Serie war von diesem Jahr, die euch mit am meisten begleitet hat.
Ist eine schöne Idee. Also das Ende von Game of Thrones, ich glaube, darüber könnte man einen eigenen Podcast füllen. So. Das ist auf jeden Fall, also generell ist das ein Thema. Aber das werden wir mit vielen haben, sag ich mal. Ja, ja. Nee, aber es reicht ja, wenn du sagst, das hat euch am meisten beschäftigt oder das war eure Überraschung vielleicht. Das müsste man jetzt mal, könnte ja was zu sagen. Wenn ihr da was habt, bin ich wirklich auch einfach los, wenn ihr wollt, klar. Also ich würde mal die Serien einfach anschneiden und dann können wir gucken, worüber wir am meisten reden wollen. Ich meine, du hast gerade schon erwähnt Game of Thrones. Hart diskutiert, sehr kontrovers. Um es kurz zu machen, also ich bin auf dem Papier total zufrieden mit dem, was am Ende passiert ist. Die Staffel war nur irgendwie viel zu kurz, um das alles anständig zu erzählen. Die hätte im Prinzip doppelt so lang sein müssen. So. Wenn die doppelt so lang gewesen wäre, wie sie war, wäre es, glaube ich, gar kein Problem gewesen. Aber so, wie sie dann zusammengeknautscht wurde, war es halt irgendwie crap. So. Ja. Da bin ich voll dabei. Also das geht mir genauso. Ich finde auch, dass eigentlich so alles, wie es passiert ist, hat Sinn ergeben für mich komplett und hat auch funktioniert. Aber ja, ich habe es einfach nicht verstanden, warum man jetzt da so auf die Tube gedrückt hat, auf einmal. Also ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass die kein Geld mehr hatten. Also das Vince, hast du denn Game of Thrones verfolgt? Also, nein. Okay, sehr gut. Dann bist du jetzt auch nicht böse, wenn wir irgendwas spoilern, oder? Haut rein, ich gebe einen Fick drauf. Da sollte man vielleicht nochmal den großen Spoiler-Alarm auserlösen. Falls jetzt jemand hier sich bei Game of Thrones gespoilert fühlen sollte, sollte er vielleicht ein paar Minuten nach vorne skippen. Ja. Spoiler! Ja. Ich finde, also es gibt ja Gerüchte, dass die beiden Showrunner, was heißt Gerücht ist es nicht, es ist Fakt, dass die beiden Showrunner eigentlich, nachdem sie mit Game of Thrones fertig waren, für Disney neue Star Wars Filme schreiben sollten und neue Star Wars Sachen entwickeln sollten. Und höchstwahrscheinlich, das ist meine Vermutung, haben die gesagt, okay, wir müssen das fertig kriegen, weil Disney bietet uns sehr viel mehr Geld und Disney sagt, bitte mach das mal, und das ist ja die Chance schlichthin, Alter, wir können an Star Wars arbeiten, dass sie dann gesagt haben, okay, wir prügeln jetzt Game of Thrones zu Ende, damit das unterm Dach und Fach ist und wir können dann Star Wars machen. Das Blöde ist nur, nachdem sie dann fertig waren, muss wohl irgendwas passiert sein im Hintergrund, dass Disney dann gesagt hat, oder dass die gesagt haben, ja, wisst ihr was? Nö, wir haben keinen Bock mehr auf Disney und sie sind wieder gegangen. Also, ich habe so im Gefühl, dass sie zu Disney wollten, Star Wars machen wollten, dass Disney als Großkonzern dann aber doch irgendwie kacke war und dass dann irgendwie beides in die Binse gegangen ist, sowohl Star Wars als auch Game of Thrones. Was anderes kann ich mir nicht erklären, weil wie du sagst, die Serie war megamäßig erfolgreich. Die haben mehr als genug Budget und Geld gehabt, glaube ich. Die war so in aller Munde, dass sie locker noch 2 oder 3 Staffeln hätten produzieren können. Normalerweise neigen Serien jedoch immer dazu, viel zu lang zu werden. Und es ist ganz komisch, dass das so ein überhastetes Ende bekommt. Deswegen kann ich mir das nur so vorstellen. Ja, bin ich voll dabei. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Zumal ich noch am Anfang dachte, sie haben sich aber, ich glaube, bei der ersten oder zweiten Folge... Also auch generell, genau. Also was mich gestört hatte, man wusste ja, dass es nur, was waren das, 6 Folgen, 7 Folgen? Ich glaube 6 oder 7, ja. Ja, das waren relativ wenig. Das wusste man ja schon vorher. Und ich bin dann auch leider schon mit dieser Stimmung rein, ich glaube in der ersten oder zweiten Folge, ich glaube nachdem die große Schlacht vorbei war, oh Gott, warum verplempern die jetzt hier so viel Zeit gerade? Das sind alles gerade Sachen, die mich null interessieren. Ihr habt doch noch so viel zu tun. Was passiert hier? Und dann dachte ich so, okay, noch eine Folge rum. Ich so, hä? Wie wollen die das denn jetzt in einer Folge abgrasen? Der muss ja eine 3-Stunden-Folge werden. Und dann dachte ich so, na, vielleicht machen die ja noch so eine krasse Highlight-Folge, die extra lang geht. Nee, nicht wirklich. Also ja, war ein bisschen länger. Ey, 10 Minuten länger oder so, also nicht ja, der Rede wert. Und deswegen, und ja, es war halt, hat er sein Bein gespackt, ne? Aber ich glaube, man kann es, glaube ich, schon festhalten, dass es prinzipiell ein gutes Ende war, dass es, dass Game of Thrones eine richtig, richtig, richtig geile Serie ist, wo man sich toll reinfuchsen kann, die serienverändernd war, wenn du mich fragst. Ja, auf jeden Fall. Aber die ein zu überhastetes und zu unwürdiges Ende bekommen hat da leider. Aber gut, das Ende ist immer das Schwierigste halt, ne? Das ist leider immer, auch so. Das ist mega schade. Das ist halt oft so, ne? Dass irgendwelche Franchises oder Geschichten immer mit dem Ende verkacken. So. Okay, Leute, ich habe mal so eine Idee, weil ich sehe jetzt hier meinen Serienzettel und der ist halt relativ lang. Und ich lese jetzt mal so vor, was ich mir halt so angeguckt habe. Und ihr beide sagt einfach mal einen kurzen Satz dazu, wie ihr das so findet. Ach, ich bin gut da drin. Pass auf. Also, ich habe zum Beispiel dieses Jahr angefangen, Rick and Morty zu gucken. Das ist geil. I fucking love it, Alter.
Rick and Morty ist der geilste Scheiß, den es überhaupt gibt. Ich habe mich lange gewehrt, beziehungsweise nicht gewehrt, ich hatte lange keine Lust darauf. Ich wurde von allen angesprochen, ja auch von dir, guck dir das an, das ist das Geilste überhaupt. Und ich hatte dann dieses Jahr irgendwann auch mal die Motivation, da reinzugucken und dann habe ich es auch nicht bereut. Also das war wirklich eine sehr schöne Geschichte. Auf jeden. Vincent, was hast du dazu? Ja. Nö. Auch nicht geguckt? Nö. Wahnsinn. Auch nicht? Gott. Bin ich. Hilfe. Ich hatte viel zu tun. Naja, gut. Okay. Aber Rick and Morty kannst du dir gut geben, weil jede Staffel ist leider sehr kurz und jede Folge geht, glaube ich, auch nur 20 Minuten. Ja, also ich habe halt Staffel 1 bis, also ich habe die letzte Staffel halt eben noch nicht gesehen und die kam ja dann dieses Jahr raus. Ja gut, die habe ich auch noch nicht gesehen, die vierte Staffel. Ich habe auch nur 1 bis 3 gesehen, weil es die gibt es noch nicht auf Deutsch, beziehungsweise nicht offiziell in Deutschland. Na, dem ja nicht. Also ich rede jetzt wirklich in dem Fall, ich habe ja wirklich nur Netflix-Zugang, ne? Also ich gucke mir jetzt da auch nicht irgendwie jetzt noch schon vorgehend meistens Sachen an. Ich warte dann meistens, bis sie halt irgendwie da sind. Ne? Ja. Ach so. Ja, mega geil. Also auf jeden Fall. Ich habe das auch halt echt nicht bereut. Natürlich die manche Aspekte der Fanbase, wie jede Fanbase, ist ein bisschen ziemlich hart abgefuckt und dumm und übertreibt maßlos. Und ich weigere mich jemals irgendwie TikTok zu benutzen, alleine wegen den ganzen seltsamen, beschissenen, oh mein Gott, cringe-as-fuck-Videos, die zusammen mit Rick and Morty irgendwie fabriziert werden. Ich liebe Rick and Morty und ich freue mich dann, wenn ich endlich mal die vierte Staffel gucken kann. Das ist hammermäßig. Ich liebe es. Beste Folge ist Pickle Rick, Alter. I'm Pickle Rick! Die war so gut. War das das mit der Gurke oder was war das? Ja, genau, mit der Gurke. Ich habe mir eingepisst vor Lachen fast, weil das so absurd und dumm war und so cool. Also im Prinzip, ich finde, South Park wird mit den Jahren immer schlechter. Und für mich hat so Rick and Morty so die Lücke geschlossen, die South Park bei mir aufgerissen hat. Ja, die sind bestimmt aus leichtem intellektuellen Humor und richtig vielen Schwanzwitzen. Ja, auf jeden Fall. Das trifft ziemlich gut, ja. Ja. Next one. Neon Genesis Evangelion. Hattest du vorher noch nicht gesehen? Nee, habe ich noch nie gesehen vorher. Boah, was? Okay, ja. Da muss aber allerhöchste Zeit, ey. Ja, auf jeden Fall. Und die Serie hat mich halt echt getroffen, ne? Also das war echt so, okay, ich wusste, die ist halt für Anime- und Manga-Fans echt ein Thema, ne? Wird ja auch oft zitiert, dann hast du nicht gesehen. Und dachte, guckst du mal rein. Und der Anfang war halt so, ja, okay, ist ein bisschen weird und ich sehe nicht so richtig durch. Aber ich wusste ja gar nicht, wie weird das noch alles wird. Alter, das muss ich noch gucken. Ich habe die ersten 8 Folgen oder so gesehen und war auch ganz cool, aber dann hatte ich keine Zeit mehr. Oh, dude, guck dir mal, also Neon Genesis Evangelion ist so die Mutter aller, wie soll man sagen, ernstzunehmender Anime. So, wenn Dragon Ball so die Mutter aller auf die Fresse Shonen-Manga ist, in Animes, ist NGE wirklich so die Mutter aller, in Anführungszeichen, ernstzunehmenden Anime oder Manga. Das ist so ein Deep Shit. Ich meine, ich hasse Shinji brutal. So, das ist so, ich hasse diesen dummen kleinen Hurensohn so sehr. Also das ist so heftig, wie sehr ich ihn hasse. Aber hey, das ist, glaube ich, auch genau das, was die Serie machen möchte. So. Du sollst den nicht gut finden. Ja, aber ich habe halt auch wirklich, also die Serie hat halt wirklich geschafft, dass ich mich über die Serie hinaus halt krass mit der Serie beschäftigt habe. Ich habe mir noch irgendwelche Erklärungsvideos angeguckt und Theorien und what the fuck, weil, wie gesagt, also ohne was zu spoilern, aber das Ende ist halt, das kann mir keiner erzählen, dass das auch nur irgendwer direkt verstanden hat, was da passiert ist. Also ich habe tatsächlich letztens erst eine Diskussion mit jemandem auf meinem Discord gehabt, der meinte, dass NGE ja das geilste ist, was es ever gibt. Und ich meine so, ja, du, NGE ist auch echt geil und hat deine Daseinsberechtigung und so weiter und so fort. Aber das ist mega kacke geschrieben. So einfach nur, weil etwas kompliziert ist, ist es nicht gut. Ja. Also. Feed Dead Stranding. So. Oh. Ich hab's noch nicht durch. Vorsicht, ich bin auch noch ziemlich am Anfang. Also von daher aufpassen. Das Thema, was ich interessant fand, war ja, dass NGE hat ja ein sehr komisches Ende. Also, und dann kam ja nochmal ein Film, der das Ende praktisch nochmal weitererzählt hat. Naja, aber ein der speziellen. Ja. Und es gibt jetzt nochmal eine neue Filmreihe, die, ohne die jetzt irgendwie großartig was zu spoilern, da auch mit drin hängen. Weil ja, okay. Parallel Universes, Bar Bullshit und. Aber ja. Das, was ich halt nicht wusste, ist, dass der, ja, keiner Mangaka oder wer auch immer dafür zuständig war, wie man das jetzt nennt, halt in krasse Depressionen verfallen ist und daher dann dieses komische Ende geschrieben hat, womit alle unfassbar unzufrieden waren. Aber
Gut, ja. So viel dazu. Hat mich auf jeden Fall dieses Jahr krass beschäftigt und das ist echt so einer meiner Favorites von diesem Jahr gewesen, muss ich ganz klar sagen. Also NGE ist ja auch schon wirklich alt. Ich weiß gar nicht, von wann ist der Anime? Aber es ist 94, aber das 95. Gefällt mir. Es ist so wunderschön gezeichnet und es ist einfach nur geil. Nein, ich meine also dass du es jetzt dieses Jahr geguckt hast, ja okay, weil es jetzt dieses Jahr auf Netflix erschienen ist. Eine neue Synchro bekommen hat, ja, in Englisch und in Deutsch. Oh, echt? Stimmt. Okay. Das ist neu synchronisiert worden, weil, glaube ich, Netflix die Tantiemen, die sie an die Synchronsprecher hätten zahlen müssen, zu hoch waren, oder? Stimmt das? Die Lizenzen an sich, glaube ich, waren viel zu hoch. Also irgendwas in der Richtung. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob es für die Original-Soundspuren wären die Lizenzen, die Kosten dafür zu hoch gewesen und deswegen... Ach, das ist ja krass. Netflix war einfach so geizig und hat dann sich gesagt, weißt du was, wenn wir das nochmal synchronisieren, ist es günstiger. Und das war tatsächlich der Grund. Das ist ja heftig, okay. Das ist ja krass. Ja. Nee, aber ich würde jetzt ja nicht zwangsläufig nur Serien rauskramen, die jetzt das Jahr erschienen sind. Also ich finde, das muss ja auch nicht. Worauf ich hinaus wollte, ist einfach nur, also wer NGE noch nicht gesehen hat und wer sich irgendwie mit Animes anfreunden kann und dem das gefällt, dann sollte man unbedingt mal NGE gesehen haben. So, das ist so, hat bei Animes so einen Stellenwert wie bei Science-Fiction-Filmen Star Wars. So, das muss man gesehen haben, Alter. Also ich habe es nicht bereut, muss ich echt sagen. Also ich fand's, also neben den wunderschönen Zeichnungen auch einfach nur lohnenswert und und man kann sich halt wirklich darüber hinaus sehr tief damit beschäftigen. Aber kommen wir zum nächsten Punkt, mal schauen, was er dazu sagt. Hat, glaube ich, auch große Wellen geschlagen. Love, Death and Robots. Das war geil. Oh, mega, Alter. Oh, komm. I fucking love it. Ja, eure Lieblingsfolge, haut raus, komm, wenn ihr euch noch erinnert. The Witness. Was war das nochmal? Das war das mit der Frau, die vor dem Killer wegrennt. Oh ja! Wo man die ganze Zeit wackelnde Brüste sieht. Das war wirklich eine Serie. Ja, ich liebe wackelnde Brüste. Auf das Wesentliche konzentrieren. Ja, was mich da wirklich hart begeistert hat, waren halt eben die ganzen 3D-Umgebungen und die Shader, die sie benutzt haben, weil das halt wirklich stark fotorealistisch war. Das war super, super geil. Und halt eben schön geschnitten. Und ich liebe es, dass halt einfach so diesen avantgardistischen Stil für Kurzfilme quasi richtig schön in den Mainstream gepresst. Und das war echt, echt geil. Das war, hat mich ein bisschen an The Animatrix erinnert. Das gab es früher mal. Ja. Aber nur in cooler und in witziger. Und jede Story war eigentlich cool. Ja, das Coole ist dabei, also vielleicht für diejenigen, die es jetzt nicht gesehen haben, Love, Death, Robots ist quasi eine Aneinanderreihung von ganz vielen, ganz kurzen Kurzgeschichten, die alle in einem ganz eigenen Stil animiert oder gezeichnet sind und die einfach komplett losgelöst voneinander halt Geschichten erzählen in komplett anderen Universen, wo es halt immer irgendwie um Roboter, um Liebe und um Tod geht. Und das wird von jedem Director und von jedem Regisseur, der da irgendwie so eine Geschichte gemacht hat, halt auf eine ganz eigene Art und Weise interpretiert. Und dabei kommen halt wirklich ganz viele verschiedene interessante Sachen raus. Das ist halt mehr oder weniger, wenn du so willst, voll das krasse Art-Project, was da irgendwie auf Netflix geschmissen wurde. Und ich fand das auch mega geil. Also ich könnte gar nicht sagen, welche Folge meine Lieblingsfolge ist, aber welche ich total krass fand, war mit dem Typen, der auf dieser Raumstation ist und da denkt, er trifft seine alte Flamme wieder. Ja, das fand ich so fies. Und was mir auch positiv, also das fand ich, hat mich einfach mega krass schockiert. Und was mir positiv so zurück im Gedanken geblieben ist, war das mit den Katzen. Wo es um diese Roboter, diese Gruppe von drei Robotern geht, die auf der Erde irgendwie leben. Da sind diese ganzen, überall die Welt wird irgendwie von Katzen bevölkert dann. Und das fand ich auch irgendwie cool, ja. Ja, bei mir war es die Folge, mit der die so leicht asiatisch angehaucht war, auch in so einer Zukunftsvision, wo sich dieses eine Mädchen in so einen Cyborg das war so geil, Mann. Oh, ja, stimmt. Mann, das ganze die ganze Welt, die sie da aufgebaut haben, stimmt. Okay, das ja, genau, ist locker auch. Oh Gott, die war so geil. Ja, also stimmt, das heißt, ich glaube, das ist unfassbar Folge. Schön gezeichnet und ich habe mich einfach, also die Folgen sind ja auch nicht lang, ne? Und ich fand's halt geil. Und was für eine Zeitspanne, was für eine wunderbare, schöne, geschlossene Geschichte, die erzählt haben. Man hat direkt Sympathien aufgebaut, auch zu ihrem besten Freund in dem Fall, ne? Der sie immer wieder repariert, der immer neue Teile hinzufügt und allem drum und dran. Love-Story, so schön. Ja, ich hab noch zu meiner Freundin gesagt, als nachdem wir die Folge geguckt haben, oder ich glaube sogar während der 10. Du würdest sie auch gerne auseinandernehmen und das ihre Maschine. ich möchte dich neu zusammensetzen. Nein, aber ich meinte so, kann ich das bitte als Videospiel haben? So, oh ich hab's, das hat sich auch so angeboten. Stell dir vor, du würdest
diesen weiblichen Fuchs da spielen und jedes Mal kriegst du halt ein Upgrade in Form von einem anderen Körperteil und musst dich da in der Welt zurechtfinden. So, ich dachte so, ey, so irgendwie Beyond Good and Evil Vibes habe ich da gekriegt und dachte so, boah, das wäre mega, so einfach diese Welt und Also das hat mich, also ich glaube, das war auch so ein echtes Thema, was auch fast alle gesehen haben, weil es so schnell und so einfach zu konsumieren war und, glaube ich, bei für jeden was dabei war. Also von daher, das war, glaube ich, eine Serie, die auf Netflix ganz schön viel Action gemacht hat. Und ich glaube, eine zweite Staffel ist auch schon bestätigt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja. Von daher freue ich mich schon sehr drauf. Worauf ich mich auch freuen würde, wäre Tatsache die Fortsetzung auf Netflix zumindest, weil ich zu faul und zu geizig bin, das aktuell zu lesen mit Attack on Titan. Habt ihr da eigentlich schon mehr Infos und gesehen und etc.? Oder was sagt ihr da? Also laut meinem Facebook-Feed wurde doch schon was confirmed, dass es weitergeht. Also es geht immer weiter, weil der Manga halt noch nicht abgeschlossen ist. Das positive Beispiel von Attack on Titan, gerade die erste Staffel, war fantastisch, genauso muss eine Anime-Umsetzung sein. Das ist auch so, Attack on Titan ist so die Ausnahme der Regel. Normalerweise sage ich immer, Leute, ihr müsst die Manga lesen und nicht die scheiß Anime gucken. Aber bei Attack on Titan ist tatsächlich der Anime besser animiert und besser gemacht als der Manga. Weil der Mangaka echt, weil der Mangaka zum Teil echt kacke zeichnet. So, der macht es schon gut, aber du merkst halt echt, dass der so an manchen Stellen echt nicht gut ist. Also, gerade wenn die salutieren oder so, oder er Gruppen von Charakteren zeichnet, das sieht mega weird aus. Er kann einfach keine nicht gut Perspektiven zeichnen und seine Hände, die sind immer aus, wie, weiß nicht, wie so ein Stein, wo so ein paar Rillen drin sind, so seine Fäuste, es ist super weird. Also, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber bei Attack on Titan ist es echt so, dass, der Anime besser ist, würde ich meinen. Und die haben sich ja auch zwischen der ersten und der zweiten Staffel, ich glaube, 3 oder 4 Jahre Zeit gelassen, weil sie gesagt haben, nein, wir wollen das Niveau von den Animationen und so weiter, wir wollen das aufrechterhalten und wir wollen nicht stumpf scheiße fillern, dass der Anime dann dadurch kacke wird, weil das Pacing kaputt gemacht wird. Nein, wir lassen uns da Zeit. Und das machen sie jetzt bei den weiteren Staffeln auch. Ich bin beim Manga auf dem aktuellen deutschen Stand. Warte, ich drehe mich mal kurz um, welcher Manga-Band das ist. Warte, ich muss sogar aufstehen. Das ist Band 27 im Deutschen, soweit bin ich gerade. Und ich kann euch nur sagen, ey, die Story, die wird nur besser. Wirklich gerade die Story. Das ist so krass, was da alles noch passiert. Das ist auch super mutig, in der heutigen Zeit so eine Geschichte zu erzählen, wie er sie da erzählt mit Attack on Titan. Ich hätte nie gedacht, dass es die Story so dreht. Und freut euch da wirklich auf das, was da noch kommt. Okay. Das ist mega. Ich habe die erste Staffel geguckt. Ist auf Netflix nur die erste, glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Ja, bin mir sicher. Weiter habe ich halt nicht gesehen. Von daher freue ich mich mega drauf. Auch wenn es, ich muss ganz ehrlich sagen, Attack on Titan ist wirklich grenzwertig für mich, weil es halt so eine absolute Schlechtlaune-Serie ist, ne? So, ey, ich mag diesen Charakter. Mampf, 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 mampf. Und das passiert ja am laufenden Band. Und das ist halt schon echt so, Bauchgefühl, so ein bisschen mulmig immer. Und das ist schon schwierig. Aber es ist halt super spannend. Ich finde, das ist aber auch so ein bisschen dieses Game of Thrones Ding, so, weil du hast immer so gedacht, jeden Moment kann ein Charakter, den ich mag, sterben, was du normalerweise in anderen Stories ja nicht hast. Und das macht dir auch irgendwie so ein bisschen den Nervenkitzel aus, finde ich. Ich hab's Episode 6 oder 5 oder 11 oder sowas einfach gedroppt. Mich hat's null gehuckt. Gar nichts davon. Warum? Weiß ich nicht. Also, manchmal passt es einfach nicht. Manchmal ist es einfach. Ich wüsste nicht, was mich daran noch irgendwie so. Ich habe halt gefühlt alles da drin schon gesehen, was bisher so passiert ist. Es waren halt Safe Calls. Es war halt nett, dass die Leute dann eben auch permanent sterben. Das ist schön. Das mag ich. Also ich stehe da wirklich voll drauf. Vincent in 2020. Also schön, dass die Menschen permanent sterben. The more you know. Ja, aber ich hatte bis zu dem Zeitpunkt wirklich keinerlei Sympathie aufbauen können für irgendeinen der Charaktere und sämtliche Motivationen der Charaktere waren für mich einfach bis zu dem Zeitpunkt zumindest wirklich an den Haaren herbeigezogen, beziehungsweise einfach sehr, sehr stark forciert mit sehr schwachem Storytelling, wie ich finde. Und, it's a thing. Ja, aber tatsächlich, also, wenn du sagst, dir hat es bisher nicht gefallen, dann wird es schwer, sich da durchzuquälen, in Anführungszeichen, wenn es einfach nicht dein Ding ist. Aber gerade, was du sagst, also fehlende Motivation und an den Haaren herbeigezogen und so weiter, doch ohne Scheiß, das hat alles später einen Sinn und einen Grund und so weiter, aber ich kann jetzt nicht mehr sagen, ohne das da was zu spoilern. Ja. Also, die Story dreht sich auch irgendwann total krass. Im Moment geht es ja nur in der ersten Staffel darum, scheiße, da sind Titanen und wir müssen uns irgendwie verteidigen. Ja. Und da, wo ich mittlerweile in der Story bin, da sind die eigentlichen Titanen schon fast nebensächlich. Also es geht wirklich dann um andere Dinge, die auch viel schlimmer sind.
Und das ist, es ist super krass. Also gerade in der heutigen Zeit sowas so zu erzählen, finde ich echt gut und mutig. Nein, aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich glaube, ich werde mir einfach beim nächsten Besuch mal alle Bände von dir ausleihen. So. Nach NGE werde ich das dann wahrscheinlich mal gucken. Vorletzte Sache, bevor ich dann nochmal zu einem kleinen, na gut, Highlight wird's übertrieben, müsste Diskussionspunkt kommen, aber da ich noch was Deutsches gerne reinbringen würde, ich weiß nicht, ob es geguckt hat, Dogs of Berlin hat mir trotz einiger Schwächen doch sehr gut gefallen und es war auch so ein bisschen das Jahr der deutschen Netflix-Geschichten. Zumindest traut man sich so ein bisschen, ne, mit Dark und mit jetzt Dog of Berlin und was war noch? Gab noch was Aktuelleres. Also die Deutschen machen jetzt auch ihre Serien. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwas gesehen habt davon. Ich habe Dark gesehen, also, Staffel 1 und 2. Dark fand ich ganz dark gut. War mir dann, Dark war mir aber zu dark, Tatsache. Mich hat das ein bisschen Mensch. Also nee, ich fand Dark mega kacke, tatsächlich, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe Dark nicht weiter als, ich hab mich durch die erste Staffel gequält mit meiner Freundin, weil ich dachte die ganze Zeit, noch so, ich bin von den Gedanken nicht losgekommen bei Dark, so... Okay, ihr kopiert gerade in schlecht Stranger Things. Oh ja, definitiv. Nonstop. So, ihr kopiert in schlecht Stranger Things, weil ihr nichts Eigenes könnt. So, das habe ich mir die ganze Zeit so gedacht. Und dann fing das in der zweiten Staffel oder am Ende der ersten Staffel ja auch schon an, mit diesem Zeitreisending. Und ich habe mir so gedacht, ganz ehrlich, also das ist jetzt so ein bisschen das, was Vince beschrieben hat, vorhin bei Attack on Titan. Ich habe da nichts gesehen, was ich nicht schon irgendwie in anderen Medien gesehen hatte. Ja, so von wegen, ja, okay, Groundhog Day, das eine, und dann Ocarina of Time, das andere. Ja, ja. Verstehe ich, aber nö, triggert mich nicht. Also verstehe ich total. Ich habe halt bei Dark habe ich halt auch einfach nur Stranger Things ohne Humor gesehen. Ja, genau. Es war halt im Grunde, und du hast halt jede Folge und jede Folge regnet. Ich meine, das ist Konzept ohne Frage. Es ist dark, es ist dunkel, ne, es regnet, es gibt dir ein mulmiges Gefühl. Aber ich hatte halt nie den Moment, wo ich mal, und ich mochte auch keinen. Also das, was Vince gerade zu Attack on Titan meinte, ich hatte ja keinen Charakter, den ich irgendwie ansatzweise leiden konnte. Irgendwie haben alle Dreck am Stecken und ja, irgendwie war es nicht so das Ding. Aber doch, ist auf Berlin, um darauf zurückzukommen, war ein bisschen anders strukturiert, hatte zwar die schlechteste Fußballstadion-Animation, die man seit langem gesehen hat, aber ist eine gute, ja, im Grunde geht es darum, dass ein Fußballstar in Berlin tot aufgefunden wird und ein Kommissar oder ein Kommissar-Pärchen sozusagen muss das halt aufklären und das ist ziemlich spannend gemacht und gut erzählt prinzipiell für, ich sag mal, also noch nicht mal für eine deutsche Serie, sondern wirklich gut gemacht, also das kann man gucken auf jeden Fall, aber es hat wirklich... Man sieht halt einmal so, es gibt einen Stadionbesuch, weil es da halt auch um Drogen und um Geldwäsche und den ganzen Spaß geht und da wird dann halt praktisch auch ein Fußballspieler bestochen und da ja haben sie halt wirklich wahnsinnig schlecht das halt rein animiert alles. Also man hat den Spieler halt auf einen Greenscreen gesetzt und gesagt, du bist jetzt vom Stadion, freu dich jetzt und es sah halt wirklich grauenhaft aus. Nice. Aber ansonsten war es eine sehr gute Serie. Aber okay, hab ich nicht gesehen. Dark war noch ein guter Punkt zu meinem letzten Punkt der Serien und danach könnt ihr eure nochmal droppen, falls noch welche fehlen. Stranger Things 3 kam dieses Jahr. Ja, ja. Also ich fand Stranger Things, ich habe mich mega gefreut, weil ich die erste und zweite Staffel geliebt habe. Oh ja. Die dritte hat mich dann leider so ein bisschen enttäuscht. Yep. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es nur noch more of the same war oder dass es für mich von diesem Gruselfaktor so ein bisschen abgerückt ist und ich das Gefühl hatte, ich sehe jetzt nur eine neue Interpretation von Resident Evil. So, weil die Monster wurden größer und es ist mehr explodiert und wir waren irgendwie in einem geheimen Labor. Und ich dachte die ganze Zeit nur so, es ist fucking Resi. Okay, aber Also mich hat die dritte Staffel nicht mehr so hart getriggert wie die erste und zweite. Ja, also gebe ich dir in einem recht, prinzipiell. Also ich habe auch die erste und zweite wahnsinnig geliebt. Gerade die zweite hätte ich nicht gedacht, dass die mich dann nochmal so fesselt. Und am Ende habe ich unfassbar mitgelitten mit Kollege Fröhlich, der da noch sein Leben gelassen hatte. Du meinst Sam? Ja, genau. Ehrenmann! So ein guter Typ, ey. Und das fand ich auch cool, dass sie es nochmal aufgezogen haben. Aber in der dritten Staffel hat mir dann irgendwie, ich weiß nicht, das war alles ein bisschen komisch, zu viel, ich weiß gar nicht, zu viel Gags oder zu viel Witz, ich weiß es nicht mehr genau. Also irgendwie, so richtig kam der Vibe nicht rüber, wie du schon sagst, es hat so ein bisschen dieses Gruselige gefehlt. Ich mag immer noch die Story und ich freue mich auch, wenn irgendwie noch eine vierte kommt. Aber ja, die erste und zweite waren halt richtig geil und die dritte war jetzt nicht so spannend. Ich musste sie mir wirklich zwingen, zu Ende zu gucken. Also war halt echt so, ja, Stranger Things, ja gut, okay, hau rein. Und bei der Staffel davor war es halt wirklich so,
okay, wir können jetzt nicht aufhören, wir müssen weitergucken, wir können nicht aufhören, wir müssen weitergucken. Also die hatte uns wirklich halt gehuckt da. Ne? Von daher leider eine Mini-Enttäuschung. Aber was sagt Witz dazu? Ja, eben. Ich fand Staffel 1 cool, ich fand Staffel 2 cool und Staffel 3 habe ich noch nicht gesehen. Oh. Oh. Das ist okay. Ich finde es halt nur ganz cool. Ich bin jetzt nicht so ultra auf dem Hype-Train. Ja, kann man halt sehen. Ne? Aber wie, die dritte ist jetzt kein Must-Have. Ne? Ja, okay. Also wie, das wäre meine Liste soweit, aber ihr könnt gerne noch ergänzen. Also, ich habe noch ein paar, aber ich würde Vince den Vortritt lassen, falls er noch was hat. Zu Serien direkt jetzt. No Witcher. Habe ich nur die ersten beiden Folgen geguckt, aber ist tatsächlich auch ein Ding, was man ja erwähnen kann. Ich bin unfassbar positiv überrascht, wie sehr mir, wie heißt der Schauspieler? Henry Cavill. Wie gut er mir gefällt als Geralt, hätte ich echt nicht erwartet, muss ich ganz klar sagen. Also bis jetzt zumindest. Echt, ja? Der ist super, er ist das einzig wirklich, wirklich Geile. Also ich hab die Witcher-Serie noch nicht geguckt. Aber ich kann nur zu Henry Cavill sagen, das ist ein fantastischer Schauspieler. Der hat nur das Pech, dass ihm als Superman richtig dreckige Drecks-Hurensohn-Drehbücher gegeben wurden. Punkt. So. Ich habe also Superman nicht gesehen, da bin ich echt safe. Aber ich fand den ersten gar nicht so schlimm, aber gut, da kann man sich wahrscheinlich drüber streiten. Ja. Nee, aber ich habe mir nur die ersten beiden Folgen angeguckt bis jetzt, weil ich mir Zeit nehmen möchte zum Gucken und mein Terminplan die letzten Wochen arbeitsbedingt sehr schlecht aussahen. Ja. Und ich war, klar, es hat so ein bisschen Billig-Vibe, was so ein paar Animationen angeht und man kann auch sicherlich bessere Kontaktlinsen verwenden bei manchen Charakteren. Ja. Aber ansonsten, er gefällt mir wahnsinnig gut und ich habe wirklich Bock weiter zu gucken. Okay, bin ich mal gespannt. Also ich habe mich bisher noch nicht rangetraut. Aber das werde ich definitiv auch noch in diesem Jahr nachholen. Hat bei IMDb auch ein gutes Rating, was ich gesehen habe. Also kommt mit einer 8,3 weg oder sowas. Da war ich echt überrascht. Ja, ich habe auch, also ich habe ehrlich gesagt nichts Negatives mehr gehört zu der Serie. Nur noch positive Dinge. Also ich kann negative Dinge aufzählen ohne Ende, bis uns das allen aus den Ohren quillt. Aber dafür, dass es halt ein Videogame-Franchise ist. Eigentlich offiziell ja nicht, weil sie haben sich ja null an den Videospielen orientiert, außer dass ihre Rüstung 1:1 so aussieht wie in Teil 3. Das habe ich mich ja, also, obwohl ich gar nicht der Hardcore-Witcher-Fan bin, ne, kann ich mich ja auch outen. So. Witcher ist okay und ich erkenne es als das an, was es ist und habe da auch Respekt vor, aber ich bin da nie so richtig drin, weil ich auch die Spiele nie so leider mitgenommen habe, wie Sephis jetzt zum Beispiel. Deswegen bin ich da nicht so fanat drin und hänge mich an jedem einzelnen Detail auf oder kenne mich jetzt auch nicht so megamäßig aus. Aber das habe ich schon nach diesem finalen Trailer so, ich glaube, das hatte ich sogar gepostet auf Facebook so, weil ich dachte, ja, sieht cool aus und sie können noch so viel lügen, wie sie wollen, als ob sie sich nicht komplett an den Videospielen orientiert hätten so. Alleine diese Szene, wo er da in der Badewanne sitzt, ja, in diesem Waschtrog. Das ist ja so das Opening von Witcher 3, oder nicht? Ja, auf jeden Fall, ja. So, also, what the hell? Aber, ja. Ja, das sind viele, viele Hommagen drin von den Videospielen. Allein die ganze Delivery, wie Henry Cavill halt den Witcher spricht, das ist nämlich 1:1 quasi, macht ja eine verdammt, verdammt gute Impression von Doug Cockle, dem eigentlichen Sprecher von Geralt. In den Sollte Spielen. Man sich das auf Englisch angucken? Natürlich! Okay. Aber Jesus. Ich frage das ist auf Deutsch sogar scheiße übersetzt worden. Oh, okay. Ja. Ich werde es mir vielleicht dann zweimal reinziehen. Wobei ich den deutschen Sprecher auch sehr gut finde. Ja, du, ich bin mir sicher, dass die Sprecher alle einen phänomenalen Job machen. Aber leider, wenn zum Beispiel Geralt Fuck sagt, dass hätte man wirklich zum Beispiel anders regeln können und nicht einfach direkt mit Fuck gleich eben drin lassen oder so Sachen wie okay und sowas. Da sollte man sich schon ein bisschen an dem Fantasy-Setting halt etwas mehr orientieren. Na klar, natürlich, also im Englischen kommt es sehr viel witziger rüber, weil ein Fuck einfach einen ganz andere kulturelle Bedeutung hat. Aber sie haben es halt im Deutschen einfach drin gelassen und hätte ja zum Beispiel einfach gesagt Kacke. Das könntest du halt auch eben mit reinmachen. Dann hätte das zumindest für uns Deutsche einen besseren, weißt du, so einen besseren Anklang gefunden. Beziehungsweise wäre es halt einfach irgendwie nicht so immersion-breaking. Ja, ich weiß, also, was du meinst. Ohne es gesehen zu haben, verstehe ich, glaube ich, auch voll, was du meinst. Da merkt man so, dass der Vince voll in der Dialogregie denkt. Ja, so. Finde ich super. Aber das ist, glaube ich, so eine Berufskrankheit, die du ja immer mit dir bringst, wenn du da, sag ich mal, so eine Themen angesprochen werden und man selber so ein bisschen Ahnung und hat und im Thema drin steckt, dann kann man dann ganz schwer
über sowas weghören. Ich bin ja auch nur ein Noob und so, aber das ist halt so, man, ja, wenn man sich damit viel auseinandersetzt und man wird zum Beispiel, keine Ahnung, man schreibt Episoden oder so und wird halt für bestimmte Dinge angekackt, dann kackst du halt auch eben andere Leute an, die halt eben genau dieselben Fehler machen, wie die man selber halt eben gemacht hat. Also Witcher 3, Geralt bzw. Henry haut das halt richtig raus. Also ich finde, er ist wirklich Dreh- und Angelpunkt der Serie. Er macht alles wunderbar. Jaskier, also wie heißt er auf Deutsch? Rittersporn? Dandelion? Der ist halt auch noch gut. Könnte definitiv mehr Glanzmomente vertragen und weniger Fourth Wall Breaking, weil er hat das nicht nötig. Ansonsten, ja, Yennefer ist auch noch cool, aber den Rest, den kannst du, ich persönlich könnte den ganzen Kack in der Pfeife rauchen, das hat mich halt wirklich zwischendurch aufgeregt. Alle anderen, den ganzen Cast könntest du echt wegschmeißen, ich würde das, okay, aber sonst vom Storytelling her, es wird viel konfuser, das Pacing wird leider auch ein bisschen vergeigt, einfach weil die sich sehr an die Buchstruktur mit den Kurzgeschichten gehalten haben, dass da sehr viele Zeitsprünge mit drin sind. Zumindest im ersten Buch. Das habe ich auch schon irgendwie mitbekommen, dass Leute gesagt haben, okay, sie haben wirklich das erste Buch adaptiert, was ja nur Kurzgeschichten sind, die eigentlich nicht miteinander zusammenhängen. Sie haben aber versucht, die alle irgendwie mit einem übergeordneten roten Faden zusammenzudrücken. Ja. Und das ist irgendwie manchmal weird. Und auch mit den Zeitsprüngen, du weißt halt nicht, warum lebt denn der jetzt wieder? Der ist doch tot. Und hä? Und warum, wieso, weshalb? Ja. Und Man echt besser cinematografisch, also besser untermalen können. Und sonst hat mich halt auch einfach sehr viel davon, was mit Ciri zu tun hat, die ganzen Kindheitssachen und sowas, hat mich halt null interessiert. Das war wirklich fürchterlich schlecht. Also das, naja, ihr werdet es schon noch sehen. Das war dann einfach mäh. Aber die erste Folge, hammergeil. Habe ich geliebt. So wie Geralt da kämpft und die sieben Zwerge auseinandernimmt. Hammermäßig. Das war wirklich schön. Aber gut, dann kommen wir zu den Highlights von Zacharu. Okay, was ich mir noch aufgeschrieben habe, nicht direkt jetzt nur in diesem Jahr geguckt. Ich habe die Serie auch die letzten Jahre immer verfolgt, aber jetzt kam die finale Staffel raus. Preacher. Auf Amazon Prime. Ach, das hast du dir jetzt echt, ich habe das angefangen zu gucken, ne? Also ich bin sogar minimal drin, aber ich habe es nicht weitergeguckt, leider. Ist gut, ja? Ich finde die Serie mega. Also die hat stellenweise so einen, also die ist zum Teil einfach total wack, dass du denkst, was geht denn jetzt ab? Und dabei ist sie halt auch mega brutal und hat coole Action. Ist wirklich übermäßig brutal. Oh, ich habe einmal eine abgetrennte Hand in der Hand. Naja, so nach dem Motto. Und die ist auf einer Metaebene so lustig, was Religion angeht. Also weil sie halt nonstop Religion durch den Kakao zieht. Und ich muss sagen, der kleine Tiefpunkt war so Staffel 3. Da sind die dann in so einer, da sind die quasi im, wie soll man das sagen, in den Everglades oder in so einer Art Sumpf. Das spielt die meiste Zeit dieser Staffel. Die war so ein kleiner Tiefpunkt. Aber danach geht's wieder bergauf. Und ich finde das, also wenn man sich so ein bisschen mit der Bibel auskennt, dann ist das super lustig. Also so ein bisschen, wer Dogma mochte als Film, der wird Preacher, glaube ich, lieben. Krass, also, ich habe Dogma wirklich geliebt, aber die erste Episode von Preacher gesehen und dachte mir, Ja, so ähnlich ging es mir. Ich glaube, ich habe mir, weil ich die Thematik eigentlich sehr spannend fand und auch so das Setting fand ich irgendwie sehr cool, aber es hat mich irgendwie verloren. Ich glaube, so nach Folge 3 oder 4 und ich kann mich auch nicht mehr an viel erinnern, leider. Also guck mal wirklich weiter. Also alleine schon das Staffelfinale von der ersten, richtig so, what the fuck? Was ist denn jetzt passiert, so nach dem Motto? Fand ich. Und das geht dann halt einfach nur super lustig mit der zweiten Staffel weiter. Das kann ich jetzt schon mal, Achtung, Spoiler. Ich glaube, in der ersten Folge sagt er jetzt zu dem Typen mit dem Arschgesicht, fahr zur Hölle. Ist das nicht so? Und dann ist er weg. Weil er eben aus, oder ist das erst später? Das kann ja keiner beantworten, weil wir es beide nicht wissen. Okay, dann wisst ihr. Jedenfalls landet irgendwann der Junge mit dem Arschgesicht in der Hölle und alleine schon der Fakt, dass man das macht, fand ich so lustig. Und dann ist sein Zellengenosse quasi in der Hölle, also so eine Art Gefängnis einfach die Hölle,
ist einfach Hitler. Und Hitler ist der netteste Mensch der Welt. So weißt du, der Typ, der auf einmal so, du bist so im Knast, das sind nur harte Hunde, alle wollen dich in den Arsch ficken und alle wollen dir irgendwie so dein Geld abziehen und so. Und Hitler ist der Einzige, der auf dich aufpasst. Hitler ist der vor der Tür Schmiere steht, dass du alle in Ruhe duschen kannst und so weiter. Und Hitler ist so der letzte Mensch der Welt, so, ne? Und ich so, was ist denn hier los eigentlich? Und das hat auch alles noch später einen Sinn und so weiter. Ich finde das einfach super gut gemacht. Also wirklich, mir hat Preacher richtig gut gefallen und wurde jetzt halt auch zu einem Abschluss gebracht. Jetzt, die letzte Staffel war jetzt final in diesem Jahr. Und wirklich eine Serie, die auch mal nicht unnötig in die Länge gezogen wurde und die auch, finde ich, ein Ende gebracht hat, was mich total zufriedengestellt hat. Was so keine losen Enden dagelassen hat, was alles den roten Faden abgeschlossen hat und so. Ich fand das echt gut. Ja. Nice. Geiler Scheiß, sag ich mal. Oder auch nicht, weil ich weiß es nicht. Aber du hast ja für gewöhnlich nicht den schlechtesten Geschmack. Und von manchmal. Daher kann man da hier und da auch schon mal reingucken. Vielleicht gebe ich der Sache nochmal eine Chance, weil ich habe ab und zu auch so, ich habe jetzt nämlich auch, also das nur ganz nebenbei, You angefangen auf Netflix. Ist so ein bisschen wie Dexter, nur in umgekehrt. Ja, hat meine Freundin jetzt auch angefangen zu gucken. Ja, und das habe ich angefangen, weil ich brauche manchmal so eine Serie für zum Beispiel auf Arbeit in der Pause mal nebenbei beim Essen so ein bisschen was reinziehen. Und manchmal bleibe ich auf sowas kleben und vielleicht ist das ja sowas auch dafür. Also sowas, was nicht so mega wichtig ist, aber man ganz gut mal weggucken kann. Mal schauen. Ja, du hast halt zwischendurch einfach nur total crazy Gewalt und hey, ist cool. Dann habe ich noch geguckt Umbrella Chronicle, auch auf Netflix. Okay. Ach, fantastisch, fand ich die auch. Umbrella Chronicle basiert auf irgendeinem Comic von irgendeinem Menschen, den keine Sau kennt. Zumindest wenn du die Mainstream-Comics verfolgst. Wie DC und Marvel, ist glaube ich von Image Comics gepublished worden oder so. Ist auch, hebt sich wohl, also ich habe das Original nicht gelesen, hebt sich aber wohl auch sehr von der Vorlage ab. Ist zwar noch im roten Faden alles mehr oder weniger gleich, aber die Charaktere sehen anders aus und so weiter und so fort. Aber hat ein verdammt cooles Setting und fand ich auch megamäßig geil. Und da fiebere ich jetzt auch echt so der zweiten Staffel entgegen. Meinst du Umbrella Academy? Also, ah, stimmt. Ich habe Chronicle gesagt, ne? Sorry. Ja. Academy, genau. Ja, mein Fehler. Ja, Academy, ja. Also, hat mir auch sehr gut gefallen. Habt ihr die geguckt? Ja, Mann. Nope. Okay, Vince hat sie geguckt. Ja. Fandest du sie auch gut? Ja, war super geil. Super, super geil. I love it. Vor allem der kleine Junge, der halt quasi der Alte ist. Und by the way, ja. Das hat halt nicht irgendein No-Name gemacht, sondern... der Sänger von My Chemical Romance. So rum war es, genau. Aber der ist ja, okay, das ist der Sänger von My Chemical Romance, aber der ist ja jetzt nicht fürs Comicbuchschreiben bekannt. Richtig. Wenn du es so siehst. So, jetzt wird ein Schuh draus, genau so rum war es. Ja, okay. Ja, also es geht für die, zur Erklärung vielleicht für Sefitz und die es jetzt nicht gesehen haben, ja. Geht um einen Typen, der super reich ist und im Herrenhaus wohnt und ein mega krasser Wissenschaftler ist. Und der sagt irgendwie so von wegen, ja, ich bin der einzige Mensch, der die Welt retten kann. So, er ist so ein bisschen größenwahnsinnig, meint's aber gut. Und an irgendeinem Tag werden auf der Welt spontan Kinder geboren von Frauen, die nicht schwanger waren, also quasi unbefleckte Empfängnis. Ja. Die sind auf einmal da und dann haben diese Kinder alle irgendwelche Superkräfte. Und der adoptiert dann diese, wenn du so willst, diese X-Men. Er kauft sie ab, die dabei rauskommen. Jetzt bin ich wieder drin. Ich hab's gesehen. Ich hab die Serie geguckt. Ach, du hast es sogar gesehen? Ja, ja. Wow, okay. Er hat sich aber keine lasting impression bei dir hinterlassen anscheinend. Ich war jetzt voll raus gerade, muss ich sagen. Aber jetzt kommt... Okay, ich erkläre trotzdem nochmal weiter für die, die es jetzt nicht gesehen haben. Er adoptiert die halt, hat dann quasi wie so eine eigene Version der X-Men, wenn du so willst. Und schickt halt seine Adoptivkinder immer auf irgendwelche Missionen, um Verbrechen zu vereiteln und so weiter. Und... Dann ist halt, das ist nur ganz am Anfang kurz, dann ist ein riesiger Zeitsprung und dann siehst du halt, dass alle Kinder als Erwachsene wieder zusammenkommen, weil der Vater gestorben ist. Und dann ermitteln sie halt, okay, was ist mit dem Vater passiert? Wurde der ermordet? Hat er sich selbst umgebracht? Und so weiter und so fort. Du merkst halt, die Familie hatte sich zerstritten. Die haben alle nichts miteinander zu tun gehabt. Kaputte Familie. Und dann geht's halt darum, aufzulösen, was mit dem Vater da passiert ist. Und so weiter und so fort. Und ich fand die mega cool. Also wirklich mega cool.
Also ich fand sie zum Teil, also ich muss halt echt sagen, ich weiß nicht, ob das Absicht war, aber der Muskeltyp sah halt immer scheiße aus mit diesem Muskelanzug. Es war halt immer, aber es war schon wieder schon das fast Absicht. Witzig. Das dachte ich mir ja. halt eben schon, weil der Rest ja so professionell gemacht ist. Und ich muss zugeben, der ist halt, es ist sehr eigen, aber ich bin auch drauf kleben geblieben und mochte es dann auch irgendwo, muss ich zugeben, ja. Also im Prinzip war es wirklich so die X-Men-Serie, die du als Marvel-Fan nicht bekommst, die es einfach nicht gibt. Stimmt. So, das war echt cool. Und die zur Erklärung für diesen Affenanzug, was Vince sagt, das soll so sein, der soll so dämlich aussehen, weil im Originaldesign sieht er halt auch komplett dämlich aus. Das ist nämlich so, dass er einfach ein Gorilla ist, auf dem quasi in so einem Glaszylinder wie bei Futurama die Köpfe, quasi der Kopf einfach nur auf den Körper von so einem Gorilla gesteckt wurde. So ist das im Original-Comic. Und deswegen haben sie da so den Kompromiss genommen und haben den halt quasi so aussehen lassen. Aber der Grundgedanke war, er soll Panne aussehen. Naja. So, und. Tat er auf jeden Fall. Ja. Ja, okay, aber dann bin ich auch froh, dass Vince und ich zumindest jetzt mal eine Serie gefunden haben, wo wir uns einig sind. Tatsache. Müsst euch doch nicht anstrengen. Dann habt ihr für 2019 euren Frieden in Thema Serien zumindest gefunden. Ich habe noch zwei. Oh, aber dann haben wir noch die Chance. Matroschka habe ich geguckt auf Netflix. Sehr kurze Serie. Ich weiß hier mit roter Dingsbums. Mit der, die aus American Pie da in der Hauptrolle. Diese rothaarige, genau. Geil. Ist im Prinzip eine Version von Täglich grüßt das Murmeltier. Hä? Aus nur, American dass Pie? Du meinst aus Orange is the New Black. Ja, aus Orange is the New Black ist sie auch, aber sie kommt eigentlich aus American Pie. Hä? Wer war sie denn da? What the fuck? Jetzt bin ich ja voll raus. Na, sie war die, auf die der Heimscheiß auf einmal steht. Die das Gerücht verbreiten soll. Ach, scheiße, was nicht? Ja. Jetzt muss ich ein altes Bild von ihr suchen. Ich kenne sie nur aus Buffy, also als allererstes, aber okay. Stimmt, in Buffy war sie auch. Ihr Lutscher. Ja. Ja, Buffy war sie auch, da hat er recht. Ja. Also für mich ist es immer die von krass. American Pie. Aber ja, Orange is the New Black ist sie Nikki. Das stimmt. Jedenfalls die ist auf einer Party und hat so eine Krise, ne? Die hat ein bisschen Depressionen, nimmt Drogen, trinkt viel, hat keinen festen Partner, ihr geht's irgendwie kacke. Ich glaube, es ist ihr 40. Geburtstag. Mhm. Und am Ende stirbt sie. So fällt, glaube ich, eine Treppe runter. Und dann wacht sie auf und dann geht die nächste Folge los. Und die lebt immer wieder dieselbe Nacht mit derselben Party. Und es geht halt darum, rauszufinden, oder sie will selber rausfinden, warum stirbt sie immer wieder, warum ist sie in diesem Groundhog Day gefangen und wie kommt sie da raus. Und ich habe einen Trailer gesehen. Stimmt. Das fand ich. Ich habe sie nicht zu Ende geguckt. Ich habe die irgendwo bis zur Hälfte geguckt. Ja. Na, es hat mich irgendwann verloren. Ich fand sie halt ein bisschen anstrengend, also ihren Charakter, den sie spielt. Und ich glaube, das hat mich dann so ein bisschen angeödet auf Dauer. Ich fand das Thema schon cool und ich habe auch, glaube ich, ich weiß nicht, viele Folgen sind es ja, glaube ich, nicht, ne? 8 oder 10 oder sowas. Deswegen, also es ist eigentlich eine kurze Serie. Aber ich habe irgendwann nicht weitergeguckt. Vielleicht setze ich mich hier nochmal irgendwann wieder rein, weil schlecht war sie definitiv nicht. Also sie war jetzt nicht überragend, aber sie ist, als ich so überlegt habe, 2019, Serien und so weiter, da ist die mir so ein bisschen hängen geblieben einfach, dass das was Besonderes war, was ich gesehen habe. Ja, klar. Du bist was Besonderes. Und danach... Ich bin eine ganz besondere kleine Schneeflocke. Und dann habe ich noch geguckt, weißt du, dass es jetzt einfach auf Netflix gab und ich Bock hatte, seit langem das mal wieder zu gucken, beziehungsweise zum ersten Mal zu gucken, denn ich hatte es bis dahin nur gelesen, Hunter x Hunter. Ah, das eigentlich wird es nur Hunter ausgesprochen. Ich sag trotzdem mal Hunter x Hunter. Aber erst recht Hunter. Hunter! Aber hab's selber noch nicht gesehen, soll cool sein. Ja, ich habe Hunter tatsächlich zeitgleich mit Naruto, Yu-Gi-Oh! Und allen anderen Shonen-Manga angefangen zu lesen, weil es damals in der Bansai erst veröffentlicht wurde. Und da bin ich also wirklich in nach Dragon Ball so richtig in die Manga-Schiene reingekommen und kenne halt Hunter seit Ewigkeiten, seit immer. Und habe aber leider den Manga irgendwann aufgehört zu lesen, weil das Problem ist, dass der Autor, ich glaube, der hat Gicht, der hatte halt gesundheitliche Probleme und irgendwie auch mehrere Bandscheibenvorfälle, glaube ich, schon gehabt. Der kann nicht mehr so gut zeichnen. Damn. Der hat auch, glaube ich, nicht mehr so Bock zu zeichnen. Und es kommen nur noch sehr unregelmäßig Kapitel raus. Du musst im Prinzip ein halbes Jahr warten, um 3 Kapitel zu lesen. Berserk ist ein Scheiß dagegen. Nein, Berserk ist noch viel schlimmer. aber immer wenn der Typ mal wieder Zeit hat zu zeichnen, wird sofort in der Shonen Jump Platz gemacht, dass er seine 3, 4, 5 Hunter-Kapitel rausklatschen kann. Und der Manga ist halt mit späteren Kapiteln halt leider auch immer schlechter sich anzuschauen, weil der Typ halt wirklich einfach nicht mehr so gut zeichnen kann.
deswegen hatte ich so meine Hoffnung in den Anime gesetzt, dass die Episoden, die nicht mehr so gut gezeichnet sind, dann vielleicht im Anime besser kommen. Und Holy Mucky, Holy Fuckeroni, ist tatsächlich so. Das Anime-Studio ist Madhouse, das auch den Death Note-Anime produziert hat. Oh. Und die haben das echt gut gemacht. Also kann man sich, wenn man keinen Bock hat, den Manga zu lesen, ist auch wirklich so gut wie gar nichts gefillert. Es ist eigentlich alles genauso der Manga, wie es sein soll. Kann man sich Hunter unbedingt mal angucken auf Netflix. Hat meine Liebe für den Manga wieder neu entfacht. Und ich habe jetzt auch vor, mir die ganzen Manga-Bände, die ich jetzt mir nicht nochmal gekauft habe, mir jetzt wieder nachzukaufen und wieder auf den aktuellen Stand zu kommen. Weil das echt cool ist. Ja. Nice. Nice and Stone. Das wär's mit Serien bei mir. Ich glaube, da sind wir auch, wenn Vincent nicht noch was hat, sind wir gut durchgekommen. Ja, wir sind durch. Dann würde ich da vorschlagen, weiß nicht, ob Zack uns dann, weil das noch mit am naheliegendsten ist, in die Welt der Filme entführen möchte. Ja, können wir tun. Filme gab's dieses Jahr, ich habe im Prinzip eigentlich nur auf meinen eigenen YouTube-Kanal geguckt und hab geschaut, wozu habe ich denn Reviews gemacht, wo ich gedacht habe, dann lohnt es sich, eine Review zu machen, was Filme angeht. Ich habe mir aufgeschrieben, Endgame, also Avengers Endgame, Detective Pikachu, Joker und Star Wars Episode 9 und dazu noch so als Nischending Dragon Ball Z Broly, One Piece Stampede und ist eigentlich auch bei Netflix, aber ist ein Film, Marriage Story, habe ich erst vor 2 Wochen geguckt. Marriage Story, den habe ich sogar auf meine Liste genommen, glaube ich. Das ist hier mit dem Schauspieler von Star Wars, ne? Adam Driver. Ja, genau. Mit Adam Driver und mit Scarlett Johansson, ja. Also, weil du sagst, so schlechte Laune machen, der macht dir komplett schlechte Laune. Ich war danach so traurig, so gefrustet. Aber es ist einfach ein fantastischer, guter Film. Und Scarlett Johansson und Adam Driver spielen da so fantastisch gut. Also, es geht im Prinzip einfach nur um ein Pärchen, das sich scheiden lässt. Mhm. Punkt. Ja. Und die zeigen halt, wie das so ist. In der Scheidung. Und es ist wirklich fantastisch. Ich freue mich richtig auf den Film, weil ich habe das gesehen und ich hatte den, glaube ich, vor Ewigkeiten schon mal als Trailer gesehen. Oh, das ist ein Film, der so ähnlich ist wie der mit Adam Driver. Aber ich wollte mir extra vorher nie Filme mit ihm angucken, weil ich mir nicht diese Rolle aus Star Wars von ihm nehmen lassen wollte, damit ich ihn jetzt nicht zu sehr als netten Nachbarschaftsmann irgendwie im Kopf habe. Weil ich glaube, das ist schon fast eher seine Rolle. Wobei ich ihn ja mochte in Star Wars, davon mal abgesehen. Aber ja, der ist auf der Liste ganz weit oben bei mir. Da habe ich Bock drauf. Und Scarlett Johansson wusste ich gar nicht. Ich habe sie im Trailer gar nicht gesehen, aber mega Bock drauf. Na, sie sieht halt anders aus, weil sie da wirklich aussieht wie eine Mutti. Ne? Sie hat halt kurze, so die typischen... Ich habe keine Lust mehr auf lange Haare, weil ich als eine Frau mittleren Alters bin. Aber ich möchte trotzdem noch irgendwie modisch aussehen, Haarschnitt. Das kann sie nicht verstanden. I want to speak the manager Haarschnitt. ja, genau. I need to speak with the manager right now. Ja, genau. Ja. Richtig. Vince, hast du den gesehen? Marriage Story? Nee, ich habe nur die Memes verfolgt, weil zumindest auf Englisch das Acting ziemlich hart zerrissen wurde. Oh, okay. Ach, absolut nicht. Also, ich kann sagen, ja, okay. An manchen Stellen kannst du sagen, sie überspielen das vielleicht schon ein bisschen. Aber in dem Kontext von dem, was da passiert und so, das ist real shit, der da passiert. Also, ich fand das fantastisch. Nice. Wirklich. Also. Ja, das ist definitiv. Aber ich glaube, da können wir ja schon fast, mal abgesehen von dem Film, mal im Jahresanfang starten. Da ist ja, glaube ich, das erste mit bei Avengers, oder? Das erste Riesending. Das war doch noch relativ früh. War auf jeden Fall April, meine ich, ja. April. Endgame, ja. Das, ja, Endgame als großer Film. Und das war, glaube ich, schon wirklich, also, auch wenn es natürlich ein absolutes Blockbuster-Ding ist, aber da muss ich schon sagen, so einen Film habe ich, glaube ich, noch nie im Kino gesehen. Also, was da alles los war an Feuerwerk im positiven Sinne, da bin ich schon ziemlich baff rausgegangen. Das war lange her, dass ich so also auch begeistert, aber auch wirklich halt so, wie toll die das, hast du ja damals auch in deiner Review gesagt, aber wie schön das alles nochmal zu Ende getragen wurde, diese lange Reise, die man mit den ganzen Helden hatte, das war schon richtig, richtig schöner Start ins Kinojahr 2019. Ja, ich glaube, Vince ist kein großer Fan vom MCU, richtig? Ich habe jetzt nicht alles gesehen. Vieles davon fand ich aber ganz nice. Ich bin so ein Casual-Fan. Okay. Kann ja, ich auf jeden Fall. Ich fand Endgame ganz cool. Okay. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Ja. Nee, also ich fand's wirklich, das Ding ist bei Endgame, natürlich hat er seine Schwächen und auch der ist dann manchmal
zu sehr Exposition, zu sehr Erklärung, zu sehr we need to advance the plot, so ein bisschen. Aber also das, was sie da gemacht haben, dass sie diese 11 Jahre Kinogeschichte so zusammengefasst haben und es wirklich geschafft haben, es irgendwie zufriedenstellend, zumindest für die meisten Leute abzuschließen, das ist wirklich eine unfassbare Meisterleistung. Das also, stimmt schon. Selbst wenn du den Film an sich jetzt nicht so magst oder du das MCU jetzt nicht so magst, das, was die rein handwerklich als Film da rausgeklotzt haben, als Franchise, das werden wir wahrscheinlich nie wiedersehen in der Geschichte. Das ist mega krass. Siehst du ja schon so. Bei Star Wars. Ja, richtig. Ja, daran siehst du, wie es halt auch laufen kann. Ja. Es ist ja echt so das Ding. Du siehst genau an Star Wars, oder wenn du jetzt gerade zur Konkurrenz, in Anführungszeichen, zu Warner Brothers und den DC-Kinofilm guckst, das ist ja nur Kraut und Rüben und nichts mehr, was irgendwie zusammenpasst. Und die eine Hälfte der Filme ist der letzte Dreck, die andere Hälfte ist gerade so okay, aber halt nicht mega geil. Und so, das ist ja im Prinzip das, was alle prophezeit haben, was passieren wird, wenn Marvel mit dem Plan weitermacht. So. Alle haben gesagt, ihr werdet scheitern, das wird so und so laufen. Mhm. Und Marvel so, fuck you, nein, das läuft. Und das sind tatsächlich die Einzigen, die es irgendwie hinkriegen. Ja. Also rein organisatorisch absoluten Respekt vor der ganzen Leistung. Das muss unfassbar schwer sein, diese Vision so vorzutragen. Also wie du schon sagst, da brauchst du ja nur, bis ich sehe jetzt wirklich Star Wars oder Game of Thrones, irgendwie ein paar Regisseure, die irgendwie irgendwas verhauen aufs Übelste. Und dann musst du schon wieder alles irgendwie gerade biegen. Cool. Also ich fand den mega gut. Ich war richtig emotional auch fertig mit dem Ende, muss ich auch ehrlich sagen. Hat mich wirklich mitgenommen, weil man ja doch so lange jetzt auf der Reise war mit den Helden. Fand ich ziemlich cool. Hat mich, habe ich nie was Vergleichbares gehabt, dass eine Kinoserie, klar, eine Serie, eine Buchserie, eine Videospielserie, dass dann das über Jahre hin begleitet, war für mich im Kino aber komplett neu, muss ich auch sagen. Ja. Das ist auch im Prinzip, wenn du es so betrachtest, also ich finde es halt so schön, dass ungeachtet davon, wie erfolgreich der Film jetzt ist oder wie gut der generell so bei Kritikern und so weiter angenommen wird oder was jetzt danach noch aus dem MCU wird, sage ich jetzt mal, weil im Prinzip, also ich bin eigentlich relativ pessimistisch, dass ich sage, es kann jetzt eigentlich nur noch bergab gehen. Denke ich leider auch, wahrscheinlich ja. Alleine das Interesse der meisten Leute jetzt abflachen wird. Ja. Und die Filme einfach früher oder später anfangen werden, noch weniger Geld einzunehmen und dann wird da weniger drauf geguckt und dann wird's da weniger Budget geben und bla 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 bla. Aber ich find's einfach so schön, dass im Prinzip, also das, was der Film gemacht hat, von seinem gesamten Storytelling, das ist das, was Comicbücher seit 60 Jahren machen. Ja. So, und das sind Sachen, wo ich seit über 20 Jahren, seit ich 10 Jahre alt war, weiß, dass das geil ist. Und dass ich das genau das in Comics verfolgt habe in meiner Kindheit. Und es ist so eine Genugtuung, jetzt zu sehen, so, dass das jetzt kommt, genau das fürs Massenpublikum. Und ich habe so das Gefühl, so, ja, die Leute verstehen es zum ersten Mal, was an sowas geil ist. So, und wenn du dir überlegst, was die da jetzt mit Endgame gemacht haben, das ist ja wirklich das, was die Comics bieten. Die haben jetzt gerade so oben an der Oberfläche gekratzt. So, die haben nicht viel gemacht, auch gerade was das Multiversum und dies und das und Paralleluniversum und weiter angeht. Also die könnten rein theoretisch, ist die Frage, ob das Publikum das dann noch will, aber rein theoretisch können die noch die nächsten 50 Jahre weiter Filme produzieren am laufenden Band und sie werden immer noch nicht fertig mit dem, was sie machen können. Ja. So, und ich find's einfach geil, dass ich das Gefühl habe, dass etwas, was ich mochte, wofür ich früher immer alleine da stand, dass das jetzt auf einmal so angenommen wird von der Allgemeinheit. Mhm. So. Ja, yeah, I like. Indeed, ja. Da hatte ich auch die Hoffnung, die wollten ja, ich weiß gar nicht, welches Filmstudio das war, aber die wollten noch dieses Dark Pictures Universe aufbauen mit diesen ganzen Horrorfiguren. Aber das hat ja leider so gar nicht funktioniert. Leider. Universal war das. Ja, das war Universal hat sich gedacht, wir arbeiten zusammen mit Scientology und finanzieren unser eigenes großes Universum. Wir setzen Tom Cruise in die Hauptrolle. Ja, hat nicht funktioniert, genau. Die hatten geplant, mit Tom Cruise die Mumie ja zu remaken und die Mumie sollte dann neue Filme anstoßen für den unsichtbaren Mann. Der sollte, glaube ich, von Johnny Depp gespielt werden. Dr. Jekyll und Mr. Hyde sollte irgendwie gemacht werden. Ich weiß gar nicht, welche anderen Schauspieler da alle mit drin waren. Aber hier Lady Dracula irgendwie so, sollte auch noch mit dabei sein. Also ich weiß nicht genau was, aber es ist halt völlig in die Binsen gegangen. Ja, auf jeden Fall. Schade. Fand ich eigentlich eine coole Idee. Ja, aber zeigt halt auch wieder, das funktioniert nicht, wenn du es nicht anständig machst. Also deswegen Chapeau an Marvel, dass die das so
gerissen haben. Auf jeden Fall. Damit. Gut, aber wenn wir bei Marvel sind, wollen wir dann gleich mal den naheliegenden Blick zur Konkurrenz und Joker packen? Oh, können wir gerne tun. Also da bin ich mal wirklich gespannt, was Vince sagt, weil ich habe mit Vince, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen und auch keine Meinung gehört, aber ich weiß, dass zumindest früher Vince ja auch ein gigantischer Fan vom Joker war. Wie fandest du das denn? Ich fand das super, super geil. Ich habe den Film echt richtig, richtig gern. Ich finde ihn super. Danke, ich auch. Nice! Schon wieder was gefunden. Ah, ihr Fan, auch schwer, den super Freund heute. Ja, ich glaube, das ist einfach also, unabhängig von, ob man jetzt sogar, also das mit Comics muss man ja noch nicht mal viel Mut haben für den Film, ne, da sich ja eh schon ja die Frage stellt, ne, ist es jetzt der Joker, ist es nicht der Joker und so weiter und so fort. Aber es ist ein geiler Film, ohne Frage. Wenn mir der Kinobesuch nicht so versaut worden wäre, hätte ich den auch richtig genießen können. Wieso wurde er dir versaut? Warte, ich mach mal ungefähr das nach, was konsequent hinter meinem Rücken passiert wurde. Und das ohne Mist alle, also ungelogen alle 4 Minuten. Nice. Es war unfassbar anstrengend. Ich hab welche bei mir gehabt, tatsächlich, die in Joker saßen und die ungefähr nach der Hälfte des Films den Kinosaal verlassen haben. Oh, echt, ja. Mit den Worten, Walla, voll langweilig. Bruder, ja, okay. Bruder, was ist das, Mann? Ja. Komm, du gehst Broly gucken, Digga. Also dafür hasse ich übrigens mittlerweile Dragon Ball, dass das so eine krasse Pumper-Serie geworden ist. Aber egal, weiter geht's. Ich finde das echt super schön mittlerweile, dass ich in meinem Kino, wo ich immer hingehe, die Schleichwerbung, Filmpassage Salzgitter, es ist kein spektakuläres Kino, es ist einfach das größte Kino, was direkt fast vor meiner Haustür ist. Deswegen gehe ich da mal hin und ich kenne mittlerweile die halbe Belegschaft da, persönlich, weil ich halt so oft immer da bin. Und du gehst zu so einem Film wie Endgame oder zu Joker, Premiere, und der Kinosaal ist zur Hälfte gefüllt, aber mit ein paar Ausnahmen sind da halt auch wirklich nur Leute drin, die Bock auf den Film haben. So, es ist nicht so krass überlaufen wie in einem riesigen Kino. Ja. Und das mag ich mittlerweile so gerne, weil ich weiß halt auch, wie sehr es mich ankotzt und wie sehr ich auf 180 bin, wenn da irgendeiner sitzt, der dem Gezeigten nicht den Respekt zollt, was er tun sollte, und das damit für alle anderen versaut. Ja. So, und also ich war bei Joker komplett die ganze Zeit an die Leinwand gefesselt. Hm. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Film gesehen habe, der mich so mitgenommen hat, der so gut war. So das Positivbeispiel dafür, dass man ja Sachen zu den Comics ändern darf, wenn man es denn gut macht. Ja. So. Ja. Punkt. Einfach so. Es ist ja gar nicht, das heißt ja nicht, nein, du darfst nie was anderes machen. Das ist halt Crap. Du musst es nur anständig machen. Und das hat der Film halt anständig gemacht. Und deswegen war er gut. Hm. Ich meine, er hat ja schon so einige Comic-Stücke halt eben mit als Grundlage drin, aber es wurde wunderbar alles inkorporiert. Ja. Also es war echt ja, cool. Also das Ding ist, es ist halt, also dieser Joker von Joaquin Phoenix, das war ja jetzt quasi wieder, wenn du so willst, nochmal eine Alternative zum Heath Ledger Joker. Es war ja immer noch nicht der, in Anführungszeichen, Comic-Joker, der wild lachend durch die Gegend läuft, Giftgas versprüht und mit irgendwelchen Scherzartikeln Massenmorde begeht, sag ich jetzt mal. Ja. Ich würde diesen Joker halt auch mal gern sehen, wirklich auf der Leinwand, weil den gab's bisher nur ansatzweise mit Jack Nicholson, aber hatet mich ruhig, ich finde Jack Nicholson als Joker scheiße. Sehr gut. Ich würde den trotzdem mal gerne sehen, aber der war halt einfach so fantastisch. Und ich habe halt viele Leute gehört danach, die den Film nicht gefallen hat, die dann gesagt haben, ja, das ist ja immer noch nicht wie in den Comics. Und ich denke mir so, ja, Digi, das ist richtig. Aber daran merkt man, dass du keine Ahnung von Film hast oder von cineastischer Kunst. Oder von den Comics. Frick. Oder von den Comics, ja. So, also sei leise. Also der Film war einfach mega. Ja. Wirklich. Ja. Ich freue mich mega, wenn er nochmal auf Blu-ray kommt, weil meine Freundin hatte damals schon überlegt, ob sie mitkommt, hatte sich dann noch dagegen entschieden und ich bin dann so begeistert aus dem Kino gekommen, also trotz dieser Negativerfahrung mit unserem netten Mann hinter uns, dass ich richtig Bock habe, den auch nochmal zu gucken. In aller Ruhe zu Hause. Also das ist geil. War ich sehr, 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 sehr positiv überrascht. Also hat er richtig Bock drauf. Das Ding ist halt auch, wenn Warner Brothers oder DC nicht mit aller Macht versucht, da einen Franchise
rauszuprügeln mit irgendwelchen Knebelverträgen für die Schauspieler und ja, wir setzen das jetzt hier ein und das muss direkt der Mega-Hit werden für die nächsten 15 Jahre. So, und sondern einfach mal den Schauspieler und den Regisseur machen lässt mit dem kleinen Budget, dann siehst du halt, da kommt was Gutes bei raus. Und ich habe jetzt leider schon Angst um den zweiten Teil, der ja schon indirekt angekündigt ist, ja. Weil sie ja durch den Erfolg jetzt natürlich das als Franchise ausbauen wollen. Und da habe ich keinen Bock drauf, weil das kann nur scheiße werden. Ja, das könnte schon echt auch kacke werden. Außer natürlich, die lassen die machen. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass sie halt auch in dem Universum halt eben auch schon weiter gesponnen haben, was dann danach passieren sollte und sich einfach nur gedacht haben, okay, hier machen wir erstmal einen Cut. So. Ja, also ich hoffe es. Es kann ja so eine Erfolgsstory sein, wie mit Ryan Reynolds und Deadpool, wenn du so willst, wo sie auch gesagt haben, ey Diggi, mach einfach mal. So, und dann ist es der Smash-Hit geworden. Aber es kann halt auch leider echt nach hinten losgehen, ne? Weil wenn die geldgeilen Pimmelköpfe von Warner Brothers jetzt in die Ecke kommen und sagen, nein, du musst das anders machen und ja, unsere Umfragen haben ergeben, dass das besser ist. So, und dann, nein, Alter, lass den... Ja. Ja. Aber wir werden sehen. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen, aber was, gab es wirklich die Diskussion, ob der Joker-Film Leute verrückt macht? Ja, also das ist totaler Schwachsinn. Also in den USA gibt's immer Leute, die ja völlig überreagieren, wegen jedem Scheiß. Ja. So, die verklagen ja auch McDonald's, weil ihr Orangensaft nicht heiß genug war oder zu kalt war, keine Ahnung. Heißer Orangensaft, wer kennt's nicht besonders? Ja. Schlürf, schlürf, schlürf. Naja, aber da gab's irgendwie Leute, die meinten, ja, der Typ ist ein Killer, der bringt halt Leute um und der würde den zu sehr romantisieren, beziehungsweise du würdest als Zuschauer viel zu sehr mit dem sympathisieren und das ist nicht gut. Und dann gab's wohl irgendeinen Vorfall, dass in irgendeinem Kino in den USA ein Typ im Joker-Make-up sich ins Kino gesetzt hat und in dem Moment, wo er angefangen hat, die Leute da in der U-Bahn zu killen, hat er die ganze Zeit angefangen, laut loszulachen und er musste aus dem Kino entfernt werden. Und das war wohl so gemein und so böse, dass die amerikanischen Nachrichten direkt gesagt haben, ja, der Film macht Leute verrückt, der muss verboten werden. Ja, aber die Schießerei, die Kinoschießerei bei Frozen 2 war dann auch irgendwie wieder okay anscheinend. Was? Ja, genau. Das hat dann keinen Haar nachgekräht. Ja, gab halt in der Aufführung von Frozen eine Schießerei. Oh, Punkt, eine Fritze, ey. Ja, aber da sagt dann keiner von wegen, wir müssen Frozen verbieten. So, was ist denn? Das wäre ja auch Quatsch. Aber... Ja, der Gesang triggert vielleicht Aggression. Ja, also meine Freundin war sehr unzufrieden mit den Liedern und wer weiß, wer dann zur Waffe greift, ja, also von daher. Ja, ich meine, wenn du eine hast, ne? Mhm. Nein, also wir finden es nicht gut, wenn man Schusswaffen in einem Kino einsetzt. Macht das wie normale Natürlich Leute in nicht. Der Schule. Ja. Boah, Alter. Anders. Regelt das auf dem Schulhof, wie es sich gehört. Ja, genau. Nein, nicht so rum. Ich meine, keine Gewalt. Ja. Stopp die verdammte Gewalt! Stopp diese verdammte Gewalt! Stopp diese verdammte Gewalt! News-Movie müsst ihr mal wieder gucken, ja. Um Gottes Willen, auf jeden Fall. Das braucht einen eigenen Podcast eigentlich. Ja. News-Movie ist so gut. Der News-Movie-Podcast, ja. Wollen wir weitermachen mit meiner Filmliste? Sehr gerne doch. Ich habe mir aufgeschrieben noch Detective Pikachu. Geil! Passt ja auch jetzt, wo du Ryan Reynolds erwähnt hast. Richtig. Oh, du weißt ja, ich schlag Brücken. Ja, guck mal, wir spielen uns ja heute die Bälle zu, du. Als würden wir Völkerball spielen. Ja. Geil. Nein, du bist nicht Sportler. Ja, also ich fand die... Das stimmt. Alter, man glaubt es kaum. Obwohl ich schon als Kind immer fett war, bin ich echt gut im Völkerball. Oh, weil ich glaube, die Leute denken so von wegen so... ich bin ja wirklich wie Relaxo, ne? Du denkst so, ja, Relaxo, kannst dich nicht schnell bewegen, auf einmal so, Hyperstrahl, BAM! Nee, du hast den Leuten, spätestens bei Ringfit hast du bewiesen, dass du einfach ein Tier bist. Ein Tier. Wie ein Jaguar. Eine Maschine, Junge! Eine Maschine! Gelegt. Ja. Beautiful. Nee. Ja, Pikachu. Der Film war definitiv ein Kinderfilm und hatte keine ausgekügelte Story. Da muss man gar nicht drum herum reden. Aber und das war gut was so. Den Film für mich... Ja, das ist auch gut so. Es ist ja halt das Zielpublikum ist halt 10 Jahre alt, mein Gott. So, ne? Ja. Also ich gehe auch nicht in den Expendables-Film und sage, ich freue mich auf die Story, Leute. Also das ist dann halt wirklich wieder dieses Herangehen mit Erwartungen. Es ist ja auch nicht so gut. Ich bin jetzt wirklich nicht der Pokémon-Experte, aber Pokémon hat auch jetzt selten auch eine krass diepe Story. Oder bin ich da jetzt ganz raus? Ja, Pokémon Schwarz und Weiß ist schon ziemlich gut. Und ironischerweise wird Pokémon Schwarz und Weiß von vielen, in Anführungszeichen,
Fans als schlechtester Teil der Reihe betitelt, obwohl es meiner Meinung nach mit der beste ist. Okay. Weil tatsächlich in Pokémon Schwarz und Weiß zur Debatte gestellt wird vom gegnerischen Team, quasi von dem von in dem Spiel die das Version von Team Rocket. Die sagen halt nicht, Aktivisten, ne, die hier für die Pokémon sind. Genau, die sagen halt nicht, wir wollen Pokémon zu unsere Mittel und Zwecke einsetzen. Die sind quasi wie Peter und sagen, wir sollten die Pokémon befreien. Ihr seid alle Wichser, dass ihr die Pokémon zum Kämpfen zwingt. So, und da wird sehr viel aufgemacht und sehr viel auf einer Meta-Ebene da irgendwie so. Da wird, glaube ich, sogar, ich glaube, das ist aus der, ich weiß es gar nicht, ob es bei Schwarz und Weiß ist oder bei Diamant und Perl, aber es gibt irgendwo auch in Pokémon tatsächlich, was sie aus der europäischen, amerikanischen Version rausgepatcht haben, so ein Buch, das du halt im Spiel anklicken kannst, wo du über die Geschichte der Pokémon-Welt reden kannst, wo gesagt wird, dass evolutionär Pokémon und Menschen irgendwann mal ein und dasselbe waren und Menschen früher auch ihre Pokémon geheiratet haben und umgekehrt und irgendwann hat sich das auseinanderentwickelt und all so ein Crap. Also das ist da super so megamäßig so von wegen, ja, die Seele ist das, was dein Wesen bestimmt und oh. Also ein bisschen NGE-mäßig tatsächlich. Mhm. Also Pokémon kann auch anders, will ich damit nur sagen. Aber ja, der Film, was den für mich krass aufgewertet hat, war einfach die Animation und dieses ganze Universe, was da aufgebaut wurde. Also ich habe mich, da waren so viele schöne Easter Eggs drinne. Die Pokémon, die sahen mit ein, zwei Ausnahmen, wo ich nicht mit einverstanden war, aber alles in allem sahen die Pokémon so gut aus. Ja. Und ich habe einfach, nachdem ich den Film gesehen habe, jetzt so Bock auf einen in Anführungszeichen richtigen Pokémon-Film, wo du einfach siehst, wie ein Pokémon-Trainer auf seine Reise geht. Und er sollen sie eine Trilogie draus machen, nennen sie Pokémon Rot, Blau, Gelb und er läuft durch Kanto und. Sie sonst tun. Ja, ja. Ja, das, da habe ich so Bock drauf. Also das würde mich so freuen. Allein, Mann, Dude, ich will so eine Trainer-Rot-Origin-Story einfach. Das wäre so geil. Und am Ende hängt er dann oben auf dem Berg und alles blitzt und dann setzt er sich einfach nur noch hin und wartet auf den nächsten. Das wäre so. Oh, oh yeah. Das wäre richtig krass. Das wäre richtig krass. Eat my cummies. Ja. Das wäre ein geiles Secret Ending so. Wenn du denkst, der Film ist vorbei. Post-Credits geht er dann auf den Berg. Ja. Oh. So auf dem Silberberg oben, setzt sich hin mit seinem Team und wartet so. Ja. Aber was machen? Aber wie lange braucht man da hin? Und werden die eigentlich gefüttert? Oder wirst du in so einen Legendenstatus versetzt, dass du nicht mehr essen musst und leben musst? Oder wie läuft das mit dem Thron? Er meditiert wie Buddha höchstpersönlich. Oh, verstehe. Ja, er vielleicht, ich weiß es nicht. Oder hat einen Bisaflor dabei. Vielleicht lässt er Bisaflor einfach Apfelbäume wegwachsen oder so. Kann weiß es nicht. Shigi spuckt ihn ins Maul mit der Aquaknarre, dann kann er trinken. Aber wie süß Bisasam aussah. Oh, wie süß Bisasam. Oh ja. Oh, Bisasam, Alter. Das war mein persönlicher Crush in dem Film, Alter. Bisasam, Mann. Bisasam war so mega. Aber auch die Gagdichte war richtig gut. Also man konnte so oft lachen. Ja. Also sie haben mit dem Pokémon auch gute Gags gebaut und das musst du ja auch erstmal machen. Ja, also die einzelnen Pokémon zu nutzen und da das zu deinem Vorteil gut auszubauen. Die ganzen Drogenwitze. Ja. Warte mal, was für Drogenwitze? Ich weiß es nicht mehr. Oh, zum Beispiel, wo der Typ von den ganz vielen Griffels verfolgt wird und so. Und dann versucht er halt irgendwo mitten in der Menge zu erklären, dass er irgendein Gas geschnüffelt hat. Ach so, ja. Deswegen keine okay. Hose mehr anhat. Yeah. Und sowas. Oh, ich liebe es. Lieblingsszene auch, die war zwar schon im Trailer, aber auch, ich weiß nicht, wie dieses Pokémon heißt, aber dieses Barkeeper-Pokémon. Das Barkeeper-Pokémon? Auch mit Kapaloris. Ja, einfach nur, weil er so verrückt seinen Namen sagt. Ich fand's herrlich. Ja. Kapaloris! Also die Szene war einfach nur gut, obwohl nichts groß passiert ist, aber es war... Du meinst dieses Ding mit dem Sombrero auf? Ja, ja, genau. Ja, das ist Kapaloris. Fand ich super. Aber, Honorable Mention an Anton. Anton Ehrenmann. Oh ja. Anton sowieso schon Anton immer ein geiler... Das perfekte Pokémon, um Gags zu bauen. Also von daher auch richtig gut. Ja, also ich finde, die haben auch damit gespielt, quasi natürlich total krass haben sie auf den Nostalgiefaktor gelegt, dass sie halt solche Sachen wie, wir nehmen ein Mädchen mit einer hellen Haarfarbe und die einen Anton dabei hat, stellen wir den Protagonisten als Sidekick an die Seite. Und so. Ja. Also die haben, wir packen Mewtwo als großes Ding da in den Film und so. Die haben schon sehr damit gespielt, oder wussten halt, dass viele Leute, die jetzt so Ende 20 sind, mit 10 Jahren total auf der Pokémon-Welle mitgeschwommen sind und jetzt halt alt genug sind, das als Erwachsene zu konsumieren. War das nicht die auch haben schon Spiel? Sehr auf den Nostalgiefaktor also gelegt. Die Journalistin? Ich habe das eigentliche Detective Pikachu-Spiel nie gespielt, deswegen kann ich dir das nicht sagen. Okay.
ich fand es auch am Anfang mega weird, dass die gesagt haben, ja, wir machen das auf dem, basiert auf dem Detective Pikachu-Spiel, so, what? aber es hat ja funktioniert, Ich war auch beim ersten Mal aber wirklich so, what the fuck, Detective Pikachu, jetzt dein Ernst? Was ist das für eine dumme Idee? Aber, es war touché, hat funktioniert, hat super viel Spaß gemacht und tolles Popcorn-Kino gewesen. Ja, finde ich auch. Ja, das war, also, ich würde sagen, nach Pokémon, also den animierten Film, nach Pokémon 1 und 2 definitiv mein Lieblings-Pokémon-Kinofilm halt. Ja, auf jeden Fall. Oh, der erste war schon echt cool. Wobei ich sagen muss, ich würde sogar schon sagen, er ist der beste Pokémon-Film, weil auch wenn ihr jetzt sagt, der erste war schon cool, ihr müsst euch den nochmal angucken. Ja, ja. Da blendet euch total krass eure Nostalgiebrille. Der erste Pokémon-Film ist echt nicht, der ist echt nicht so geil, wie ihr denkt. Ich habe mir den irgendwann auch nochmal angeguckt mit dem Kumpel zusammen und wir dachten so, wow, echt jetzt? So an ganz vielen Stellen so. Aber ja, ja. Alrighty. Ja. What's the next on the list, man? Star Wars 9. Jetzt der frischeste Film quasi. Ja. Habe ich jetzt erst am Sonntag gesehen. Nee, Sonntag? Am 1. Was ist der erste gewesen? Mittwoch, oder? Mittwoch, ja. 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 Mittwoch habe ich mir angeguckt. Ja. Vince, hast du ihn schon gesehen? Ja. Okay, und wie fandest du ihn? Gab viele tolle Stellen, aber es war halt nicht so Krieg der Sterne, sondern irgendwie Krieg der Regisseure für mich. Ja, das stimmt allerdings. Damn right. Ja, also ich habe einige Freunde, die gucken den jetzt auch schon zum 8., 9. Mal. Die sind halt auch wirklich sehr, sehr, sehr deep drin in allem. Also die haben auch wirklich sämtliche Bücher verschlungen und sowas. Und wahrscheinlich haben die dann mehr Durchblick als ich. Aber für mich als absoluten Casual, was Star Wars angeht, der halt höchstens irgendwie einen Haufen der Games gespielt hat, alle Filme gesehen hat, war ein nettes Popcorn-Kino und ich bin froh, dass es vorbei ist. Ach, so würde ich es noch nicht mehr sehen. Also ich bin ja eigentlich ziemlich identisch so aufgestellt wie du. Also ich habe ja auch nur die Filme gesehen, die nicht alle Spiele gespielt, aber sowas wie The Force Unleashed und so ein Kram habe ich halt gespielt. Und mir hat es echt viel Spaß gemacht. Also außer, also ich habe mir dann natürlich gleich abends von Zack die Review nochmal angeguckt, weil das finde ich ja dann immer schön, mir dann gleich nochmal das volle Programm zu geben. Und ich musste wirklich in fast allen Punkten zustimmen. Also alle Sachen, die ich nach dem Kino mit meinen anderen Freunden halt auch schon durchgesprochen habe, hast du praktisch auch erwähnt. Man hat praktisch direkt gemerkt, dass die erste Stunde komplett Informationsschüsse waren bis zum geht nicht mehr. Also man hat ja wirklich nur Infos bekommen und das war eigentlich schon viel zu viel und viel zu schnell. Aber man hat halt gemerkt, man muss halt aufarbeiten, was in Teil 8 gefehlt hat. Und das andere, was du sagst, Vincent, stimmt aber auch total. Man hat so viele, also wie ich finde, halt wirklich Seitenhiebe an den Regisseur davor bemerkt. Also mein Lieblingsbeispiel war halt wirklich die Szene mit Luke Skywalker, wie er halt das Laserschwert fängt und sagt, man muss ein Laserschwert mit Respekt behandeln. Und ich so, oh nee, das hat er nicht gesagt. Und das war halt schon so, ja, du sagst es ganz gut, Krieg der Regisseure trifft es ziemlich gut, ja. Aber ich war ziemlich zufrieden. Bei der Szene, I shit you not, bei der Szene, ich saß da, hab das gesehen, dass Luke das macht. Es kam ein spontaner, lauter Ausruf bei mir und ich habe eine Träne vor Freude gedrückt, weil Disney in dem Moment sich einfach nur für Episode 8 entschuldigt hat. So, das ging runter wie Öl, ne? Das war, also der Film ist ganz, ganz, ganz weit weg davon, objektiv betrachtet, ein handwerklich gut gemachter Film zu sein. Ganz weit weg davon, weil, wie Sefitz und die beiden jetzt auch schon gesagt hat, der erste Teil ist halt nur Exposition. Wir lesen quasi von der Liste To-Dos ab, die wir jetzt abarbeiten müssen. Und Fanservice. Aber ich hatte es auch in meiner Review gesagt, ich finde es halt unfair, dem Film daraus einen Strick zu drehen, weil er halt versucht, die Scheiße wieder gut zu machen, die der vorherige Teil verkackt hat. Und dass Disney überhaupt dieses Zugeständnis macht an die Fans. Klar, die wollen damit Geld verdienen. Und deswegen müssen sie es mehr oder weniger machen. Aber der Fakt, dass sie es tun, hat mich so versöhnlich gestimmt. Und da sind natürlich auch einige Sachen dabei, wo ich sage, ich war da jetzt nicht mit einverstanden oder einfach verschenktes Potenzial. Aber alles in allem, ich hatte halt, meine Erwartungshaltung war so bei minus 20. Und von daher bin ich echt zufrieden aus dem Kino. Aber ich muss auch sagen, mich hat der Film glücklich gemacht. Deine Kritikpunkte fand ich auch alle wirklich minimal. Also alles, was du so angefangen hattest, war ich so, ja, okay, hätte ich kein Problem mit gehabt. Aber hat mich jetzt auch nicht wirklich gestört, muss ich auch sagen. Also ich fand es richtig gut. Ich hätte mir vielleicht auch ein, zwei Sachen noch anders gewünscht, aber die Action war top. Cineastisch war es natürlich auch wieder. Ich meine, da war auch Teil 8 war auch optisch ein Brecher, da müssen wir auch nichts drüber sagen.
Ja, also optisch kann man Teil 8 nichts ankreiden, das stimmt schon. Aber das haben sie auch wieder fantastisch hinbekommen und ich fand es halt wirklich cool, wie sie das letztendlich dann doch alles aufgelöst haben. Dass sie halt eine Palpatine ist und allem drum und dran, das ist schon ziemlich gut. Wir sollten vielleicht vorher, bevor der Podcast anfängt, nochmal eine definitive Spoilerwarnung aussprechen. Ja, ja, sehr ja. viele Sachen. Ja, aber das ist halt so ein Punkt, der, ja, also ich war mega happy nach dem Kinobesuch, mir hat es echt viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich verstehe definitiv die Punkte, dass er viel zu schnell war an vielen Stellen. Er hätte vielleicht auch locker noch eine Stunde länger gehen können von mir aus. Aber natürlich darf man es jetzt auch nicht übertreiben. Ja. Aber ich fand es super. Happy. Ja, also ich war, wie sagt man das? Etwas befriedigt. Ich hatte Spaß am Film. Du hattest einen Trockenfick mit dem Film. Ja, genau. Ich hatte Spaß mit dem Film, aber sonderlich beeindruckt oder so war ich nicht. Na, es war halt wie so ein kurzer Quickie noch in der U-Bahn, ne, wo man dann aber auch schnell wieder aussteigen muss. Ja, genau. Aber es ist halt so 2,5 Stunden lang. Kurzer Quickie, 2,5 Stunden lang in der U-Bahn, ja. Die immer im Kreis fährt. Ladies, okay. Wir verlinken unten noch die E-Mail-Adresse für Vincent. Alrighty, so something else to Star Wars. Or we want to continue. Also ich habe nichts mehr zu Star Wars. Guckt meine Review, falls ihr sie noch nicht gesehen habt auf YouTube. Mach das, genau. Ich habe noch was. Ja. Sehr gerne. Guckt seine Review, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Okay, sehr cool. Was war noch? Ich habe noch zwei Filme, zwei Animes. Einmal Dragon Ball Z Broly und One Piece Stampede. Beides nicht geguckt. Das erste. Oh, solltest du tun. Das erste Mal, dass diese Anime-Filme, also es ist ja öfters mal, dass tatsächlich Kase mittlerweile Animes mit japanischen O-Tonen und mit Untertiteln in deutschen Kinos zeigt. Das ist dann halt immer nur einmal oder ein oder zwei Vorstellungen im Jahr gibt's dann dafür. Die sind halt limitiert. Dafür sind die Vorstellungen dann noch immer vollgestopft mit Fans. Und ich musste die letzten Jahre, wenn es sowas gab, immer da, in irgendwelche anderen Städte fahren. Bitte? Bin gleich wieder da. Macht weiter. Okay. Ich musste halt immer in irgendwelche anderen Städte fahren. Nach Hannover oder sonst wohin. Ja. Was immer blöd war. Und das war jetzt das erste Mal tatsächlich, dass das Kino, wo ich immer hingehe, das jetzt auch mal in meiner Stadt angeboten hat. Deswegen habe ich mir da sofort Karten vorbestellt, bin reingegangen und ich meine, was ist Dragon Ball? Dragon Ball ist halt, da kann man keine krasse Story erwarten. So. Und Dragon Ball ist für mich sowieso schon lange, lange vorbei. Alles, was irgendwie Dragon Ball Super heißt, finde ich jetzt nicht geil. Das gibt's halt. Okay. Im Prinzip willst du von Dragon Ball nur so ein paar krasse Kamehamehas und muskelbepackte Saiyajins, die sich auf die Fresse hauen. Ist nicht schwul. Und das hat. Aber ja. No homo. Hashtag no homo. Ja, aber im Prinzip ist es das, worauf es bei Dragon Ball ankommt, finde ich. Und das hat der Film, finde ich, perfekt gemacht. Du hast halt einfach nur, die haben den Broly, der ja vorher nur ein Filler-Charakter war, haben sie jetzt in den Kanon geholt und haben gesagt, okay, Broly gibt's jetzt auch wirklich so. Und ist halt irgendwie so ein super krasser Saiyajin. Und Son Goku und Vegeta müssen sie ihm einfach mal auf die Fresse hauen. Simple as that. Dabei aber halt megamäßig gut animiert. Mhm. Also wirklich. So, wenn du dir anguckst, was Toei Animation normalerweise so rausrotzt. So, du guckst dir den Dragon Ball Super Anime an, du guckst dir den One Piece Anime an, das ist Dreck. Ja. So, das ist animatorisch einfach richtiger, richtiger Dreck. Und dann hast du halt diesen Dragon Ball Super Film, der auch von Toei Animation ist. Und du kommst aus dem Staunen nicht heraus, wie geil das animiert ist und wie krass das ist. Ja. Wo du merkst, okay, eigentlich steht da echt eine Company hinter, die echt Budget hat und echt Know-how. Die setzen es nur immer nicht da ein, wo es eigentlich hingehört. So. Und ja, aber die müssen ja auch in einer Woche jede Folge, also irgendwie eine Folge pro Woche droppen. Und das ist, glaube ich, einfach das Problem. Ja, müssen sie nicht. Sie entscheiden sich ja, ja das okay. zu tun. Aber ja, natürlich ist genau das Problem. So, und wo du halt merkst, wenn das Studio entsprechend Zeit hat und andere Animateure dran setzt und nicht irgendwelche Subunternehmer aus den Philippinen oder was weiß ich, dann geht das auch so, ne? Und ich fand der Dragon Ball Broly mega geil animiert. Wenn ihr mal Bock habt auf einen, so auf ein, ich sag mal, altes Dragon Ball Feeling, wo ihr einfach nur seht, wie sich muskelbepackte Kerle auf die Fresse hauen, dann guckt Dragon Ball Z Broly. Fand ich cool. Hype as fuck. Und Hype as fuck. Hast du den gesehen? Ja. Und? Also Hype as fuck, ja?
Ja, ich habe ihn im Kino gesehen. Ja, nice. Also ich muss dazu sagen, dass das Kinoerlebnis dazu war mega geil, weil um uns rum waren halt überall auch die Pumper und so. Aber die haben das Kino erst lebendig gemacht. Das war richtig geil. Da gab es dann eben diesen Kampf am Ende mit den ganzen krassen Effekten und so. Und wir sind alle voll durchgedreht. Der hinten halt echt wie so ein Affenkäfig. Und wir so, oh shit. Ja, mit Gogeta-Schreien und sowas. Das war schon, das war echt gut. Das finde ich auch cool bei diesen Events, weil normalerweise regt es mich halt auch echt auf, wenn du Leute hast, die sich störend im Kino verhalten. Mhm. Aber gerade bei diesen Anime-Events hast du halt echt nur die Fans da sitzen, die ganz genau wissen, okay, der wird jetzt ein einziges Mal im Jahr hier gezeigt, in diesem Kino, und deswegen nehme ich mir jetzt die Zeit, ich gehe jetzt hier hin mit meinen Homies, und wir gucken jetzt fucking Dragon Ball, so, ne, und die Leute, die da sitzen, die haben richtig Bock, die wissen in der Regel genau, was sie erwartet, und wie du sagst, die gehen dann halt auch echt mit, also, ich wohne in Salzgitter, bei uns ist alles voll mit irgendwelchen gebräunten Pumpern, so, die halbe Population besteht da draus, und auch das Kino war halt nur voll mit diesen Leuten, aber von denen hat sich auch echt keiner asozial benommen. Und das fand ich echt cool, weil alle hatten irgendwie Bock auf Dragon Ball und das war einfach geil. So, also war einfach wirklich rundum ein positives Erlebnis. Und ähnlich war es auch bei One Piece Stampede bei mir. Der neueste One Piece Film haben sie auch direkt, ich glaube, 3 Monate oder so nach Japan Release, jetzt auf Japanisch mit deutschen Untertiteln in Deutschland gezeigt. Ist auch wieder so halb Kanon, ähnlich wie die anderen One Piece Filme, die es vorher gab. Also One Piece Strong World, One Piece Z und One Piece Gold. Und hat auch eine relativ, relativ interessante Story, weil es darum geht, ein ehemaliges Mitglied der Roger Piraten, um zu klatschen. Und ja, der Film war auch gut animiert. Der war aber noch so, also wenn man sagt, Star Wars Episode 9 hatte viel Fanservice, dann ist dieser One Piece Stampede, der explodiert vor Fanservice. Okay. Das war eine Fanservice-Atombombe. So. Warum? Also mir war es zum Teil schon too much. Weil echt jeder Charakter, der irgendwie ein bisschen cool ist, wo du sagst und sowas, zum Beispiel jemand wie Sir Crocodile. Ja. Also das ist ein cooler Charakter aus One Piece, den kennen viele. Und der taucht aber jetzt im Manga aktuell so gut wie gar nicht oder sehr, 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 sehr selten auf. Und der hat einfach eine total lange zentrale Rolle in dem Film eingenommen, einfach weil er ein fucking Fan-Favorite ist. So, und das war bei ganz vielen so. Also ganz viele Charaktere, die da zusammengeworfen wurden. Also im Prinzip, als hätte dieses One-Piece-Handy-Game One-Piece-Treasure-Cruise irgendwie so genommen und hätten das verfilmt so. So. Was? Ich nehme einfach jetzt hier Sir Crocodile und ich nehme Falkenauge, Ruffy und hier noch, weiß ich nicht, Smoker, die passen überhaupt nicht zusammen, aber die packe ich jetzt einfach in meine Party und damit haue ich jetzt auf den Gegner drauf. Also das war die ganze Zeit so 2 Stunden lang genau das. So. Also ich fand's zum Teil wirklich schon, also das war einfach schon, ich finde, too much. Objektiv betrachtet war das auch kein guter Film. Auch kein guter Anime-Film, weil es wirklich nur Fanservice am laufenden Band war. Bei der Endszene habe ich echt laut geschrien im Kino, nicht euer Ernst jetzt! So. Weil ich will die Endszene jetzt noch nicht spoilern, aber ich dachte so, what? Jetzt echt jetzt? Aber ja, der hat auch einfach, auch da ist das Kino megamäßig abgegangen, so, ne? Und da waren auch so viele One-Piece-typische, also wenn du dich mit One-Piece wirklich auskennst, Easter Eggs drinne. Aus dem Manga und so weiter, was mega cool war. Und du hast auch da gemerkt, dass die Leute super abgegangen sind und alle hatten Bock da drauf. Die kannten sich alle aus. Du hast gemerkt, die Leute lachen an den richtigen Stellen, weil du sitzt da und oft geht's mir so im Kino und dann ich entdecke ein Easter Egg und ich sage, okay, das ist cool. Und ich bin der Einzige, der es bemerkt so. Aber da im Kinosaal haben halt an so kleinen Stellen hat der gesamte Saal gegrölt. Und das war so schön. Und ja, also sie verstehen immer. Ja. Sie verstehen, ich bin nicht allein in dieser Welt. Also, wann immer ihr mal die Chance habt, in eurer Stadt so eine Anime-Nacht mitzumachen im Kino, macht es. Das ist mega geil. Ja. Naja, ich muss sagen, ich hatte das mit dem, ich glaube, Golden Freezer-Film, wie hieß denn der? Hieß der einfach nur Golden Freezer? Keine Ahnung. Resurrection F. Ja, genau. Weil sie die Silhouette von Freezer auf dem Kinoposter hatten, aber noch nicht spoilern wollten, dass es wirklich Freezer ist. Deswegen haben sie ihn nur Resurrection F genannt. Ja, ist ja fast so geheimnisvoll wie bei Final Fantasy XV, wenn Gladius sich nicht zu erkennen geben möchte. Aber hey. Ja.
Da haben wir halt auch ein Kino, aus genau dem gleichen Grund, in einer Gruppe, alle haben Bock auf Dragon Ball. Ich war eh so, ey geil, cool, ewig nichts mehr von Dragon Ball geguckt. Und das war schon eine schöne Sache, aber das war, erstmal war es richtig fucking teuer. Ich glaube, das Ticket hat irgendwie 18 Euro gekostet oder sowas, was mich einfach nur richtig weggeblasen hat. Und ich dachte, dein Ernst? Und dann war es halt, die haben... Aber in 3D, ne? Das oder weiß ich nicht, nee, ich glaube, es war 2D. Ich glaube nicht, dass der in 3D war. Ich weiß es aber nicht mehr. Aber ja, der Film war gut. Also eigentlich war er nicht gut, aber wie es halt so ist, Nostalgiebrille und hat irgendwo Spaß gemacht. Aber ich hätte es mir auch wahrscheinlich schenken können. Aber dafür war, ich weiß nicht, ob das dieses Jahr kam, aber das war halt so ein Anime, den ich im Kino geguckt habe, war Your Name. Das war zum Beispiel wieder sehr cool. Das ist Digga, der war schon Hammer. 2 Jahre her. Hammer. Your Name ist mega, aber ich glaube, das ist schon 2 Jahre her. Das ist schon wieder 2 Jahre, war? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube sogar, ja. Ja, 2017 glaube ich auch. Ja, genau. Ja. Aber deswegen, ich wollte noch unbedingt gucken, Broly, im Kino, aber ich habe es zeitlich verpasst, Tatsache. Es lief bei uns irgendwie in Berlin nur ein Wochenende, glaube ich, und da konnte ich nicht oder irgendwas war gewesen, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich ziehe mir auf jeden Fall nochmal rein, wenn der irgendwie irgendwo mal ansehbar sein sollte. Also der ist jetzt auf Blu-ray draußen auf jeden Fall. Den wird es wahrscheinlich auch bald auf Netflix geben. Tatsächlich macht Netflix in letzter Zeit einen richtig guten Job. Also gerade in diesem Jahr ist es mir jetzt echt halt aufgefallen, dass die wirklich viele Anime kaufen. Ja, oder halt viel, lizenzieren und ausstrahlen. Mittlerweile haben sie auch endlich mal eine eigene Sparte und es läuft nicht mehr über Kinder. Ja, genau. Das war immer blöd. Das stimmt. Du hast einen gesucht, weil du weißt, ach, der ist irgendwo bei Netflix, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ah, welche Kategorie rede ich denn? Ach, Kinder, okay. Attack on Titan, ja, okay. Ja, Kinder, genau. Snack die Mutti weg. Snack die Mutti weg. Mit besonders viel Cerealien. Ja. Das ist gezeichnet, also muss es für Kinder sein. Man müsste so ein Kinder-Country, wo diese Flocken da in diese Milch fallen, das müsstest du nur mit Leichenteilen von der Mutter dann irgendwie so machen. Yes, please. Platsch, sie sind das Essen und wir sind die Jäger. Ja. Okay. Vincent, was waren noch bei dir für Filme dabei dieses Jahr? Also ich glaube, das war's. Ich war dieses Jahr halt echt häufig im Kino, also im Vergleich zu sonst. Und ich habe einfach die Filme geguckt. Oh, ich habe noch der Leuchtturm gesehen. Das fällt mir gerade ein. Ach, den hätte ich gern gesehen, habe ich aber nicht gesehen, weil der bei mir nicht läuft. Was war denn das nochmal? Das ist der mit Robert Pattinson, ne? Ja, genau. Dieser Schwarz-Weiß-Film. Ja. Oh, habe ich nicht gesehen. Und, du brauchst auf jeden Fall irgendwie, danach hast du, davor, dazwischen irgendwie Drogen genommen. Das ist so. Ist halt sehr, sehr Arthouse-mäßig, sehr Indie. Es gibt, was halt Bildgestaltung angeht, einige richtig, richtig schöne Szenen. Sonst, was die grobe Handlung angeht, ist da nicht so viel Gehalt, wie man wohl gerne meinen möchte. Schön geschauspielert ist es allerdings so, das muss man schon sagen, das war echt, echt schön. Aber, keine Ahnung, ist so ein bisschen, als würdest du dir irgendeinen Lars von Trier-Film angucken und ich messe diesen Filmen, abgesehen davon, dass sie halt echt schön aussehen und erfrischend brutal sind, weil ich einfach voll drauf stehe, wenn irgendwie Sachen sterben, ist da nicht viel mit drin. So. Auch Vincent 2020, ich stehe voll darauf, wenn irgendwelche Sachen sterben. Ja. Leute, ich sehe unser erstes Merchandise, eine Tasse, wo das einfach draufsteht. Oh ja, bitte. Dringend. Ja, den hätte ich auch gerne geguckt. Ich hatte auch gehofft, dass der bei mir in der Sneak läuft, weil ich ja jeden Montag immer in der Sneak Peek bin bei mir im Kino. Lief aber leider wirklich nicht. Also, ja, stattdessen habe ich, dieses Jahr war Sneak auch echt nicht so gut. Wobei doch, ich hatte einige Highlights, aber meistens vergesse ich die dann immer wieder nach ein paar Wochen, weil dann wieder irgendein richtiger, richtiger Drecksfilm aus der Hölle kommt, der das gute Kinoerlebnis bei mir wieder verdrängt. So. Na, du hast noch letztens erwähnt und den habe ich durch Zufall vorhin noch beim Stöbern ein bisschen gesehen, die Erwähnung gesehen. Dieser asiatische oder koreanische Film, wo der eine Typ sich so in diese Familie... Parasite, ja, genau. Den muss ich noch gucken. Parasite, mega. Der lief auch in der Sneak. War ich mega glücklich drüber, dass der lief. Krasser Oscar-Kandidat. Wirklich ein wirklich geiler den Film. Den muss ich auch unbedingt nochmal angucken, weil das hört sich echt mega interessant an. Ja. Da habe ich Bock drauf. Koreanischer Film und sehr gesellschaftskritisch, sehr metamäßig, aber sehr unterhaltsam. Also ich hatte so ein bisschen, zeitweise hatte ich so das Gefühl, als wäre Tarantino auf einmal Koreaner. So, und der macht einen Film. So, das war so Parasite, aber gut. Ich hatte auch letztens gesehen,
der lief jetzt vor 2 oder 3 Wochen in der Sneak bei mir, Peanut Butter Falcon, auch ein Film, wo ich nie im Leben, selbst wenn der bei Netflix wäre und der würde mir ins Gesicht springen, so nach dem Motto, weil sie das und das geguckt haben, empfehlen wir ihnen Peanut Butter Falcon, würde ich nie im Leben draufklicken, so, aber der war echt verdammt gut. Da geht's um Shia LaBeouf. Ach, der ich hab das Plakat so gesehen. Ja, ich hab gerade überlegt, ja, der ist auf dem Floß. Der ist auf so einem. Ja, der ist ein erfolgloser Fischer, baut Scheiße, wird dann von irgendwelchen Rednecks gejagt, flieht halt aus seiner Stadt. Und zeitgleich hast du einen Typen, der ist so Mitte 20, der hat Down-Syndrom und der wird in so einer. Weil irgendwie die staatlichen Mittel fehlen oder so, ist er in keiner richtigen Anstalt oder in keiner richtigen Einrichtung für Menschen mit Down-Syndrom, sondern der ist in einem Altersheim untergebracht und der findet das da halt mega scheiße. Und der will viel lieber Wrestler werden. So. Und dann bricht er halt aus diesem Altenheim aus, trifft auf dem Weg irgendwo in der Pampa halt auf Shia LaBeouf und dann machen die beiden halt einen Roadtrip quer durch Amerika. Shia LaBeouf versucht da irgendwie den Tod seines Bruders zu verarbeiten und vor diesen Rednecks zu fliehen. Und der mit Down-Syndrom möchte halt einfach Wrestler werden. Und das ist ein richtig schöner Feel-Good-Buddy-Film. Richtig, richtig gut. Nice. Also der hat mir megamäßig gefallen. Auch, würde ich sagen, Oscar-Kandidat. Den habe ich auch in der Sneak gesehen. Deswegen gehe ich so gerne in die Sneak. Du siehst halt oft echt richtige Scheiße. Aber manchmal hast du echt gute Dinger dabei. So. Ja, ja, beneide dich auch wirklich darum, dass du dieses schöne, regelmäßige Hobby hast. Finde ich cool. Hattest du denn jetzt mal, Gottes Gemetzels mal angeguckt? Nee, war noch nicht. Nee, leider immer noch nicht, aber ist auf meiner Liste, ja. Was zu tun. Möchte ich unbedingt. Habe ich mir nämlich dieses Jahr, auch wenn das ja deutlich älter ist, habe ich mir dieses Jahr das erste Mal angeguckt und von dem war ich, also, ich war ja eh schon interessiert, wie dieser Film abläuft und weil man ja auch viel Gutes darüber gehört hat und er hat mich nicht enttäuscht, also, richtig schöner Film. Mal auch was anderes zu den klassischen Filmen, die man sonst so guckt, aber das ist ja sicherlich hier dieser Peanut Butter-Film ja ähnlich. Aber guckt euch den an, ist cool. So ein Kammerspiel, läuft. Tolle Besetzung. Ja. Ja, gut. Gibt's noch andere Filme von irgendwem? Ja, ich hätte mir jetzt noch aufgeschrieben, aber da müssen wir nicht wirklich drauf eingehen. Aladdin und König der Löwen. Nö. Nee. Ich hab's schon mal gesagt, ich sag's wieder, ich finde diese ganzen Disney-Realverfilmungen unnötig, können sie behalten, will ich nicht. Alles, was ich davon bisher gesehen habe, fand ich unterwältigend, ist kacke, können sie behalten. Ja. Schön und das Biest hat mir gefallen, der Rest hat mich noch nicht gecatcht. Punkt. Also selbst Schön und das Biest fand ich nur okay. Hey, so. Du kannst nicht immer recht haben. Weiter geht's. Aber er hat recht. So, weiß nicht, ich würde vielleicht, also ich würde normalerweise jetzt sagen, wir gehen zu den Spielen rüber, weil das ja so das dritte große Thema auf unserer Agenda ist. Ich würde gerne eine Brücke zu dem Konsum von, ich sag mal, sowas wie Netflix und Film und den Konsum auch zu Videospielen eine kleine Brücke schlagen, die mich in diesem Jahr, ja, zu 80% gefühlt beschäftigt hat und das ist das Thema Rocket Beans. Einmal hat natürlich der gute Zack, worüber ich sehr beneide, zwei der Gründer kennenlernen dürfen auf der letzten Gamescom, und zum anderen ist es wirklich einfach bei mir fast nun Standardfernsehen. Also ich gucke ja wirklich sowieso kaum noch richtiges Fernsehen, aber Rocket Beans läuft immer häufiger bei mir. Es ist ein tolles Format. Ich hoffe, die schaffen das finanziell noch weiter, diesen Laden am Laufen zu halten, denn sie haben es alle mal verdient. Aufgrund von Rocket Beans bin ich zum Pen and Paper gekommen, gucke ich mir so viel mehr Spielekram an. Game 2 ist ein tolles Format. Also ganz große Props in die Richtung. Auch mich. Ja, das ist auch richtig. Stimmt, der Vincent war ja auch noch dieses Jahr zu sehen, bei Game 2 sogar. Also auch, siehst du, oh, da werden ja noch mehr Brücken geschlagen. Ich habe mit meiner Freundin, wir gucken uns liebend gern das Nerdquiz an. Das haben wir sogar zu ihrem 30. nachempfunden nochmal als kleines Nerdquiz nur für sie. Also das war für mich ein Riesenthema, Rocket Beans dieses Jahr, ganz, ganz groß. Und ich hoffe, dass sie das noch weiter so betreiben können. Unterstützt die Leute. Dieser Podcast ist gesponsert von Rocket Beans. Rocket Beans, weil wir es besser können. Wenn sie Bohnen haben, die in die Luft steigen können. Rocket Beans. Ja. Nee, Vince, willst du vielleicht ein bisschen erzählen, warum, wie, in welche Konstellation du bei den Beans zu sehen warst? Ach so, okay, ganz kurz. Ich habe das The Division 2 Fan-Synchronsprecher-Challenge-Gewinnspiel-Dingsbums da gewonnen. So stand es auch aus, ne? Das war so ein 3-Seiten-Ausschreiben irgendwie.
Ja, genau, genau. Es war halt auf Twitter. Rocket Beans haben gesagt, yo, hier, schickt euren Scheiß rein. Und dann mal schauen, was passiert. Ich wurde tatsächlich ausgewählt und dann durfte ich dahin. Was ich nicht wusste, war, dass die ganze Zeit eine Kamera mitläuft und darauf war ich nicht vorbereitet und wir mussten endlos viele Takes neu machen, weil ich mich einfach ständig verplappert habe. aber letzten Endes ist ein YouTube-Video dabei rausgekommen, das ist mit bei der The Division 2 Rubrik und ja. Schön. Das ist sehr, sehr, sehr schön, ja. Ich finde, wobei, bleiben wir erstmal vielleicht bei den Beans, weil da kann man auch eine sehr schöne Brücke bei mir schlagen. Ich war dieses Jahr tatsächlich auch, wenn auch nur sehr, 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 sehr kurz, bei den Beans zu sehen, weil ich ja im April bei dem Europaturnier von Smash Brothers war, als Shoutcaster für Nintendo in Amsterdam. Und da war halt auch Viet unter anderem. Und die haben mich halt interviewt als Shoutcaster von Nintendo und war halt, glaube ich, auch in einem kurzen Videobeitrag zu Smash Bros. Zu sehen. Da war jetzt aber nicht so weltbewegend. Geil. Also das Interview, was ich mit denen gefühlt habe, das war irgendwie eine halbe Stunde oder noch länger. Und dann haben sie irgendwie einen Satz von mir in das Video mit reingenommen. Schön. ich habe dann auch später, also generell würde ich vielleicht das kurz einstreuen, so als Privates so. Also 2019 war, was Internetkram und so angeht, für mich echt so mein Jahr. Also das war krass. 2019 war für mich so gigantisch. Ich bin so unglaublich dankbar für alles, was da irgendwie passiert ist dieses Jahr. Also ich war noch nie so erfolgreich mit dem Kram in meinem eigenen kleinen Kosmos wie in diesem Jahr. Muss man ganz einfach sagen. Also es fing damit an, dass ungefähr ziemlich genau vor einem Jahr mein Kingdom Hearts Story Video online ging auf YouTube. Oh ja. Beste. Wo ich so unfassbar viel Arbeit reingesteckt habe und wo ich echt gesagt habe, wenn das Ding jetzt nicht ein paar Aufrufe mehr hat als sonst, dann schmeiße ich alles hin, habe ich keinen Bock mehr. So, das war echt so der Dreh- und Angelpunkt. Und ich hatte damals noch ungefähr 2000 Abos und habe gesagt, wenn es 2000 Views bekommt, dann bin ich zufrieden, weil dann denke ich zumindest so, dann haben alle Leute, die mich abonniert haben, es zumindest mal gesehen. Ob sie es dann vollständig angeguckt haben oder nicht, sei mal dahingestellt. Und der heutige Stand ist, dass das Video ein Jahr später bei über 200.000 Aufrufen ist und es sich irgendwie zu dem, zumindest in der deutschen Community, zu dem Kingdom Hearts Video schlechthin gemausert hat, ja. Wo ich so unfassbar glücklich drüber bin, so, weil ich war, glaube ich, zur richtigen Zeit einfach am richtigen Ort mit dem richtigen Content. Im richtigen Know-how, das Ding. Ja. Ein richtiges Know-how-Bitch. Ja, weil also, ich habe Kingdom Hearts mein Leben lang verfolgt, den ersten Teil auf PS2 damals gespielt, hat mich mega gecatcht, liebe es brutal und habe seitdem wirklich seit 13 Jahren auf den dritten Teil gewartet und wusste halt, dass die Story so scheiße komplex ist und was Square Enix da macht einfach nicht geil ist und ich wollte halt wirklich ein Video machen, was mir selber als Fan weiterhelfen würde und hab das Ding dann gemacht. Und der Erfolg, den dieses Video mit sich gebracht hat, also der war einfach krass. Es ist, mittlerweile habe ich, also allein dieses Video hat mir über 6000 Abonnenten auf YouTube gegeben, hat quasi meine Abozahlen aber verdreifacht. Bam. Ja. Und im Prinzip war das der beste Kickoff für das Jahr. Ich war dann bei Nintendo direkt für das deutsche Finale des Smash Ball Team Cups. Durfte ich wieder mit Max Dreves moderieren, direkt bei Nintendo in Frankfurt, geil. Was ein richtig geiles Event war, was wirklich schön war. Dann hat Nintendo mir einfach so, weil sie sagen, ey, du bist ein geiler Typ, mir diese total krasse goldene Zelda-Statue geschenkt, einfach kommentarlos mir das Paket zugeschickt. Die gab's damals im Club Nintendo für, ich weiß gar nicht wie viele, zigtausend Sternpunkte. Du hattest immer, wenn du früher Game Boy Advance oder GameCube-Spiele gekauft hast, hast du immer so ein Rubbellos quasi da drin und dann waren da irgendwie immer 250 oder 500 Sterne drin. Und die konntest du dann halt einzahlen auf dein Online-Konto von Nintendo und für 30.000 Sterne konntest du dann irgendwie so eine krasse goldene Figur von Link eintauschen. Mhm. So Payback-Card-Punkte quasi, nur Nintendo-mäßig. Und es war halt aber ein astronomischer Wert, den du in diesen Stern haben musstest, um diese Figur zu leisten. Und die wollte ich halt immer haben. Und ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt, so quasi. Und Nintendo hat mir einfach so eine, die sie noch im Lager hatten, geschickt. Geil. Ist mein Kopf explodiert. Das kann man sich auch auf Instagram angucken, wie ich mich darüber gefreut habe. Dann ging es weiter, Amsterdam. Da habe ich dann die Europameisterschaft von dem Smash Ball Team Cup zusammen mit Tim Laut moderiert.
Nintendo hat mich komplett nach Amsterdam gefahren, hat mir alle Reisekosten, das Hotel bezahlt und so weiter und so fort. Bin da im Rotlichtviertel in Amsterdam zusammen mit Nintendo-Mitarbeitern rumgestromert. Es war mega geil, es hat so viel Spaß gemacht. Auch das eine bombastische Chance. Dann eine unfassbare Gamescom erlebt. Also die Gamescom 2019 war bisher wirklich die anstrengendste, aber auch die schönste Gamescom, die ich je erlebt habe. Ich habe nicht nur wieder die ganzen netten Leute von Nintendo wieder treffen können und Co-Moderatoren wie den Max oder vor allem den Tim Feldner, der einfach ein, also ich glaube, Tim Feldner ist somit der netteste Mensch der Welt, den ich je getroffen habe. Neben Vincent natürlich, ja. Nach Vincent dann. Nein, aber wirklich, also Tim ist einfach ein so unfassbar netter Mensch und ich freue mich immer, wenn ich zur Gamescom fahre und ich den wiedersehen kann. Und es war nicht nur so, dass halt Nintendo-mäßig das Bühnenprogramm dieses Jahr megamäßig viel Spaß gemacht hat. Es war auch einfach, dass ich gemerkt habe, mittlerweile hast du echt Fans, weil es echt so war, dass ich, wenn ich über die Gamescom gelaufen bin, mich ständig einer angehalten hat, hey, du bist doch hier der und der, was auch immer, Nintendo, du hast das Kingdom Hearts Video gemacht und so. Und dass dann auch wirklich Leute zur Gamescom gekommen sind für mich und mir Geschenke mitgebracht haben. Oh. So, dass die mir Bilder gemalt haben und all sowas, ne? Und das war so schön einfach. Du hast so gemerkt, so langsam bist du ein bisschen Fame. So. Das war echt, das war so schön. Also es war einfach genial, daneben mega geil. Ist also fast um die Ecke, mein Freund. Nicht mehr lange. Ja, und dann das Dschungelcamp. Oh ja, ich komme. Oh boy. Ja, dann ging es weiter, dass ich im September Stammzellenspende gemacht habe für einen wildfremden Menschen aus den USA. Hat mich auch gefreut, dass ich das machen konnte, weil die Chancen, dass selbst wenn du dich da als Spender irgendwann mal registriert hast, dass du dann überhaupt ausgewählt wirst und dass du dann auch wirklich spenden kannst, dass das einem Menschen wirklich helfen kann. Also die Chancen sind, mit dem du nicht verwandt bist, die Chancen sind so unfassbar gering. Hm. Und im Endeffekt habe ich dann gehört, dass der andere Mensch, also ein Mann aus den USA, 29 Jahre. Also es hätte im Prinzip genau andersrum sein können. Ich hätte auch derjenige sein können, der jetzt irgendwie Krebs hat und dem geholfen werden muss. Und da hat es mich quasi noch doppelt gefreut, dass ich dem spenden konnte. Dann habe ich meinen ersten 24-Stunden-Livestream auf Twitch gemacht, wo ich auch mega viel Support von der Twitch-Community bekommen habe. Auch vom Musician, der dann ab und zu immer mal wieder reinkommt und mich raidet und mich hostet und so weiter. Geil. Der, also Mu hat irgendwie im Schnitt, also wenn ich auf Twitch streame, habe ich, wenn es ein guter Tag ist, dann gucken mir so 30 bis 35 Leute zu. Und wenn Mu streamt, gucken ihm so 1200 Leute zu. Mhm. Und wenn der dann ab und zu immer sieht, du streamst und der hostet dich, weil er einfach findet, du bist ein netter Dude, er ist auch einfach mega. Auch an dieser Stelle danke an Mu. Falls er das hört, wird er wahrscheinlich nie hören, aber danke an Mu. Dann hat mir kurz vor Weihnachten Nintendo ein gigantisches Amiibo-Paket geschickt. Das war einfach geil. Ich bin völlig ausgerastet so, ne? Nintendo sagt mir so, sag mal, Dorian, brauchst du noch irgendwie so Amiibo? Ich so, ja klar, was habt ihr denn? Ich so, ja, wir hätten hier noch den und den. Mhm. Hat mir so ein Foto geschickt, sag ich, du, ja, würde ich nehmen, weil die fehlen mir noch. Und ich denke so, Nintendo schickt mir ein Paket, wo so 3-4 Amiibo drinne sind. Und nein, Alter, es kommt halt einfach ein verdammter Umzugskarton, der von oben bis unten gefüllt ist mit fucking Amiibo. Warte, wie viele waren's? Ich hatte das hier, glaube ich, 59 Stück. 59 fucking Amiibo haben die mir geschickt. Oh boy. Die haben halt ihr gesamtes Lager leer gemacht und mir einfach die gesamten Amiibo geschickt. Die eine Hälfte davon habe ich schon dankend im dann zweiten 24-Stunden-Livestream letztes Jahr, kurz vor Silvester halt nochmal verlost an die Community. Und ich habe jetzt noch ganz viele Animal Crossing Amiibo, die ich dann halt, wenn das neue Animal Crossing jetzt in diesem Jahr rauskommt, dann halt noch weiter verlosen werde. Aber auch das megamäßig krass. Und mein persönliches Highlight war dann noch, dass dann direkt an Weihnachten mich noch ein Paket von einem Fan erreicht hat, von Mücke. Und Mücke hat mir einfach ein super süßes Care-Paket gemacht mit verschiedenen Süßigkeiten drin und einem Foto von uns beiden. Da hatte er mich halt auf der Gamescom getroffen. Und hat ein Foto gemacht, mit einer Weihnachtskarte hat er quasi draus gemacht. Dann hat er mir eine Repro von Brutal Mario, das ist eine gemoddete Version von Super Mario auf dem Super NES, als Cartridge wirklich, hat er mir geschickt und dann dazu einfach noch den Link's Awakening Amiibo, den ich nicht bekommen habe, weil Amazon einfach für'n Arsch ist. Denn ich hatte diesen Amiibo halt vorbestellt bei Amazon und Amazon, oder die Post halt, hat dann halt mein Paket verschlammt, ist verloren gegangen. Dann habe ich gesagt, ja okay, dann schickt mir halt einen neuen und Amazon hat gesagt, nö, wir haben keine mehr. Schön. So, du kriegst dein Geld zurück. Und dann habe ich selbst Nintendo gefragt und Nintendo meinte auch so, ja, nee, wir haben keinen mehr.
Ich habe Sefels gefragt, hast du noch welche bei dir im Markt? Ich habe auch keine mehr. So, und ich bin verzweifelt, weil ich wollte nicht für einen Gegenstand, der normalerweise 15 Euro kostet, auf eBay 80 bezahlen. Nope. Da habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. So, und dann hat der tatsächlich sein Link's Awakening Amiibo, den er noch hatte, hat er mir zu Weihnachten geschenkt. Ehrenmann. Einfach so, also absoluter Ehrenmann. Ich habe mich so gefreut. Und das sind echt so die Momente, wo du denkst, ja, also du wirst von anderen Leuten gesehen. Du hast anscheinend irgendwie eine Art Impact auf deren Leben, egal in welcher Art und Weise. Die nehmen dich wahr und das macht mich einfach echt super glücklich. Also 2020 kann gar nicht so gut werden wie 2019, was mein Internetkram angeht. Ja. Yes, sir. Ja. Sorry, jetzt habe ich sehr lange Monolog geführt. Es war wunderschön. Ich wollte sagen, es war sehr intensiv. Ich muss kurz meine Hand aus der Hose ziehen, weil es war... Ach, du auch? Wir haben es doch gerade gemacht wie bei Star Wars. Eigentlich haben wir uns noch gegenseitig einen runtergeholt. Ach so, stimmt. Aber eine Sache wollte ich tatsächlich noch sagen, sorry. Bei Gamescom. Stimmt, auf der Gamescom habe ich tatsächlich... Das war auch so krass. Ich wusste halt, dass auf dem... Ich stehe da ja wirklich den ganzen Tag auf der Bühne und mache da Programm und moderiere da und mache da und habe da so wenig Pause. Und ich habe da nur geguckt so... in den kurzen 5 Minuten, ja, was kommt nachher? Dann stand da nur RB kommt nachher, ne, für irgendein Set. Ich denke so, okay, RB, was ist das? Na ja, keine Ahnung, muss jetzt wieder auf die Bühne. Und dann kam ich von dem einen Set runter auf die Bühne, gehe wieder Backstage, setze mich in diesen Ruheraum, auf einmal sitzen da halt Lara Loft, Etienne Gardet und Simon Kretschmann, ne? Und ich so, what? Ne? Voll die Pumpe gegangen und ich bin da normalerweise echt kein schüchterner Mensch, aber in dem Moment war ich auf einmal so nervös und so eingeschüchtert. Mit Lara konnte ich nicht sprechen, beziehungsweise ich war die ganze Zeit schon im Gespräch mit Tim und dann Simon und Eli saßen da halt nur so, haben mich einfach dazugesetzt und meinte dann auch so, ey, Leute, normalerweise bin ich nicht so, aber ich bin gerade voll nervös. Bitte nehmt's mir nicht übel und ich will euch nicht voll quatschen oder so, aber danke, dass es euch gibt. Ihr habt meine Kindheit und meine Jugend so geprägt mit Giga und dann Game One und alles. Ich finde es so klasse, dass es Rocket Beans gibt und so. Ne? Und ich hatte halt wirklich auch den Eindruck, also das hat die gefreut, dass ich das gesagt habe. Und die waren, wie soll man das sagen, die waren halt wirklich echt. Die waren, so wie du sie auf dem Bildschirm kennst, waren sie auch wirklich zu mir. Du hast so das Gefühl gehabt, ey, du triffst jetzt irgendwelche Kumpels von dir. Die waren in keinster Weise snobby, in keinster Weise... Oh, ich habe jetzt keinen Bock auf dich oder so. Die waren so unglaublich nett. Und das war so richtig schön, weil man sagt ja mal immer so, man soll seine Helden nie treffen. So, weil du bist immer enttäuscht. Aber Simon und Ede, die waren einfach super. Hm. Also, ist einfach so klasse, dass ich mich da mit denen ungefähr eine halbe Stunde unterhalten konnte backstage. Unfassbar nette Menschen. Also, ja, ich habe mich, kann hab ich mich mega darüber kann gefreut. Einfach nur alleine schon, dass du meinst, dass es gute Leute sind, hat einen ja noch mehr gefreut. Ne? Weil, wie du schon sagst, ist dann mal scheiße, wenn man hört, dass irgendwie irgendwas nicht passt. Aber ja, richtig cool. Da habe ich mich mega für dich gefreut. Ja, mega geil. Ja, das ist halt auch witzig, weil, also ich wohne ja in Hamburg, aber ich habe die tatsächlich, seitdem die mit Rocket Beans und so durchstarten, vor halt auch schon Game One, habe ich die halt in jedem meiner verschiedenen Arbeitsbereiche halt schon gesehen. Also als Gäste, als ich im Vapiano noch gearbeitet habe und dann im Trattoria Mama waren die halt mal und dann in der Videothek, weil da haben sie sich halt ständig eben die Filme ausgeliehen, die sie dann Schnipsel gemacht haben für den ganzen komischen Kack und sowas. Also ich habe die halt immer wieder gesehen und ich bin sowas wie der so das unsichtbare, der unsichtbare Cheerleader quasi, also locker wird keiner von denen wissen, wer ich bin, aber immer wenn ich die gesehen habe, habe ich halt mein Möglichstes getan, damit sie nichts bezahlen müssen, was auch immer sie gerade da tun. Das war wunderschön. Ich hatte kein Geld, aber ich wollte nicht, dass auch nur irgendeiner von denen bezahlt. Das war sehr gut, weil sie dir so viel geben. Ja, Mann. Außerdem hast du dann mit deiner Unschuld bezahlt. Oh ja. Oh ja, ich wurde gespitzt. Wie bei der Jonas Brothers. Nee, ist das Jonas Brothers? Doch, ich glaube Jonas Brothers South Park Folge. Ja, sie wollen Blowjobs. Und die ganzen Münder gehen auf. Oder sind die Beans? Genauso. Genauso. Oi. Naja. Geil. Rocket Beans, go. Jetzt war natürlich zack schon sehr persönlich, wollen wir trotzdem zu Games rüberrutschen, ne, würde ich sagen. Ja, Games. Passt doch auf, Rocket Beans, Games. Ich denke auch, Games. Ist eine gute Richtung, Games. In die es geht. Und da würde ich sagen, da jetzt zack eine Liste runtergerattert hat, ich habe eine Liste runtergerattert, vielleicht will der Vincent mal ein paar Spiele droppen, die er dieses Spiel gespielt hat. Oder vielleicht sogar, wo er mitgemacht hat, ist natürlich auch so eine Sache.
Aha. Okay. Ach man, viele davon sind noch nicht draußen. Embargo. Ja, richtig, genau. Deswegen kann ich halt zu vielen Sachen nichts sagen, aber 2020 dann kommen einige Announcements, das wird toll. sonst kann ich dieses Jahr, lass mich mal fix in meine Liste gucken, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe natürlich... Lass mich raten, du hast keine Liste und fängst jetzt an zu googeln, kann das sein? Nee, ich habe ein... Was aber auch vollkommen okay ist, aber nee, ich mach grad den Eindruck Ich habe ein Drive, Google Drive, wo drauf quasi all meine Jobs sind, die ich in einem Studio gemacht habe. Und das ist dann unterteilt in Games, Synchron für Real, Synchron für Anime, Englisch, Deutsch, Dialogbuch schreiben, Hörbücher und so weiter und so fort. Aber tatsächlich, das einzige Spiel neben The Division 2, wo ich halt irgend so ein Furz-Piep-Dreck bin, ist Ghost Recon Breakpoint. Und das ist ein Breakpoint für alles Mögliche gewesen, aber nicht für gute Qualität. aber da bin ich halt, da kann man mir halt, ich habe mir auch schon, weil ich das Spiel habe ich jetzt, dank einer wunderbar, danke Ubisoft tatsächlich. Da habe ich mir halt einfach schon ein paar Mal in die Eier geschossen und das war schon schön. Ey, du droppst heute so gute Zitate. ich habe das Spiel und da habe ich mir jetzt schon ein paar Mal in die Eier geschossen. Das war schön. Ja, Vincent, schön. 2020. Aber ist schon geil, oder? Wenn man sich ein Videospiel hört, stelle ich mir schon ziemlich cool vor. Das ist schon nochmal... Ich gönne es dir so unfassbar. Ich freue mich auch so für dich. Danke, Mann. Das ist... Ja, ich freue mich auf alle Anime-Projekte, die noch rauskommen. All die Games, die noch rauskommen. Und ich hoffe, dass da noch mehr, noch viel, 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 viel mehr kommt. Das ist so mein Wunsch für 2000. Was hast du denn in 2019, ohne jetzt das, wo du dir die Eier geschossen hast, was wahrscheinlich mindestens 40 Stunden lang in Ghost Recon passiert sein wird, was hast denn du noch exzessiv gezockt dieses Jahr? Tatsächlich Death Stranding natürlich. Ich muss sagen, ich war jetzt nicht absolut überwältigt, aber ich hatte sehr viel Spaß damit. Story hat mich dann gegen Ende einfach nicht mehr so mitgenommen. Ich habe zwar alles verstanden und es hat sich wieder ein bisschen aufgewogen, aber da gibt es halt echt einige Schnitzer, wo ich mir denke, bitte lass das jemand anderen machen. Du brauchst jemanden, der dir sagt, nein, Kojima, mach das nicht. So. So ein bisschen, aber sonst war es super. So ein bisschen die George Lucas Situation wahrscheinlich, ne? So, du hast den Typen, der total als Koryphäe gilt und keiner traut ihm zu sagen, dass das jetzt vielleicht nicht so eine gute Idee ist, so. Ja, aber es ist schon, also die ganze Meta-Message und so, die ist halt hammermäßig und das liebe ich auch. Ich höre die Songs vom Soundtrack höre ich halt auch immer noch rauf und runter. Oh ja, Ich traue mich aktuell geil. Nicht, also weiterzuhören, weil ich will mir nicht neue Titel versauen, wenn sie noch im Spiel kommen, witzigerweise. Ich habe ja schon gesehen, die machen ja sogar bei uns Plakatwerbung in den Straßen. Ich so, hä, Death Stranding, was? Album zu Death Stranding? What the fuck? Aber ich traue mich nicht, alle Titel zu hören, weil ich möchte die erst hören, wenn sie im Spiel auftauchen. Deswegen habe ich dann noch nicht weiter gehört. Ah. Aber der Stil gefällt auf jeden Fall. Und ich muss ich bin so ein bisschen verwirrt bei Death Stranding. Also nicht wegen der Story, die sicherlich auch verwirrend genug ist. Aber eigentlich ist dieses Spiel so fucking banal in dem, was du tust. Und ich habe nach Witcher 3 habe ich gesagt, eigentlich kann sich kein Spiel mehr erlauben, so banal in den Quests zu sein. So, jetzt bin ich jetzt noch nicht so weit, aber ich befürchte, dass es jetzt nicht noch krasse Questwendungen gibt. Sicherlich Story ein drum und dran, aber man wird ja mehr oder weniger immer Pakete von A nach B bringen. Das wird sich natürlich hier und da unterscheiden. Man kriegt neue Gadgets und so weiter und so fort. Aber es wird zwischendurch sogar richtig langweilig. Das ist dann halt. Aber aktuell muss ich sagen, macht es mir brutal Spaß, genau das zu tun. Und das finde ich wirklich verwirrend. An dem Spiel und an mir selbst, dass ich sage, irgendwie, bis ich, ne, meine Freundin, ja, okay, mach gerade Essen irgendwie, ich so, na, wie lange dauert's? Ja, so 3-4 Stunden, ich so, alle klar, ich liebe 1-2 Pakete aus und ich habe Spaß daran. Und selbst wenn ich richtig viel Zeit habe am Abend, liefere ich Pakete aus. Und ich fürchte, das wird bei mir so wie mit Red Hat dieses Jahr, worauf ich noch zugekommen wäre, weil ich das ja auch erst dieses Jahr letztes Jahr durchgespielt habe, dass ich mich dann zu lange damit aufhalte und dadurch die Story in eine Länge ziehe, was nicht gut für das Spiel ist eventuell. Da bin ich noch gespannt. Ja, ich glaube, ich bin jetzt genau an diesem Punkt, den du gerade beschreibst, wo ich jetzt auch sage, okay, ich mache jetzt keine Sidequests mehr,
ich spiele jetzt die Story. Weil ich glaube, ich auch kurz vor Ende bin. Und ich habe jetzt auch so den Moment, also dieses, also ich verstehe selber mich selbst auch nicht, dass ich sage, das macht mir Spaß, Pakete hin und her zu tragen. Es ist aber einfach, also ich kann es gar nicht objektiv sagen, warum, aber das Spiel macht mir so unglaublich viel Spaß. Also du merkst in jedem, also ob das jetzt der Weltaufbau, wie die Story erzählt ist, wie diese E-Mails, die du von NPCs geschickt bekommst, geschrieben sind, egal was es ist, du merkst einfach so, das ist Kojima. Das ist wirklich Kojima, habe ich so das Gefühl. Und alles daran gefällt mir. Es ist total banal, du trägst nur Pakete von A nach B, aber es triggert mich so auf eine gewisse Art und Weise, so wie mich Breath of the Wild auch getriggert hat. Es ist dieses halt, sich einfach nur durch die Welt bewegen und seinen Weg darin zu finden, was so viel Spaß macht, was im Prinzip ein Rätsel in sich selbst ist, weil du halt wirklich planen musst, okay, kraxel ich jetzt über den Berg rüber oder gehe ich außenrum? Außenrum sind irgendwelche Gegner oder da könnte meine Akkus können nicht ausreichen. Wenn ich oben drüber gehe, muss ich Leitern einpacken oder hier Seile, aber dann passt das vielleicht mit meiner Fracht nicht und so weiter und so fort. Also das allein, dieses Vorausplan, dieses Inventory Management und so weiter, das macht mir schon so viel Spaß, was ich vorher nicht gedacht hätte. Und also alleine dafür ist Death Stranding, finde ich, also ich weiß nicht, was mit der Story noch passiert. Und ich glaube dir auch, wenn du sagst, dass es am Ende vielleicht einfach ein bisschen wack ist und nicht ganz so gut gelöst ist. Aber bisher finde ich, ist alles ist alleine dafür schon ein kleines Meisterwerk, dass ein Spiel es schafft, mit so einem banalen Kram mich so zu fesseln. Weil ich habe auch dieses, seit Death Stranding ist so ein Spiel, was ich auch wieder seit Ewigkeit nicht mehr hatte. Das letzte Mal hatte ich das bei Persona 5, dass ich gesagt habe, oh, komm, nur noch 10 Minuten spielen, dann hörst du auf. Und auf einmal sind 4 Stunden rum, denkst du so, what? So, ich hatte ja vor Weihnachten, hatte ich noch eine Woche alleine, also ohne meine Freundin, sie musste halt noch arbeiten, hatte ich eine Woche ohne sie Urlaub. Und ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, als Death Stranding zu spielen. Ich bin morgens aufgestanden, habe halt lang gepennt, war dann so 10 Uhr, setz mich hin, fange an zu zocken, denk mir so 10 Minuten rum, auf einmal ist 17 Uhr und sie steht vor mir, weil sie von der Arbeit kommt. So, what? Du saß halt 7 Stunden da und hast nur Death Stranding gespielt, sondern das kam dir vor wie eine Stunde. Und das ist komplett, also ich hatte auch letztens, das war auch so ein gutes Beispiel, ich wusste, dass Gregor, also ein Kumpel, irgendwie demnächst auf jeden Fall da ist, ne? Und ich dachte, na gut, ich habe jetzt noch so, keine Ahnung, eine halbe Stunde, naja, schaffe ich noch hier ein Paket, ne? So, und so da lang und da lang. Und dann habe ich es eigentlich schon abgeliefert und Gregor muss jeden Moment kommen. Ich sage, ach komm, dieses eine Paket bringst du jetzt noch von da nach da. Und dann ist er natürlich schon da und guckt mir dann halt zu. Ich sage, ja, wir können gleich loslegen. Wir fangen gleich an. Ich muss jetzt kurz noch dahin. Und das ist halt so wirklich, es ist sehr eigenartig. Ich verstehe es nicht so richtig, warum es so ist, aber es gefällt mir bis jetzt. Ich habe nur lange jetzt nicht mehr zocken können, weil wir jetzt unfassbar viel zu tun war. Aber ich freue mich jetzt auf die etwas ruhigeren Tage, die hoffentlich ab nächste Woche beginnen, wo ich dann endlich mal wieder mich in Death Stranding reinwerfen kann. Schön. Ready. Zack. Was hast du noch so Schönes gespielt, bis auf das Training? Boah, ich habe sehr viel. Ich lese einfach mal meine Liste an Highlights runter. Und ob wir dann darauf näher eingehen oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich habe wirklich eine lange Liste. Das erste, Kingdom Hearts 3. Ich lese es erstmal nur vor. Ich mache einfach dazu Geräusche. Okay. Hat jetzt Jenny durchgespielt, Tatsache. Um ganz kurz was dazu zu sagen, ich musste Jenny erklären, warum du noch kein Video dazu gemacht hast. Sie so, ja, sag, soll endlich ein Video dazu machen? Ich so, erwartet auf die DLCs. Ja, aber ich will das jetzt erklärt kriegen. Wow. Ja, ich kriege jeden Tag irgendwie so eine Nachricht von irgendwelchen Leuten im Internet. Hey, warum machst denn du ein Video zu Kingdom Hearts 3? Ich so, ja Leute, chillt doch mal auf euer Leben so. Ja, ja mache ich, aber ja. So, also Kingdom Hearts 3. A Resident Evil 2 Remake. Oh. One Piece Gold Seeker. Ist sogar ein Problem auf Arbeit bei mir, also müssen wir nicht drüber reden. Okay, wow. Devil May Cry 5. Mhm. Banjo und Kazooie als DLC-Fighter in Smash Brothers. Star Wars Fallen Order. Noch nicht gespielt. Detroit Become Human. Nur angefangen. Pokémon Schwert. Hab noch nicht gespielt, spielt Melissa. Luigi's Mansion 3. Hab ich noch nicht. Link's Awakening Remake. Hab ich noch nicht. Und Sekiro. Yeah! Hab ich noch nicht. Okay.
Sekiro kann ich wenigstens mit einspringen. Weil das steht auch als... Bei den anderen Sachen komplett nicht, oder was? Bei den anderen habe ich alles nicht gespielt, was du erwähnt hast jetzt, Tatsache. Also ich habe ja nicht so viel gespielt, Tatsache. Okay. Ich komme ja wirklich leider nicht mehr so viel dazu. Aber Sekiro war natürlich ein absolutes Jahreshighlight für mich. Ganz klar. Ja. Also Sekiro, absolut verdient, Game of the Year. Ja, freue ich mich megamäßig drüber. Ich finde es super schade. Das ist so das erste Spiel, glaube ich, wo jetzt in der letzten Zeit, wo ich mich daran erinnern kann, wo ich echt traurig drüber bin, dass es kein DLC gibt. Also komplett. Ich dachte auch so, weil es gibt ja diesen komischen Gebetskasten. Und ich dachte immer so, ja komm, das wird dann wahrscheinlich, weil ich habe nie gerafft, wofür der ist. Und ich so, ja komm, da wird nochmal, da wirst du wahrscheinlich die DLCs drüber aktivieren oder whatever. No, nope, wir arbeiten jetzt an Elden Ring. Und das ist echt mega schade, weil Sekiro ist das erste Souls-Spiel, was ich jetzt noch einmal New Game Plus gespielt habe und da richtig viel Spaß mit hatte. Hm. Also es gibt ja auch noch ganz viel Story-Sachen bei Sekiro, die quasi unerklärt sind. Also das ist mir beim eigentlichen Spielen so auch gar nicht aufgefallen, aber als ich dann natürlich wieder die fabelhaften Videos von Vati Vidya geguckt habe, zu der Lore von Sekiro. Ja, mach mal, unbedingt. Da gibt's halt diesen Charakter Tomoe, soll irgendwie so eine Kriegerin gewesen sein, die auch von ganz vielen Charakteren immer referenziert wird und die mega krass gewesen sein soll. Und ich hätte eigentlich erwartet, dass es zu dieser Tomoe irgendwie ein DLC gibt, aber gab's, ja, leider nicht. Echt schade. Also weiß nicht, ob sie vielleicht da nochmal irgendwann mal anknüpfen wollen irgendwie, wobei ich das irgendwie nicht glaube. Ich glaube, Sekiro ist wirklich abgeschlossen, was irgendwo auch schade ist. Ich glaube auch. Aber es passt auch als Einzeltitel, es funktioniert auch irgendwie damit ganz gut. Aber man muss wirklich, man muss wieder den Machern lassen. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Na, wie heißen sie nochmal? From Software, dankeschön. Dass sie schon wieder ein Kampfsystem revolutioniert haben. Das ist doch der Wahnsinn. Also ich habe mir ja echt so gedacht, wo ich das so am Anfang gelesen hatte mit Sekiro. Okay, es wird weniger rollenspiellastig. Es wird wirklich stark anders. Du hast keine Ausdaueranzeige mehr und so weiter. Und ich so, ich vertraue euch, aber ich war schon so ein bisschen skeptisch. Und no shit, Alter, ich liebe es. Es ist einfach so fucking gut. Es ist so fucking gut, wie du dich fühlst, wenn du die Skills drauf hast, wenn du parierst, wenn du attackierst, wenn du einen Hakiri-Konter startest. Und alles nur aus einem Guss passiert. Wirklich wie in einem fucking Film, dass sie das beschreiben. Ja, du musst tanzen mit dem Gegner. Ja, fucking, du tanzt da wirklich mit dem Gegner. Das ist so geil. Richtig Bock. Yes. Vince, hast du Sekiro gespielt? Nee, eben nicht. Es ist aber auch das erste From-Soft-Game, das ich definitiv anfassen will, nachdem ich Demon's Souls und Dark Souls 1 gespielt habe. Ah, okay. Ja, es ist, kann man nur empfehlen. Also ich finde Sekiro wirklich... Das ist mega. Ich finde es auch schön, also da merkt man, es muss nicht immer kompliziert sein, weil du im Prinzip bei Dark Souls irgendwie deine Skillung verkackt hast, ja, hast halt verkackt. Das muss nicht sein. Und solche Sachen musst du dir bei Sekiro halt keine Gedanken das machen. Das fand ich richtig angenehm. Also für mich, also viele haben das ja kritisiert, ich verstehe auch, die Leute, die natürlich krass auf dieses Skillsystem abgehen. Aber ich fand das angenehm. Nicht überlegen, was für eine Waffe ist jetzt equipped. Nicht überlegen, in welchen, also klar, du hast diesen kleinen Levelbaum. Aber das ist ja dann wirklich, bis auf ein paar Ausnahmen, jetzt nicht so entscheidend. Du konntest auch, und das fand ich halt auch geil, du konntest dich nicht unfair nach oben leveln, sondern du musstest halt wirklich mit den Gegnern klarkommen. Ja. Bis zu einem gewissen Punkt, irgendwann im Spiel kannst du das ja theoretisch machen. Aber wenn du halt zu scheiße bist, dann, sorry Junge, dann bist du zu scheiße. Dann kommst du halt nicht weiter vorwärts. Und das ist schon geil. Also das hat das Spiel halt wirklich geschafft und deswegen habe ich auch so ein bisschen Bock auf Star Wars Tatsache, weil sie sich ja so ein bisschen wieder dran orientiert haben an so Sekiro Souls, auch wenn ich schon gehört habe, dass es nicht ansatzweise so präzise sein soll. Aber geil. Ich finde es super. Ich bin einfach nur baff, was die da schon wieder hingeballert haben. Einzige, und das ist das lässt als Kritik zu, es gibt nicht so viele Geheimnisse und nicht so viel drumherum Kram. Ich finde auch... was ich schade finde, da hat Sekiro, finde ich, so ein bisschen dasselbe Problem wie Bloodborne für mich. Die ganzen From Software Spiele leben eigentlich total krass von der Welt, von dem Stil, von den Orten, an denen du dich befindest und so weiter. Ich werde nie den Moment vergessen, wie ich bei Dark Souls in den Aschesee gekommen bin und dachte, was ist das denn jetzt? So, weil das auch eine Szenerie war, die ich in meinem gesamten Leben noch nie zuvor in irgendeinem anderen Medium so gesehen habe. Fand ich einfach bombastisch. Und
Ich finde, das Problem hatte Bloodborne für mich auch schon, dass du gegen Ende des Spiels dich einfach an diesem Stil satt gesehen hast. Also es gibt zu wenig andere Eindrücke in der Welt, finde ich. Bei Bloodborne sieht immer alles aus wie eine Burg oder halt wie eine viktorianische Stadt, was mega geil ist, keine Frage. Ja. Aber gegen Ende habe ich mir so gedacht, ja, jetzt nochmal vielleicht ein anderes Setting wäre schön. Ach, ich weiß gar nicht. Bei Dark Souls hast du das halt schon immer. Also bei Dark Souls ist es immer sehr abwechslungsreich. Und das, finde ich, hattest du bei Sekiro nicht, gerade weil du... Also auch in dem, es ist ja alles in dem japanischen Stil gehalten, aber es gibt auch noch so viel mehr andere Landschaften und japanische Stile und Bauwerke, die du damit drin hättest verwursteln können. Und im Endeffekt macht Sekiro ja einmal bis von Punkt A nach Punkt B läufst du einmal hin und dann läufst du wieder von Punkt B zu Punkt A. Ja, das muss man zugeben, dass sie einmal, sie recyceln ja zweimal. Das ist schon so, uiuiui, eigentlich erlaube ich das keinem Spiel so einfach, weil recyceln ist eigentlich echt scheiße. Aber man verzeiht es dem Spiel irgendwie, weil es auch so halbwegs Sinn ergibt. Aber trotzdem... Ja, weil es aber auch so bockt. Deswegen richtig. Ist es halt... Es ist jetzt kein großer Kritikpunkt, ne? Das ist jetzt Meckern auf dem Niveau. Absolut, aber absolut. Es ist halt so ein bisschen das, was mir so ein bisschen gefehlt hat. So, ich hoffe, das macht Elden Ring wieder besser. Ja, aber ich hoffe einfach, bei Elden Ring habe ich ein bisschen die Sorge mit der Open World. Open World kann auch viel kaputt machen. Da bin ich gespannt. Ja. Aber gut, aber ansonsten, Game of the Year für mich ganz klar und bockt mega und mega schade, dass kein DLC kommt. Von daher, Sekiro, thumbs up. Ja. Du hast gerade Star Wars Fallen Order angesprochen, vielleicht wollen wir da direkt einhaken, was auch ähnlich ist. Also ich bin noch nicht durch, ich spiele es jetzt gerade nur im Stream, aber an dieser Stelle sei gesagt, ich habe auch nur so geschafft, so viele Spiele in diesem Jahr zu spielen, weil ich jetzt halt wirklich immer regelmäßig auf Twitch streame. Und das ist einfach wirklich perfekt dafür, um wirklich mal Spiele auch zu beenden und durchzubekommen. Weil du normalerweise sonst immer wieder von irgendwas anderem abgelenkt wirst. Dadurch wird mein Pile of Shame zwar immer größer, aber ich schaffe auch dann doch, einige Spiele zu spielen. Ich spiel's gerade. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass das Spiel so gut sein kann, weil es ein EA-Spiel ist. Und EA ist einfach der Feind. So, EA ist einfach böse. So, EA ist so, wenn du in irgendwelchen Filmen oder Geschichten oder so immer so die böse Firma hast, die irgendwie kleine Kinder in dunklen Kellern arbeiten lassen, bis ihre Finger bluten, so, dann ist das EA. So, das ist ohne Mist, Ready Player One, die böse Firma ist einfach EA. Also wirklich 1:1. Ja, es ist so. Und ich hatte halt nicht daran gedacht, dass die nochmal ein gutes Star Wars Spiel rausbringen, aber Fakt, das ist tatsächlich ein gutes Star Wars Spiel. Ich bin, glaube ich, ungefähr bei der Hälfte der Story, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, es ist schon sehr es ist von vielen Spielen inspiriert. Es ist stark, was das Kampfsystem angeht, von Dark Souls bzw. Sekiro inspiriert. Es ist, was das Level-Design angeht, sehr von Tomb Raider inspiriert. Das hat so die Action-Sequenzen und so weiter erinnern sehr an Uncharted. Es macht vieles von anderen großen Franchises, macht aber nichts davon perfekt so. Also ich bin gerade überrascht, dass du Idee, Tomb Raider und Uncharted getrennt hast mit zwei unterschiedlichen Punkten. Also die Action-Sequenzen sind bei, wie was, Uncharted was, und die Kletterpassagen. Du hast eigentlich recht. Aber nein, wo ich gerade bei Uncharted da die Trennung im Kopf mache, ist, dass ich finde, dass Uncharted gerade was so, ich sag mal, spielbare Zwischensequenzen viel cineastischer darstellt als Tomb Raider. Also dieses, gab's ja das schlechte Beispiel bei Uncharted 3, glaube ich, wo der da läuft, vor so einem Auto wegläuft und dann springt er irgendwie und dann siehst du so, okay, das ist jetzt genau geskriptet und jetzt wird der Charakter in der Luft, während er über die Kiste springt, so 1,5 Meter nach links gezogen, damit es für die Zwischensequenz wieder passt. So solche Momente hast du in Star Wars Fallen Order auch. Okay. So, deswegen habe ich da so an Uncharted gedacht. Also es ist gut, es macht nichts davon perfekt, das reicht mir persönlich im Moment aber einfach aus, weil es ist das erste annehmbare Star-Wars-Spiel seit 10 Jahren oder was. Und es macht mir gerade auch viel Spaß. Es hat wirklich viele Einflüsse von Dark Souls und Sekiro, mein Kampfsystem. Ich spiele es auch direkt auf schwer, weil es mir sonst zu leicht wäre. Und auf schwer ist es, glaube ich, genau der richtige Schwierigkeitsgrad. Es ist knifflig, aber es ist nicht so, dass es mega frustrierend ist. Das ist lustig, wirklich. Ich habe Kollegen auf Arbeit, ich glaube, die haben noch vorher, hätten noch nie ein Souls-Spiel gespielt, aber weil Star-Wars natürlich so eine riesige Franchise ist, versagen die halt auch schon bei einfach und regen sich halt so über die Schwierigkeit dieses Spiels auf. Dann muss ich immer so schmunzeln. Und so, ich bin der Meister. Sekiro, New Game Plus. Aber ja, ich habe deswegen auch Bock drauf. Ja. Also ich bin sehr gespannt. Ja, also mir macht's im Moment großen Spaß. Man merkt aber leider auch, das kann man denen aber nicht unbedingt, kannst den schon
irgendwie einen Vorwurf machen, aber es ist irgendwo verständlich. Das Spiel ist buggy as hell. Also, du könntest denken, es ist von Bethesda. So, also wirklich, es ist, du hast regelmäßig irgendwelche Sturmtruppler, die 2 Meter über dem Boden schweben als Leiche. Du hast nachladende Texturen, die irgendwie 2 Minuten brauchen, bis sie da sind oder die gar nicht nachladen und sowas. Also es ist zum Teil echt hart. Aber wahrscheinlich haben die gesagt, uns ist scheißegal, in welchem Status das Spiel ist, das muss gefälligst zum Weihnachtsgeschäft jetzt auf den Markt. Und deswegen haben sie es halt released zum neuen Kinofilm und so weiter. Okay, also ich bin gespannt, wie es weitergeht bei dem Spiel. Gefällt mir bisher aber gut. Alrighty. Ich könnte noch mal was reinhauen, und zwar, ich weiß nicht, ob es einer von euch gespielt hat, Divinity 2. Nope. Habe ich aber Bock drauf, weiß aber ganz genau, ich werde es nie spielen, weil es für mich dieses, wie soll man sagen, das ist genauso derselbe Grund, warum ich Witcher 3 nicht zu Ende spiele, weil es zu groß ist und zu komplex. Ich kann dem Spiel nicht die Aufmerksamkeit geben, der ist gebührt. Ist wirklich gut, muss ich echt zugeben. So. Also ich habe das Spiel mit einem Kumpel zusammen. Und wir sind auch noch nicht durch, wir sind jetzt allerdings in der letzten Welt. Und das Ding ist halt gerade, wenn man zu zweit spielt, wahrscheinlich noch mal heftiger. Die Kämpfe dauern halt wahnsinnig lange. Aber man ist halt auch echt glücklich und froh, wenn man gewinnt. Und das macht halt taktisch viel Spaß. Es ist richtig geiles Fantasy. Also tolle Ideen. Also wirklich irgendwie ein sehr klassisches Fantasy, aber sehr erfrischend trotzdem. Also von daher richtig toller Tipp. Nach dem ersten Dragon Age Teil, den ich ja auch richtig geil fand, geht so ganz grob in die Richtung, wenn man das jetzt so ganz, kann man so ganz grob miteinander vergleichen, würde ich sagen. Bockt richtig krass. Also richtig tolles Spiel. Ist aber auch nicht aus diesem Jahr, glaube ich. Es kam nur für die PlayStation 4, glaube ich, in diesem Jahr nochmal raus. Ja, das ist, gibt's schon länger auf genau, PC. Genau, aber geil. Richtig cool. Was hast du noch auf deiner Liste? Ich hätte noch 2. Das war meine Liste. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch zu einzelnen Spielen was sagen wollten. Nein. Also Vince hat ja positive und negative Geräusche gemacht. Also ja, Kingdom Hearts halt, ich habe es jetzt nicht gespielt. Meine Freundin hat es jetzt halt eben durchgespielt. Ich habe viel zugeguckt nebenbei und habe ein bisschen Bock währenddessen bekommen. Aber ich bezweifle, dass ich bei dem ganzen Stapel, der halt noch so bei mir ansteht, der mir eigentlich wichtiger ist als Kingdom Hearts aktuell, muss ich leider so sagen, dass ich das jetzt so schnell anfassen werde. Mal gucken. Das ist auch... Ja, weil man hört halt so viel Mittelmäßiges, auch gerade von euch, das ist so... Und ja, ich habe auch bei Jenny auch gesehen, also 40 Stunden muss ich ja mindestens noch mal investieren und boah, ja, das ist halt so... Ja, die Hälfte davon sind aber Disney-Cutscenes, die du skippen kannst. So. Ja, also, Frozen Welt, skip. Ja. Also das ist, ich habe mich ja so unglaublich gefreut. Ich war ja von Anfang an skeptisch, was Kingdom Hearts 3 angeht, weil wir haben das im Final Fantasy 15 Podcast lang und breit erklärt, Square Enix ist halt nicht mehr das, was es mal war. Und das merkst du leider schmerzhaft auch an Kingdom Hearts 3. Also Kingdom Hearts 3 ist nicht so schlimm wie 15, aber es ist dasselbe Prinzip und du merkst an denselben Ecken und denselben Enden, dass da Sachen nicht zu Ende gedacht wurden, dass Dinge fehlen, dass du das Gefühl hast, dass Content gecuttet wurde und so weiter und so fort. Und ich könnte damit leben, wenn die Story zumindest zu einem guten Abschluss kommen würde. Vielleicht bin ich da zu pingelig, wobei glaube ich es eigentlich nicht, weil eigentlich bin ich da sehr versöhnlich, weil ich eigentlich schon mit einer niedrigen Erwartungshaltung rangegangen bin, was die Story angeht von Kingdom Hearts. Nur ich bin ja jetzt wirklich hier der Kingdom Hearts Story Ayatollah, ja. Und ich habe echt so das Gefühl, wo in anderen Kingdom Hearts Teilen immer mit jedem Teil eine abgeschlossene Story erzählt wurde und dann im Secret Ending halt nochmal so eine neue Frage aufgemacht wurde und mit Spannblatt für den nächsten Teil, hast du das Gefühl, dass bei Kingdom Hearts 3 überhaupt nichts beantwortet wird, überhaupt kein roter Faden vorhanden ist und sie nur darauf bedacht sind, 8 neue Spin-off-Titel anzukündigen, die sie die nächsten Jahre rausklatschen werden. So. Die Story, auf die ewig hingearbeitet wurde, wurde im Prinzip wie das Ende von Game of Thrones hingeklatscht. So, und Gameplay-technisch, ich habe da auch schon mit anderen Fans Diskussionen quasi drüber gehabt. Hey Brudi, das kannst du mir nicht erzählen, dass das so gut ist oder so, dass das Niveau ist, was ein Kingdom Hearts haben sollte. Also, ja, es ist spielerisch nicht schlecht, es macht Spaß. Nur das Ding ist halt, du läufst nur mit Sora rum, machst Sachen kaputt und andere Kingdom Hearts Teile hatten einen anderen Standard.
Da hattest du zwischendurch andere Charaktere, die du spielen konntest. Du hattest diverse andere Abilities und Kampfstile, womit du deinen Sora halt ausrüsten konntest, sodass er wirklich andere Aktionen gemacht hat und so. Und das fehlt einfach komplett. So, du hast als Vorgänger sowas wie Birth by Sleep, wo du drei unterschiedliche verschiedene Charaktere hast mit eigenem Feeling, mit eigenem Handling. Die sind alle in dem Teil mit drinnen und du hast die Erwartungshaltung, geil, ich kann mit dem vielleicht nochmal kurz spielen oder so. Ich habe ja gar nicht die Erwartungshaltung, dass ich sage, ich muss das Spiel jetzt nochmal mit allen Charakteren auch nochmal haben und die müssen alle einen eigenen Skilltree haben oder so. Nee, aber einfach als von mir aus nettes Quicktime-Event in einem wichtigen Bossfight, dass du kurz auf den anderen Charakter switchst, was ein Standard in den vorherigen Teilen war bei Kingdom Hearts. So, solche Kleinigkeiten fehlen einfach komplett, wo du so weißt, okay, das ist anscheinend Cut-Content, habe ich mir immer gedacht. Und es gab Leute, die haben gesagt, nein, das stimmt gar nicht, das ist doch voll geil. Und dann kommt der Trailer fürs erste DLC und ich denke mir so, ja, fick dich halt selbst. Es ist genau, wie ich gesagt habe, du siehst jetzt in dem DLC-Trailer den gesamten Cut-Content, den sie dir jetzt in die Fresse ballern für extra Geld. So. 30 Euro. Ja, 30 Euro. Die Hälfte des Hauptspiels. Das ist einfach sad, eigentlich man. Mehr, weil also das ist mittlerweile bei, ich glaube, 15 oder 20 Euro liegt, von daher. Ja. Aber das ist einfach so, nee, du merkst richtig, ja, Square Enix macht mit Kingdom Hearts oder hat mit Kingdom Hearts 3 genau dasselbe gemacht, was sie auch mit Final Fantasy 15 gemacht haben. Und das ist einfach nicht cool. Nur ohne deutsche Sprachausgabe. Ja. Das? Genau. Selbst 15 hat ja noch eine deutsche Sprachausgabe. Aber Kingdom Hearts 3 so, nope. No, ja. Sir. Oh, man of war. Ja. Okay, was war noch auf deiner Kingdom Hearts? Also das, also noch abschließend, bevor mich irgendwer zerreißt. Ich finde Kingdom Hearts 3 jetzt nicht wirklich schlecht, aber es ist halt auch nicht gut. Schon. Wenn ich eine Schulnote geben würde, dann wäre es eine 3. Punkt. So. Ja, so 3 minus. Ja. Ich gebe mich mit 3 minus nicht zufrieden. Ich mich auch nicht. Außer es ist Mathe. Mathe ist Mathe, warum ändern die Mathe? Ah! Resident Evil 2 fand ich ein fantastisches, geiles Remake. Genauso muss immer das sein. Noch verschweißt bei mir zu Hause, was mich mega ärgert. Ich habe es einfach nicht geschafft bis jetzt, obwohl es so kurz ist, aber ich will es unbedingt spielen. Das ist okay, denn ich habe quasi nur die Demo gespielt, aber ich habe sie geliebt. Und das war super, super geil. Und ich wusste, alle meine Freunde, ich habe Leute, die eigentlich kaum was mit Games auf jeden oder so sogar haben, noch auf. Die haben Speedruns rausgehauen ohne Ende. Wo sie dann da hängen, so, oh Mann, guck dir das an. 1 Stunde 40 Minuten auf Hard, Zero Deaths. Bam, bam, bam. Ich so, was ist los bei euch? Ihr spielt doch sonst nicht so viele Games. Was ist da los? Ja, es war das Speedrun-Spiel dieses Jahr, habe ich das Gefühl. Also auch bei Rocket Beans irgendwie, Simon hat sich da ja so krass irgendwie reingeballert. Aber ich habe auch nur Gutes von gehört. Also was ich ja gesehen habe, war ja auch toll. Grafisch sieht es super aus. Von den Fans wurde es wahnsinnig gut angenommen. Und ich habe mega Bock drauf. Aber es ist einfach, ja, es war jetzt immer was Wichtigeres davor. Ich habe leider nicht gehört, was du gesagt hast, weil gerade ist ganz kurz bei mir irgendwie Skype abgekackt. Okay. Ich guck mal, ob er jetzt noch aufnimmt, aber macht er anscheinend wohl noch. Aber ich habe gerade nicht gehört, was du gesagt hast. Ich oder? Aber ist okay. Du. Ja, also einfach nur cooles Spiel. Ich warte darauf, dass ich es noch spielen kann. Wir werden sehen, was passiert. Von daher, I don't know. Aber ja, das genau, das ist halt das Ding. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung. Und zwar, ich musste halt Resi zurückschieben, weil jetzt halt immer was Wichtigeres war. Also Wichtigeres für mich auf meiner Prio-Liste. Jetzt zum Beispiel sowas wie Death Stranding hatte ich halt mega Bock und wollte ich halt vorziehen. Und davor war es im Endeffekt und ja, Red Dead, was mich ja Ewigkeiten beschäftigt hat. Also ich habe das ja erst im Juni oder Juli durchgespielt. Und es ist ja irgendwann, nee, Quatsch, wann habe ich es durchgespielt? Es ist auf jeden Fall im Oktober 2018 erschienen. Ja, ich glaube, ich habe es auch erst so gegen Oktober. Also ich habe fast ein Jahr daran gesessen. Das war schon hart. Ja, krass. Aber es hat sich gelohnt. Also ich musste halt auch da irgendwann sagen, okay, Benny, es reicht jetzt. Du setzt dich jetzt dran und machst diese fucking Hauptstory. Ich brauche nicht alle Legendary-Viecher. Ich brauche nicht alle Fälle. Na, vielleicht brauche ich diese eine Fälle hinten. Vielleicht dieses eine kurze Ding noch. Aber nein, ich mache jetzt die Hauptstory und fucking geil. Ach, was für ein tolles Spiel es war. Also von den Lichteffekten habe ich noch nie was Besseres gesehen. Grafisch ansonsten, von den Personen, ja, ist okay. Aber was die Lichteffekte angeht, was die Stimmung angeht, auch was die Story angeht. So lecker. Wow. Ja, selbst online macht es halt mega mächtig. Echt, ja? Spaß. Ich habe es einmal gespielt, aber auch sehr früh und da hat es mir nicht so viel gebockt. Aber vielleicht müsste ich der Sache noch eine Chance geben irgendwann.
haben wir doch. Wir sind halt immer als Gang zusammengeritten, deswegen. Also Shoutout an Timo, an Suat, an Effe. Ehrenmänner. Ja, also verstehst du vielleicht, du hast es ja jetzt durchgespielt und ich weiß, ich bin einer der wenigen Menschen, der mit dem neuen God of War Teil, was ja 2018 Game of the Year geworden ist, nicht so zufrieden war. Also ich fand es halt okay, ich habe gesagt, ja okay, es war ein gutes Spiel, keine Frage, aber hat mich jetzt nicht total weggehauen so, ne? Und irgendwie die gesamte Presse und alle anderen Menschen um mich herum haben gesagt, boah, das beste Spiel aller Zeiten und bla bla. Und ich mir so, ehrlich jetzt? Ja. Aber gut, okay, dann war es vielleicht einfach nicht nur so für mich, aber gut, okay, habt halt Spaß mit eurem Megaspiel, ist ja okay. Aber dann wurde bei den Game Awards einfach God of War Red Dead Redemption 2 als Game of the Year vorgezogen. Und seitdem das ist eigentlich so dumm, weiß ich auch selber, dass ich da echt dumm bin. Aber wirklich, ja, seitdem habe ich echt was gegen das God of War Spiel. Weil ich mir denke, du, Spiel, hast Red Dead 2 dem Ruhm genommen, so. Weil das ist für mich unverständlich, wie man Red Dead 2 als weniger großartiges Spiel ansehen kann als das neue God of War. Also das ist für mich einfach so unverständlich. Also verstehe ich auch nicht, wobei ich vom Zielen, und da kann ich mir vorstellen, dass es halt für viele nicht ist, so ein paar kleinere Kritikpunkte halt sehen kann. Erstmal, es ist halt fucking riesig und das kann auch abschreckend wirken. Wie mein Schwanz. Ja. Wie dein Schwanz, Vincent. und die Steuerung ist halt schon gewöhnungsbedürftig. Muss man zugeben. Also wer hat nicht seinen... Was ist denn da gewöhnungsbedürftig? Ganz ehrlich, selbst du hast ein Video am Anfang gepostet, wie man seinem Pferd in die Fresse haut, weil man aufsteigen wollte. Ja, so. Ja gut, okay. Und wie oft ist das bitte passiert? Und es ist verdammt träge von der Steuerung, was super zum Spiel passt. Von daher würde ich das jetzt nicht als Negativpunkt sehen, aber viele mögen das halt nicht. Die wollen halt quirlig schnell von A nach B gehen. Da steuert sich God of War halt direkter, das muss man auch sagen. Ja, aber das Ding ist, lass mich nichts Falsches sagen, aber ich meine, der Punkt, wo ich mich am meisten drüber aufgeregt habe, wirklich, war, dass God of War, glaube ich, wirklich, also technisch und so weiter, und dass der Mainstream-Markt mehr dahin geht, dass du sagst, schnelle, packende Action und Explosion und dies und das und rah, okay, kann ich alles verstehen. Und da kann ich dann noch verstehen, dass sie sagen, okay, dann kriegt eher so ein Spiel eine Award, was diese Sachen befriedigt, als Red Dead Redemption 2. Aber was mich so getriggert hat, war, glaube ich, auch, dass die gesagt haben einfach, dass God of War für seine Story total, also besseres Writing hätte als Red Dead Redemption 2. Ja, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Bullshit. Nee, das ist eine Beleidigung, wirklich. Zu sagen, dass Red Dead Redemption 2 schlechter geschrieben wäre als diese Karikatur von Kratos da. Also, echt. So, nee, weiß ich nicht. Nee, also vom Writing her, also mega ganz Bullshit. Ehrlich, das, also vom Writing ist Red Dead unfassbar. Also alleine das Finale, alleine Arthur Morgan. Ich weiß noch, wie ich bei den ersten Trailern dachte, ich weiß nicht, ob ich den Charakter mögen werde, weil der Trailer hat ihn ziemlich unsympathisch dargestellt, muss ich zugeben. Was er ja anfangs, obwohl da ist er auch nicht unsympathisch, eigentlich ist er immer sympathisch, aber er wird ja noch so viel geiler und der ist mittlerweile, hat er sich zu einem meiner absoluten Favorites in meiner Videospielgeschichte herangemausert. Ich finde Arthur Morgan so geil und selbst mal meine Freundin, die hat halt so gerne zugeguckt, wenn ich Red Dead gespielt habe. Sie war halt so, oh, spielst du wieder eine Runde Red Dead? Hat sich's gemütlich dahinter gesetzt und dann sind wir ein bisschen durch den Wilden Westen geritten. Und auch sie fand Arthur Morgan halt einfach so geil. Also wahrscheinlich hätte sie nicht nur gerne auf dem Pferd geritten, sondern wäre auch auf Arthur Morgan geritten. Also das war wirklich astreiner Kerl. Nice friend, ja, genau. Come on, boy. Yeah, let's go, boy. Ja. Ich hab das halt in 2 Wochen durchgesuchtet und ich habe halt in den ersten 2 Tagen 20 Stunden jeweils gespielt. Und ich war balls deep drin in diesem Game. Boah, und 2 Wochen lang halt echt Urlaub genommen und gib ihm. Und Melissa hat mich halt nur da dran gesehen. Also ich bin das halt auch total immersiv angegangen. Also ich habe halt auch echt nur gegessen wie ein Cowboy. Mit ja, das habe ich gesehen. Hast du den Whisky getrunken? Aber ein Whisky habe ich mir wenigstens auch immer eingelassen. Ja, das war immer das Mindeste bei einer Runde Wettbewerb. Aber das ist natürlich noch geiler. Hast du dann auch auf dem Sattel gesessen, wenn du gespielt hast? Na komm, manchmal gehe ich auch vom Sattel runter, weißt du, und so. Aber ich habe halt immer gegessen, wenn ich als Arthur Morgan gegessen habe. Und wie geil so ist das denn, so ey, richtig also, cool. Geil, ey. Also ich hatte so einen ganzen Leib Käse bei mir, so eine trockene Chorizo. So halt, ganz ich habe auch nur mein Messer benutzt. Wie geil ist das denn, ey?
Ach, herrlich. Das war halt geil. Ich habe halt mein Messer benutzt, um so Sachen abzuschneiden oder so, kleine Stücke. Und dann halt morgens eben immer tatsächlich halt Bohnen, so Black Beans. Ich hatte Kidney Bohnen und ich hatte halt so Chili Beans und sowas. Das habe ich mir dann einfach halt als Dose aufgemacht. Auf dem Weg zur Arbeit hat er noch irgendwelche Leuten das Auto gestohlen, weil er einfach noch schnell ins brauchte. Ja, und dann... Genau, nein, ich habe nur Pferde geklaut. Wie sie in Hamburg halt ständig rumlaufen. Ah, es ist... Natürlich. Ist das geil. Cool. Aber ja, so kann man es natürlich auch machen. Ist natürlich auch eine richtig coole Idee, das so zu machen. Kann ich nur empfehlen. Ich werde für Cyberpunk was Ähnliches machen. Ich habe bei Death Stranding habe ich halt auch eine ganze Palette, also mindestens eine ganze Palette Monster. Aber ganz ehrlich, was für ein das ist auch so schlimm. Das ist so schlimm. Ja, ich habe auch, ich weiß nicht, ich guck gerade, ich habe eben gerade überlegt, na, machst du noch eine Dose Monster? Hast du ja noch 4 Dosen, weil du Death Stranding spielst. Aber wirklich, das ist so, ich ärgere mich über mich selbst. Ich ärgere mich über mich selbst. Viel zu süß, aber ich finde es halt trotzdem irgendwie lustig. Wenn das ist halt schlimm. Ja, das Ding ist, es war ja bei Metal Gear Solid auch immer so. Da hattest du Calorie Mate und da hattest du irgendwelche anderen Sachprodukte, die Kojima immer schon als Easter Eggs drin hatte. Nur da war es irgendwie so weiter von dir weg, weil es irgendwelche japanischen Produkte waren, die es bei uns gar nicht gab. Aber jetzt Monster gibt's halt auf der ganzen Welt. Das ist so, okay, es ist strange, aber ich tu's trotzdem. So, es ist, Ja, ich brauchte halt nur irgendwas, was eben halt gut dazu kam. Ich habe jetzt keine fliegenden Maden gegessen oder so. Ja, die sind auch eher selten heranzubekommen, ne? So. Ja, richtig. So, okay. Ja, was haben wir noch? Ich hatte noch gesagt, das kann vielleicht nur ganz kurz, ganz schnell, weil ich es einfach nur mal nochmal erwähnt haben möchte. Smash Bros. Banjo-Kazooie als DLC-Charakter. Ich habe seit dem Nintendo GameCube, also seit Smash Bros. Melee, wollte ich Banjo-Kazooie als Charakter haben. Ich liebe Banjo-Kazooie. Dann hast du sie Side B to win. Side B to win. Ja, so einfach ist das nicht, ja? Du kannst es ja nur sagst du so. 4 oder 5 Mal einsetzen. Außerdem kannst du dich super, also kann, wenn du gut bist in Smash, wirst du super easy gelesen, wenn du das machen möchtest. Also du kannst es schon echt nicht spammen. So, du springen die Gegner halt einfach über dich rüber und gut ist. Aber egal. Jedenfalls war das immer mein Wunschcharakter. Der einzige Wunschcharakter, den ich jetzt noch haben möchte, vielleicht als DLC, wäre noch Sora aus Kingdom Hearts. Also dann kann ich, was Smash Bros. Angeht, glücklich sterben. Also es gibt ja auch dieses Reaction-Video von mir auf YouTube, wo ich bei der E3 live gesehen habe, dass Banjo als Charakter kommt und das ist nicht gespielt. Also ich raste da wirklich so aus, weil ich mich so darüber gefreut habe. So der 10-Jährige in mir hat frohlockt und jauchzt und ist irgendwie Buckets gekommen in meine Hose, als ich Banjo gesehen habe. Und seit er raus ist, spiele ich auch mit keinem anderen Charakter mehr so. Vorher war halt Cloud mein Main und habe ich gesagt, ne, fick dich Cloud, ich nehme jetzt Banjo. Und jetzt wird immer schön. Und die Gegner weggehauen. Und das ist wundervoll. Ja, das ist wundervoll. Wundervoll fand ich übrigens auch noch ein ganz kleines Spiel, wenn ich das noch mit reinwerfen darf. Also Daniel wollte noch bei Smash Bros. Kurz bleiben. Ja. Nein. Also Smash Bros. Wäre für mich damit vollkommen okay jetzt. Lange auf meiner Liste und endlich mal gespielt, weil es endlich mal runtergesetzt war. Auch wenn es eigentlich schlimm ist, weil man müsste so eine kleine Studio hier unterstützen. The Vanishing of Ethan Carter habe ich mir mal angetan. Nach 1000 irgendwie Leuten, die alle gesagt haben, muss man spielen. Habe ich so ein bisschen auch die Liebe dafür entdeckt und ich will das jetzt mal häufiger machen, mir wirklich mal Spiele rauszusuchen, die man in einem Abend spielen kann. Weil das dann wie so ein schöner Film ist einfach. Und das war bei The Vanishing of Ethan Carter wirklich sehr cool. Also auch da mit meiner Freundin zusammen einfach die Geschichte nachzuerleben und ein richtig schön kreatives Spiel mal so zu bekommen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also da auch definitiv nochmal ein kleines Ding, das war das echt nach Red Dead, wo ich dann erstmal nichts Großes mehr anfassen wollte, weil ich musste das erstmal verdauen, was ich da gespielt habe. Und ich wusste, es kommt jetzt irgendwann nochmal Death Stranding und ich kann jetzt nichts Großes in der Zwischenzeit starten, habe ich mir dann versucht, so kleine Perlen rauszusuchen und das war eine davon. Und die ist echt hängen geblieben. Coole Sache, coole Thematik über den Tod und eine interessante Art, eine Geschichte zu erzählen auf jeden Fall. Fand ich auch cool, hab's gespielt, weil es gratis im PS Plus war. Ja, da habe ich mich dann geärgert, nämlich. Ich glaube, eine Woche später kam es im PS Plus. Ich habe es irgendwie für 5 Euro geholt oder sowas und dann so, ja, wow, gratis Spiel. Ja, ist ey. 5 Euro, ey. 5 auch, war, mein Gott. Geh dann den Dev. Deswegen, alles cool. Ja. Was hatte ich noch mehr? Das ist nur als großes Negativbeispiel vielleicht, weil du auch gesagt hast, der Open World kann viel kaputt machen. So, also ein Spiel, wo wirklich gar nichts stimmt. So gar nichts. Absoluter Lizenzmüll. Mhm. Ich dachte, es gibt sowas gar nicht mehr. So früher kannte man das ja auf der PS2 oder so, dass immer zu jedem Film immer noch das Videospiel rausgekommen ist. So, und du wusstest immer, es ist Crap.
So, es war immer Crap. So, dann kam irgendwann Batman Arkham Asylum. Das war das erste Lizenzspiel, in Anführungszeichen, was mal gut war. So, und seitdem gab es die eigentlich nicht mehr. Aber dann kam Anfang des Jahres One Piece World Seeker raus. Das ist, boah. Also ich möchte jedem Menschen, der da Entscheidungen getroffen hat, die dazu geführt haben, dass dieses Spiel das geworden ist, was es ist, möchte ich auf den Bauch kacken. Ohne erotischen Unterton, einfach nur um ihn anzuscheißen. Ich glaube, ich habe die jetzt, ich habe die letzten Editionen, die ich davon noch im Laden hatte, glaube ich, alle auf den Fünfer reduziert, damit ich die endlich loswerde. Das war wirklich schlimm. Ey, das Spiel ist einfach wirklich purer Dreck. Purer Dreck. Also, ja, es gibt halt auch nichts Gutes. Ich glaube, mehr kann man wirklich nicht sagen. Außer, dass es wirklich schade ist, weil One Piece halt so ein schönes, großes Franchise ist, wobei es halt, es war ja aber auch von vornherein klar, dass es Müll wird. Also, ich weiß nicht. Ich habe den ersten Trailer gesehen, und dachte mir nur so, wow, das ist ja aber ziemlicher Crap. Naja, da arbeiten sie bestimmt noch dran. Das war so im Februar oder März. Dann war Gamescom, dann habe ich die Demo auf der Gamescom ausprobiert und dachte so, wow, das ist immer noch derselbe Crap. Das sieht sogar noch schlimmer aus wie im Trailer. Mal sehen, ob wir daran noch arbeiten. Halbes Jahr später kam es raus und nein, es war 1:1 wie die Gamescom-Demo. Es war richtig gottloser Mist. Gottlos. Also, wie man sowas in die Welt blasen kann, weiß ich gar nicht. Es ist so schlimm, es tut mir so in der Seele weh. Wobei man auch sagen muss, dass Anime-Spiele ja selten gut sind. So, die sind ja meistens immer irgendwo hier, Crap. Aber das ist echt der Crap des Craps. Das ist ja rausgekommen, ist, wo die alle sich gegenseitig battlen. Jump Force, ja. Jump Force. Ist ja, glaube ich, auch gefloppt, wenn ich es richtig mitbekommen habe, oder? Boah, ja, ey. Ja. Ja. Das ist aber auch richtiger Dreck. Also, das ist so auf einem Niveau wie Jump Force. Nee, ich glaube, Jump Force ist schon noch ein bisschen besser, Jump oder? Jump Force halt nur. Hätte ich jetzt gedacht, zumindest. Ja, weil. Zumindest grafisch vielleicht. Aber es ist halt nur ein Beat'em-up und das hat halt versucht, ein Open-World-Spiel zu sein. Das ist halt echt wirklich einfach völliger Mist. Also, ich kann da nichts Gutes dran lassen. Umso bedauerlicher, dass ja jetzt tatsächlich, glaube ich, schon in ein oder zwei Wochen Dragon Ball Z Kakarot rauskommt. Da musste ich auch gerade denken. Das hatte ich auf der... Das ist ja jetzt quasi das Open-World-Spiel von Dragon Ball, das Pendant wahrscheinlich zu World Seeker. Ich habe das auf der Gamescom gespielt und dachte mir so, wow, es ist Dragon Ball World Seeker einfach nur. Aber leider, je mehr Trailer ich davon sehe, desto mehr Bock kriege ich auf das Spiel, weil es cool aussieht. Das Intro sieht halt schon voll geil aus. Ich weiß nicht, ich glaube, Ich glaube wirklich, es wird scheiße. Ich glaube auch, dass das scheiße wird. Also ich habe die Hoffnung, dass es nicht totale Scheiße ist, weil es echt cool aussieht. So, aber also die Demo, die ich auf der Gamescom gespielt habe, hat mich halt aber auch nicht überzeugt. Aber vielleicht war es einfach eine Kack-Demo. So, ich weiß es nicht, aber... Ich wette, es wird scheiße. Stimmt, so ein 5 von 10 Titel. Ja, es ist. Ich habe einen Kollegen auf Arbeit, der hat sich jetzt schon die Ultra Special Edition für irgendwie 110 Euro gekauft im Online-Store. Wow. Schön. Okay, viel Spaß, habe ich gesagt. Okay, nächstes Spiel. Devil May Cry 5. Geil. Will ich auch immer noch spielen, aber ist irgendwo ganz hinten auf der Wantlist. Tja. Du musst halt auch ein Devil May Cry-Fan sein. Bin ich halt nicht. Obwohl ich, wo ich kleiner war und noch in Cottbus gewohnt habe, immer Dante mega cool fand, wenn ich das so in den Zeitschriften gesehen hatte, wie cool er da mit seinem Schwert stand und hatte mir irgendwann mal fest vorgenommen, diesen verhassten Titel, also damals, wo ich nicht wusste, dass er verhasst war, ich glaube Devil May Cry 2, der so kacke war, ne? Den hatte ich um ein Haar mir mal geholt, als ich kleiner war. Aber irgendwie habe ich es dann doch nicht, weil ich dann doch lieber Final Fantasy 9 nochmal gespielt habe. Du fandest generell viele Sachen in Zeitschriften gut, ne? Du fandest ja auch den Bouncer Mann, geil. Oh. Du, damals Videospielzeitschriften, mega geil. Und der Bouncer, ey. Nein, aber, ja, also Devil May, ich bin ein Mensch, der den Reboot DMC, der irgendwann von Capcom rauskam, abgrundtief hasst. Ja, same. Ich fand mich auch so krass davon angegriffen. Also die haben ja, wie dumm man sein kann, ich werde es halt echt nicht vergessen, es gab ja vorher einen Shitstorm, dass die gesagt haben, ey, wieso habt ihr das Design von Dante so krass verändert? Und die Entwickler haben sich dann wirklich benommen, wie 14-Jährige in einem Online-Forum, haben die Fans gesagt, die sollen ihre Fresse halten und die haben keine Ahnung und bla, haben die beleidigt, die eigenen Fans, die eigentlich das Spiel kaufen sollen. Und haben dann ja wirklich noch den Vogel abgeschossen und haben irgendwie in der ersten großen Cutscene genau im Spiel, die haben irgendwie eine blonde Perücke aufgesetzt und gesagt, not in a million years, und nach dem Motto so, seid ihr behindert, habt doch jetzt keine weißen Haare. Nur um ganz am Ende beim Spiel ihm doch weiße Haare zu geben. Und ich dachte mir so, ey, das war einfach alles, boah, also das war ein Marketing- und ein Gameplay-Fiasko. Und dann war Devil May Cry eigentlich tot, erstmal. Und ich hätte nicht mehr gedacht, dass nochmal ein richtiges, in Anführungszeichen, Devil May Cry 5 kommt. Aber fucking hell, es kam raus und fucking, es war fucking geil. So, ich liebe alles an Capcom on Steroids.
Ja, also, völlig. Was Capcom dieses Jahr rausgehauen hat, ist ja, ist wack. Holy guacamole. Ja, es ist total und krank. Wenn, als ich dann halt, also es war halt so schon geil und sowas und dann spielst du ja irgendwann als Dante. Mhm. Und Alter, ich hab so in meinem Kopf hat's dann richtig Klick gemacht. Ich switch dann so Royal Guard, Trickster und so weiter und so fort. Swordmaster und sowas. Ich merk so, okay, ich kann das switchen. Ja. Und dann die Waffen und dann nur so Klick. Ich kann alles in einer Combo gleichzeitig switchen. Yeah. Und dann war das Arschgeficke sowas von groß. Da wurde wirklich alles zerrissen. Das war, als würde ich Devil May Cry 3 wieder spielen. Und ich habe das rauf und runter gespielt. Und dann bam, bam, bam. Und switch und bam, 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 bam. Und dann auf Beowulf. Bam, 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 bam. Und oh mein Gott, das war halt echt. Ich hatte einen so harten Penis in der Hose. Ich hatte echt Angst um die Knöpfe, die dieses Biest noch irgendwie zusammenhalten würden. Ja. Und Alter, das war, oh mein Gott. Einfach nur mega so geil. So ein Spiel. Also ich finde auch gameplaymäßig. Wirklich, das war so gut einfach, weil das war so ein ähnliches Erlebnis, wie du es gerade beschrieben hast, hatte ich auch. Das war so, ich kann jetzt endlich wieder mit Dante spielen und ich so, mal kurz ausprobieren, zack, zack, zack. Yo, ich kann auch alles, das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Sondern du fühlst dich direkt wieder zu Hause mit dem alten Dante und der hat mehr oder weniger dieselben Moves wie früher, nur halt noch mehr dann. Und was ich auch so geil fand bei 5, war wieder so, die haben auch wieder so ein bisschen was von diesem absurden Devil May Cry Humor reingebracht. So, dass er halt zum Beispiel einfach ein Motorrad als Waffe hat. Ja, dass er in zwei trennen kann. Und dann schlägt er mit der Ober- und Unterseite des Motorrads auf die Gegner ein. Und die drehen den Reifen. Die auch Sägen sind. Genau, die auch Sägen sind. Die drehen den Reifen, sind Kettensägen. Und damit haust du die Gegner weg. Und das war so geil. Ich so, einfach das mega. Ist dann was für mega, also, mega. Sollte man als Quereinsteiger den was war das jetzt, der vierte? Nee, welcher war das jetzt? Vier, ne? Ja. Also der vierte. Ich habe letztens dem Spielkinder Benny, weil er mich auch gefragt hat, gesagt, guck dir von Teil 1 zumindest die Cutscenes an. Es gibt locker auf YouTube Devil May Cry 1 The Movie. Ne? So, guck dir davon die Cutscenes an, musst du nicht spielen. 2 musst du auch nicht spielen, kannst du eigentlich komplett ignorieren, Teil 2. Teil 3 würde ich tatsächlich die ans Herz legen, die zu spielen. Das ist nämlich, finde ich, trotzdem mehr oder weniger der beste Teil der Reihe. Kann ich aber verstehen, wenn du sagst, aus Zeitgründen, nee, kann ich nicht machen und will ich jetzt auch nicht. Dann guck dir da aber auf jeden Fall auch die Cutscenes an. Von Teil 4 solltest du tatsächlich auch die Cutscenes kennen. Und dann kannst du 5 spielen. Ja. Also du solltest, es ist jetzt kein super storylastiges Spiel, es ist jetzt kein Kingdom Hearts, aber du solltest schon irgendwie wissen, was das für Charaktere sind und wo die herkommen, sage ich jetzt mal so. Ne? Es ist, ja. Ja. Also ich finde es halt schon wichtig, dass man zumindest Devil May Cry 3 spielt einfach, ob der Bedeutung zwischen Dante und Virgil und so weiter und so fort. Ja, ja. Also wie gesagt, Teil 3 ist und bleibt auch, wird auch wahrscheinlich für immer mein Lieblingsteil sein von Devil May Cry. Vor allem in der Definitive Edition, wo du dann auch wirklich mit Virgil spielen kannst und so. Ist halt, ich warte immer noch auf den DLC zu Teil 5, dass du das ich da machen mal so, kannst. Aber ich habe ja, Gregor und mir, wir sind ja hier diese unsere Zockerabende und wir sind jetzt gerade an Tomb Raider dran, weil wir es die Teile davor auch gespielt haben, aber bis Elden Ring rauskommt. Eigentlich hatte ich mir Star Wars vorgenommen, aber vielleicht, also er war auch nicht ganz abgeneigt, dass wir uns mal Devil May Cry angucken. Vielleicht ist das ja was für eine Zocker-Session. Also, dann spielt auf jeden Fall Teil 3. Also ich würde Teil 1 auch gar nicht empfehlen, nee, das noch zu spielen, weil das Teil 1 ist mittlerweile so slow. Das war halt mal als Resident Evil 4 konzipiert eigentlich und hat sich dann ja irgendwie auseinanderentwickelt. Und das merkst du auch noch stellenweise. Also das ist heute, glaube ich, sehr schwer nachholbar. Oder aber schon. Also Bock habe ich auf jeden Fall, weil ich mag dieses übertrieben Japano-Gebratze schon sehr, sehr gerne. Von daher habe ich echt Bock drauf. Es gibt auch einige sicke Burns in Devil May Cry 5, gegen das Reboot. Zum Beispiel gab es halt eine Präsentation, wer ist Dante? Und für das Reboot. Und da gab es dann halt auch ein Slide, das ist er nicht. Und dann war da halt so ein Bild von Brokeback Mountain, halt ohne Scheiß. So, also, er ist halt kein, Dante ist kein schwuler Cowboy. Was geben die Dante als Waffe in Devil May Cry 5? Ein Cowboy-Hut und er tanzt halt einfach Michael Jackson damit. Ja! Das ist Dr. So Faust halt der Hut. Und es gibt eine ganze Cutscene, wie er einfach nur mit einem wunderschönen, echt pink glitzernden Schal und diesem Cowboy-Hut erstmal mega lange tanzt. Ja. Ja. Und das ist halt auch das ist die stärkste Waffe im Spiel. Es war das super gut. Einfach war es nicht auf Devil May Cry 5, wo die Entwickler
die ganzen Zwischensequenzen auch als Schauspieler nachgespielt haben? Das war nicht die Entwickler, so, das sind die Mocap-Actors. Mocap-Actors. Das gab's aber auch schon bei Teil 3. Das finde ich, habe ich mir, glaube ich, mal ein Video zu angeguckt und fand das mega gut. Ich glaube, das habe ich dir mal sogar mal gezeigt, als du mal bei mir warst früher. Ich hatte das, glaube ich, durch einen Podcast rausgekriegt, zumindest beim aktuellen Teil. Ich weiß aber nicht, ob du mir das damals beim dritten Teil gezeigt hast, das kann ich dir nicht mehr sagen. Nee, kann sein. Gut, okay, Devil May Cry 5. Hatte ich noch irgendwas auf meiner Liste? Detroit Become Human ist jetzt eigentlich auch schon ein älteres Spiel. Hatte ich jetzt nur gespielt, weil es jetzt im PS Plus drinne war. Ich glaube, wir hatten schon mal im E3-Podcast schon mal drüber gesprochen, dass wir mega gehypt waren und dann kam irgendwie so ein total schlechter E3-Trailer, wo nur Explosionen waren und dann war die Lust weg. So, und ich bin so unfassbar froh, dass ich das jetzt noch nachgeholt habe. Was für ein fantastisches Spiel. Also das hat mich auf so vielen Ebenen berührt, hat mich so hart getriggert. Also wenn man auf dieses spielbare Filmding steht, dann ist Detroit Become Human best shit ever. Also komm, wirklich. Wir hatten es auch angefangen. Aber Tatsache, wegen Death Stranding liegt es gerade beiseite, muss ich leider sagen. Ich fand den Anfang richtig gut. Ich habe Bock, das auch weiter zu spielen. Ich habe so lange gespielt, dass ich, glaube ich, mit diesem... ich habe jetzt hier die Uschi, die jetzt wieder reaktiviert wurde und bei dem Mädchenschläger zu Hause halt seinen Haushalt mache. Ja, ich weiß. Das ist der Anfang. Das ist ganz der Anfang. Sind drei. Ja. Warte mal. Ich habe den schwarzen Dude bei dem reichen Opa. Sie. Und den Detektiv. Also das sind, ist immer noch der Anfang, aber die drei Charaktere hatten wir praktisch gespielt. Ja, du wechselst dich halt immer mit. Ja, ist schon klar. Aber ich meine, wir haben halt wirklich nur in der Oberfläche gekratzt und es hat jetzt schon Spaß gemacht und ich habe halt auf jeden Fall Bock auf mehr. Aber auch da muss man warten. Je nachdem, zumal es ist, im Prinzip ist, haben sie mit Detroit Become Human das geschafft, was sie bei Heavy Rain quasi damals versprochen haben, aber nicht eingehalten haben. Dieses Ding, dass du wirklich sagst, ey, wenn du hier verkackst, dann ändert sich die Story wirklich enorm und so. Was bei Heavy Rain effektiv nicht der Fall war, wo du ja gemerkt hast, wusstest du ja erst nach dem Durchspielen. Also von daher war es trotzdem eine geile Erfahrung. Ja, aber trotzdem eine geile Erfahrung. Ist okay. Aber Detroit Become Human macht das wirklich dann, also zieht es dann wirklich durch. Da ist halt echt so, dass du von ich will jetzt nicht spoilern, ne? Aber dass du quasi, das eine ist Friede, Freude, Eierkuchen und das andere ist Holocaust. So, das ist wirklich das komplette Spektrum des Regenbogens gibt es da irgendwie an allen Facetten. Und das ist mega krass. So, also Detroit Become Human, hands down, bestes Spiel, was so irgendwie spielbarer Film ist ever, finde ich. Definitiv. Das ist die Perfektion von Heavy Rain. Ja. Was habe ich noch in meiner Liste? Ja. Müssen wir vielleicht nicht lang drüber reden. Wir haben noch Nioh gespielt. Link's Awakening. Ist schlechtes Sekiro. Nioh hast du gespielt. Schlechtes Sekiro im Endeffekt. Ich freue mich trotzdem auf den zweiten als Lückenfüller, von daher. Ja, also ich bevor Sekiro angekündigt wurde, habe ich Nioh, als Nioh so dann, das war irgendwie schon ewig in der Entwicklung, dann kam es ja nochmal wieder, habe ich das mega gefeiert, weil ich dachte, oh geil, endlich kommt so eine Art Dark Souls im Japan-Style. Habe ich mich voll drauf gefreut. Habe es dann gespielt und fand es dann ab der Hälfte auch sehr repetitiv, also leider. Fand's okay, aber jetzt nicht mega. Und dann kam Sekiro, und ich dachte mir so, und danach wird auch gleichzeitig Nioh 2 angekündigt. Ich dachte mir so, wow, ihr Armschweine, ihr habt wirklich keine Chance. Ich meine, die ganze Zeit das Problem war, ich musste ja Sekiro wirklich liegen lassen, weil ich hatte Jenny versprochen, weil da waren wir in dem Fall bei einer Dreierkombi an Spielern, dass wir erst Nioh durchspielen, bevor wir Sekiro anfangen. Und ich so, wow, euer fucking Ernst? Und das ist ja schon wirklich schwer, das muss man ja schon sagen. Die Bosse sind auch sehr, sehr gut. Das ist wirklich das, was an dem Spiel am meisten Spaß macht. Aber die Level sind halt grau. Also, kennt ihr noch Turok, als man nicht weit sehen konnte, weil da gibt's Nebel? Das ist Sekiro. Genauso ist Sekiro. Mit den gleichen... Nioh. Entschuldigung, natürlich nicht Sekiro. Schande über mein Haupt. Genauso ist Nioh, weil... Nebel, weil die gleichen Gegner in jedem fucking Level, nur sie haben eine andere Farbe jetzt. Aber sie machen genau das Gleiche. Aber ansonsten, also, wenn Sekiro nicht so unfassbar gut gewesen wäre und vielleicht ein paar Jahre später rausgekommen wäre, ist es immer noch ein richtig guter Lückenfüller für Dark Souls. Das muss man trotzdem sagen. Ja, das habe ich auch noch gespielt. Ja. Ich wollte nur kurz noch erwähnen, Link's Awakening. Ich als großer Zelda-Fan habe es verschlungen, kannte den Gameboy-Teil natürlich, habe ich damals als kleiner Stöpsel gespielt. Habe mich sehr darüber gefreut, auch da wieder, also das ist im Prinzip das zusammen mit Resident Evil 2,
ist so das die Perfektion eines Remakes, ja, wie ich finde. Genauso muss das sein. Wird in eine neue Grafik gehoben, bleibt aber seinem eigenen Stil treu, bleibt seinem eigenen Gameplay treu, verbessert da Dinge, wo es angebracht ist, macht aber nicht zu viel anders, sodass du es nicht mehr wiedererkennen würdest. Aber muss halt auch sagen, es ist ein altes Gameboy-Spiel, was sie jetzt nur noch mal ein bisschen in HD gemacht haben. Das merkt man auch, hat mir zwar gefallen, aber mehr muss man da, glaube ich, nicht zu sagen. Also ich mag es sehr gern, hat mir jetzt auch wieder gefallen, aber es war halt einfach eigentlich nur so das Nostalgie-Ding, was da mit dabei war. Ja. Hm. Dann habe ich noch gespielt, was mir sehr gut gefallen hat, Luigi's Mansion 3 tatsächlich. Ich habe nur, weil ich auf als ich im Juni nach der E3 bei Nintendo war, auf dem Presseevent, wo du die ganzen E3-Demos spielen konntest, habe ich das erste Mal Luigi's Mansion 3 gespielt. Und ich hatte davor noch nie Luigi's Mansion Teil gespielt, weil ich immer dachte so von wegen, ja, das ist so, also das ist so, ja, wie soll ich sagen, Nintendos Antwort auf Resident Evil und das sieht irgendwie alles jetzt nicht so geil aus und bla, und hab's irgendwie nie spielen wollen und hab's immer links liegen lassen. Und dann habe ich aber die Demo gespielt und dachte so, oh fuck, das macht ja total viel Spaß. Hab dann mir Luigi's Mansion 1 und 2 besorgt, hab die durchgespielt, schnell. Die sind auch nicht so furchtbar lang, deswegen ging das relativ flott, um dann Luigi's Mansion 3 spielen zu können. Und boah, also hat mir auch sehr gut gefallen. Da zeigt sich mal wieder so, was Nintendo an kleinen Rätseln, Gameplay, Optik, was die alles reißen können. So, das ist so richtig so, da merkst du so wirklich, das sind so die Gewässer von Nintendo und da kann kein anderer ran. So, von keinem anderen Entwickler würde es jemals so ein Spiel geben, es würde nie funktionieren. Nur Nintendo kann das. Und Luigi's Mansion 3 hat mich da auch sehr glücklich gemacht. Auch wenn das einige Punkte hatte, die mir nicht so gut gefallen haben oder wo ich auch dachte, hat mir jetzt nicht zu Ende gedacht, da hätte man nochmal was anderes machen können, dies und das und jenes, bla bla bla. War alles an allem aber sehr zufrieden. Wo ich nicht mit zufrieden war, Pokémon Schwert und Schild. Also, boah. Boah. Musst du eigentlich auch nicht. Ja, ganz ehrlich, das ist, boah. Also, das ist dieselbe Pokémon-Formel wie vor 20 Jahren. Und die macht grundsätzlich auch Spaß. Das ist okay. Aber was die technisch abgeliefert haben, ist so eine Unverschämtheit. Ich habe mich ja vorhin schon ein bisschen bei Star Wars darüber... Ich habe ja ein bisschen über Star Wars gemeckert. Star Wars ist im Vergleich zu Pokémon Schwert und Schild technisch ein einwandfreies Spiel, wenn du das mit Pokémon Schwert und Schild vergleichst. Also, du kannst ungefähr 10 Meter weit gucken, dann ploppen gigantische Pokémon auf als Pop-Ins. Du gehst einen Schritt zurück, sie sind weg. Du gehst einen Schritt nach vorne, sie sind wieder da. Hast Texturen, die aussehen, die noch nicht mal aussehen wie auf der PS2, die irgendwie so ein Mischmasch aus PS1 und PS2 sind. Du hast quasi kein, also der Content ist einfach so gering, ich weiß gar nicht, also, die Gameboy-Spiele waren umfangreicher damals, die allerersten. Das einzig Positive, was ich dazu im Prinzip zu sagen habe, ist, dass mir tatsächlich, dass das erste Pokémon-Spiel ist seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, wo mir echt so gut wie jedes Pokémon-Design gefällt. Also, die Designs der neuen Pokémon, die sind cool, da mag ich viele von, aber, rein technisch ist das eine unfassbare Frechheit, gerade wenn du bedenkst, dass Pokémon das erfolgreichste Franchise der Welt ist. Die machen mehr Geld als Star Wars, die machen mehr Geld als Disney, die machen mehr Geld als Marvel. Pokémon macht das meiste Geld auf der gesamten Welt, was Multimedia angeht. Und die rotzen dir so einen Mist vor die Füße. Es ist eine Beleidigung, wirklich als Fan. Aber at this point denke ich irgendwie auch, dass man Qualität und Pokémon nicht so richtig miteinander vereinbaren kann. Ich meine, wir alle wissen, dass schon längst ein Pokémon Stadium für Switch überfällig ist. Zum Beispiel. Ja. Wenn du das halt anguckst, die Animationen, ne, von Pokémon Stadium auf dem N64 sehen besser aus als die Pokémon-Animationen jetzt auf der Switch von dem neuen Teil. Das ist... Also, sad. Du weißt gar nicht... Also, man kann gar nicht in Worte fassen, was für eine schlechte Arbeit die da gemacht haben. Das ist wirklich, also wenn man sich irgendwie drüber aufregt, dass man sagt, ja, ich habe Geld dafür bezahlt und die Entwickler und bla bla bla. Ey, ganz ehrlich, was Game Freak da gemacht hat, nee. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, die sollen einem komplett anderen Entwicklerteam, was noch nie irgendwie an Pokémon gearbeitet hat, bitte die Lizenz geben, damit einfach nicht mehr Game Freak Pokémon-Spieler macht, weil die können es anscheinend einfach nicht. So, das ist, glaube ich, ein super kleines Entwicklerteam, was historisch gewachsen ist, sage ich jetzt mal,
weil die damals die Gameboy-Spiele gemacht haben und es immer noch die Leute sind, die daran arbeiten, die aber wissen, wir müssen uns null anstrengen, weil unsere Firma macht mehr Geld mit Plüschtieren, Merchandise und Pokémon Go als mit den eigentlichen Hauptteilen. Es interessiert unsere Chefs nicht, was wir hier für ein Spiel hinklatschen und die Leute kaufen es sowieso. So, die sind richtig faul und lazy geworden einfach. Die haben es, das ist so schlimm, man müsste denen eigentlich wirklich deren eigenes Baby wegnehmen. Und das irgendwie zu, da muss das Gaming-Jugendamt muss einschreiten und Pokémon in eine andere Familie stecken. Es ist echt so. Ja, ist schon crazy, dass halt schon seit, keine Ahnung, 1998 die Digimon-Spiele halt weitaus mehr elaborate und geiler waren, also wirklich 100-mal geiler als die Pokémon-Spiele es halt jemals sein konnten, wie zum Beispiel Digimon World oder so. Ich meine jetzt nur so vom technologischen Aufwand, den sie halt betrieben haben. Es war halt schon 3D und du hattest ein cooles Aufzuchtsystem und sowas, auch wenn das halt in EU mega buggy war. Aber es war halt trotzdem, die haben sich halt echt Sachen dabei gedacht, wo du denkst, ja, okay, die haben versucht, sich halt immer wieder neu zu erfinden. Oder die Yo-Kai Watch Games. Yo-Kai Watch gibt's seit was? Keine Ahnung, 5 Jahren oder so? Und die haben die Pokémon Games schon längst überholt in Sachen Qualität. Aber ja, aber sie müssen es halt auch, weil sie sonst ja gar keinen Punkt hätten, wenn sie schon nicht den Namen und das Drumherum von Pokémon hast, dann musst du ja Qualität bringen und das ist, glaube ich, das Ding, was halt eben Game Freak, worauf die sich ausruhen, ist halt, es klappt ja eh. Warum sollten wir etwas an dieser Formel verändern, die sich trotzdem millionenfach verkauft? Ja, weißt du, aber das Ding ist, ein schlechtes Spiel ist die eine Sache, aber normalerweise bin ich nicht so jemand, der dann sagt, also, was soll ich sagen, also, ich bin ja schon jemand, der sagt, es gibt objektive Punkte, über die man sprechen kann, und es gibt emotionale Punkte. Und wenn jemand emotional sagt, ich finde das Spiel toll, will ich ihm das auch immer gönnen und würde nie dagegen sagen, nein, du darfst das emotional nicht gut finden, das Spiel. Aber bei Pokémon regt mich das echt so auf, wenn du dir ins Internet guckst und du hast wirklich so unfassbar viele dumme Idioten und Fanboys, die das tatsächlich bis jetzt immer noch verteidigen und sagen, dass das ein richtig gutes Spiel ist und bla bla bla. Und ich denke mir so, ey Leute, rafft ihr es nicht? Ihr seid schuld daran, dass das Spiel so kacke ist, weil ihr das kauft und ihr das auch noch verteidigt. So, das macht mich zum Teil richtig sauer, echt. Und das geht mir auch echt nur bei Pokémon im Prinzip so. Mehr oder weniger. Weil ich mir so denke, das hätte so ein unfassbares Potenzial, geile Sachen zu machen. Und die eigene Fanbase ist ja, das Messer am Rücken. Pants and Head, ja. Ja, so. Das ist, oh Gott, ich weiß nicht. Ja, ich wünsche mir einfach ein gutes Pokémon-Spiel wieder. Ich mir auch. Und auf dieser deprimierenden Note beenden wir das. Yay! Ja, also ich bin mit meiner Gaming-Liste durch. Ich weiß nicht, ob ihr noch andere Punkte habt. Ich bin damit auch durch, ja. Ich müsste echt überlegen. Ich war halt echt viel einfach nur in meiner Sprecherkabine oder halt unterwegs und aufnehmen. Aufnehmen. Ja. Habt ihr noch irgendwas anderes gelesen? Ein Buch oder ein Comic? Oder? Bücher. nee. Die Frage ging auch eher so in die Richtung von Seefels jetzt. Okay, gut. Ja, ich lese ja normalerweise sehr, sehr viel. Aber ich muss leider zugeben, dadurch, dass mein Arbeitsweg sich sehr stark verändert hat und ich zu Hause nicht so die Leseratte bin, sondern eher unterwegs gelesen habe immer, habe ich dieses Jahr bis auf One Piece wieder auf dem aktuellen Status zu lesen und Deadman Wonderland einmal komplett durchzulesen und halt ja, diesen einen Berserk-Band zu lesen, ist da nicht viel passiert. Also Bücher leider gar nicht. Warte, lass mich kurz überlegen. Nee, ich glaube, ich habe wirklich nicht ein Buch gelesen. Das ist, glaube ich, seit ewigen Jahren mal ein Jahr, wo ich nicht wirklich ein Buch gelesen habe. Und halt ein bisschen Mangas, weil ich halt wieder Lust drauf hatte, aber nicht die Welt. Es ist halt, ja, Berlin, U-Bahn, S-Bahn, die in Berlin wohnen, werden es wissen, das macht keinen Spaß. Also wenn du halt mit einem Buch in der Hand irgendwo in der Ecke gedrängt bist, dann fährst du halt auch nur 15 Minuten, um dann wieder umzusteigen, um der nächsten U-Bahn gedrängt irgendwo hinzufahren. Ja, macht nicht so viel Bock. Ich hasse Ist halt Berlin, ja, das ist leider so ein Ding. Mhm. Ja, muss man auch so sagen. Bin halt öfter so ist es. Ja. Von daher leider nein, leider nein. Aber du doch bestimmt. Dann will ich vielleicht nur noch, weil du... ja, ich will's auch nicht mehr großartig ausschweifen, weil der Podcast ist jetzt auch schon lang genug. Der ist jetzt schon ungefähr 1,5 Stunden länger, als ich gedacht habe, wie er lang werden würde. Weil du One Piece angesprochen hast, muss man sagen, zum einen freue ich mich sehr
über das, was One Piece gerade macht. Auf der anderen Seite habe ich aber sehr große Angst. Weil gerade ist sehr viel... Ich will nichts sagen, ne? Ich bin noch auf dem deutschen Stand. Ich sag jetzt nicht zu viel. Ja, ja. Also es ist gerade wieder im... Also sie sind jetzt, wenn du sagst auf dem deutschen Stand, kann ich ja sagen, sie sind auf Wano Kuni, also quasi der Samurai-japanischen Insel, die Oda auch schon sehr lange umsetzen wollte. Hat das schon seit vor über 10 Jahren in irgendwelchen Fanpostbriefen gesagt. Ja, wartet mal ab, Wano Kuni wird der Shit. Jetzt ist er endlich mal da. Und er macht jetzt gerade den... wie soll man sagen, den obligatorischen Flashback der Insel, dass du siehst, so, wie war das früher auf der Insel, was für Charaktere haben da früher gelebt, so ähnlich wie es damals mit Kagara und Noland auf Skype ja war und so. Das macht er gerade halt zu Wano Kuni und das ist mega krass, was er da gerade macht, weil du er sich eine Zeitperiode ausgesucht hat, wo halt Gold Roger und Whitebeard, die ganzen großen Kaliber von früher, halt noch aktiv waren und die da sehr viele Auftritte in diesem Flashback haben. Was halt mega spannend ist und echt cool. Auf der anderen Seite habe ich aber so das Gefühl, dass er mit diesem Wano Kuni Arc jetzt zu sehr auf die Tube drückt. Also One Piece geht wirklich lang genug, keine Frage. So, der Manga ist unfassbar lang und zieht sich auch stellenweise sehr. Und gerade sowas wie der Dressrosa Arc war meiner Meinung nach viel zu lang. Das hätte man kürzer abhandeln können. Aber jetzt habe ich so das Gefühl, mit dem aktuellen Arc ist er zu schnell, weil er auch mittlerweile alle 2 Wochen Pause macht und gar kein neues Kapitel kommt. So, der Mann soll sich ausruhen, keine Frage. Der soll sich seine Zeit nehmen und da muss ich auch erholen. Wenn er irgendwann umfällt, haben wir gar kein One Piece mehr, das wäre scheiße. Davon mal abgesehen, dass er ein menschliches Leben ist und wir ihm auch gönnen, dass er ein normales Leben führt. Richtig. aber das Ding ist so, wenn du es vergleichst mit anderen Sachen, habe ich so das Gefühl, jetzt ist es angenehm, dass du Woche für Woche quasi was Krasses passiert und das vorangeht. Wenn du aber später die Sammelbände lesen wirst und du den Arc komplett liest, wirst du denken, ja, das ist ja ein bisschen wie das Ende von Game of Thrones. So, habe ich so das Gefühl zumindest gerade, dass sich das dahin entwickelt, dass er das zu schnell macht. Er hat letztens in einem Interview gesagt, in weniger als 10 Jahren will er mit One Piece komplett fertig sein. Und das klingt erstmal nach viel Zeit. Wenn du bedenkst, dass der Manga seit 1996 aber läuft, ist das ein Fliegenschiss an Zeit für das, was er eigentlich auch noch aufgebaut hat an Inseln, an Charakteren, an Fraktionen, die noch abgehandelt werden müssen. Und ich habe so das Gefühl, dass One Piece jetzt leider, obwohl es jetzt gerade noch echt spannend ist, sich leider auf den absteigenden Ast befindet, was der Manga so lange hinausgezögert hat. Das passiert so vielen Geschichten, dass sie gegen Ende hin halt alle crappig werden. Und One Piece ist dem bisher immer noch nicht verfallen. Es war immer noch gewohnt gut, es hat immer noch ein hohes Niveau gehabt und jetzt habe ich so leider das Gefühl, dass es bergab geht. Leider. Leider. Sad. Aber sehr es sad. Ist erstmal ein Gefühl. Very, very sad. Es ist noch nicht so. Von daher werden wir mal sehen. Das ist richtig. Wir werden sehen, ja. Das wollte ich nur erwähnt haben. Uns interessiert halt jetzt natürlich auch, wie ihr zu diesen Dingen steht, würde ich sagen, ja, ne? Klar. Definitiv. Ich weiß noch nicht genau wie, aber auf jeden Fall könnt ihr uns Kommentare hinterlassen. Nachrichten, Feedback. Also ich werde... Schreibt mir eine SMS. 0176. Nee, also es wird sicherlich Möglichkeiten geben auf Twitter, auf Facebook, auf meinem normalen YouTube-Kanal, auch wenn das ja jetzt nicht mehr unter dem Nerdclips-Banner laufen soll, aber trotzdem bei mir auf dem Discord mit uns allen in Kontakt zu treten. Und wenn ihr uns Feedback da lassen wollt für diese erste Podcast-Folge, für dieses neue Format, wir hoffen einfach mal, dass wir es durchhalten werden, relativ zeitnah wieder zu podcasten und mehr Episoden rauszuklatschen. Der ist jetzt wirklich lang, also man muss nur mal die Erwartungshaltung abstecken. Nicht jeder Podcast wird jetzt immer 3 Stunden sein. Es kann auch mal sein, dass ihr mal einen Podcast kriegt, der nur 60 Minuten geht. Und das muss dann auch reichen. Also jetzt als Auftakt nochmal einen langen Podcast. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich würde sagen, ich bin raus. Penis. Ja, Penis natürlich auch von mir nochmal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein ganz, ganz tolles 2019 und habt ein großartiges 2020. Am besten mit uns im Ohr, wo auch immer ihr uns dann hören wollt. Von daher hoffen wir mal, dass das Projekt gut anstartet und ihr eine gute Zeit habt. Bis dahin, I'm out. Und egal, wo ihr gerade seid, ob in der Bahn oder beim Fahrradfahren oder vielleicht sogar noch auf der Arbeit, macht euch einen wunderschönen Abend oder Tag oder Frühstück. Frühstück kann es auch sein. Irgendwas davon. Reingehauen!
Also, mein Jahresrückblick, also jetzt so von 2019, ist relativ, also am Anfang war es relativ gar nicht nerdig, weil ich einfach am Anfang des Jahres so beschäftigt war. Ich musste mein Berufspraktikum machen für mein Studium. Danach habe ich direkt im Anschluss Bachelorarbeit gemacht bis, boah, ich glaube von Mai bis Oktober so ungefähr. Und währenddessen hatte ich auch noch einen riesen Umzug vor mir und musste arbeiten. Also ich hatte am Tag irgendwie gar keine private Zeit für mich und auch nicht fürs Zocken oder sonst irgendwas, weil ich halt den ganzen Tag unterwegs war und dann abends halt noch irgendwie bis 22 Uhr hier die Bude renovieren musste. Das weiß ich noch ganz genau, weil das war so anstrengend. Und das war echt heftig. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe mir eine super coole Verletzung zugezogen beim Pole Dance. Da hat es irgendwie nach einer Stunde in meinem Handgelenk wehgetan und musste ich einen Monat lang auf den Arzttermin warten, dafür, dass er dann meinen Kopf so genommen hat und so krack, krack gemacht hat, weil meine Wirbelsäule in die andere Richtung gebogen war. ja, irgendwie komisch. Das hat dann halt auf den Nerv gedrückt und hatte ich Schmerzen. Irgendwie weird. Ja, dann hatte ich irgendwann super den Stress mit Bachelorarbeit schreiben und abgeben. Boah, das weiß ich noch ganz genau, das war super anstrengend, das war super warm und alle waren immer draußen und haben gegrillt und ich konnte nicht mitmachen. Also da habe ich auch nicht viel getan und dann so ab Oktober ging es dann überhaupt erst wieder los, dass ich gefühlt ein Leben hatte. Und ja, dann habe ich, also alle meine nerdigen Highlights kamen, glaube ich, auch erst so zum Ende des ganzen Jahres. Dann war ich mega geflasht davon natürlich, dass Witcher rauskam jetzt im Dezember, direkt um Weihnachten rum, also die Serie. Ich habe das Spiel, das also Witcher 3, die ersten zwei kann man ja nicht spielen, hatte ich ja schon mal gesagt, glaube ich. Da war ich echt mega geflasht von. Ich mag die Serie, unbedingt gucken, wer es noch nicht getan hat. Und wenn irgendwer jetzt sagt, boah, nee, das ist ja nur für die Leute, die das schon kennen, das ist Bullshit. Also würde ich überhaupt nicht unterschreiben. Man versteht die Story halt auch so, wenn man halt nicht grenzdebil ist. Also da weiß man halt so, irgendwann kommt so ein Point, da denkt man sich so, ah, und dann geht's voll. Naja, auf jeden Fall Witcher, ziemlich geil. Also okay, am Anfang, in der ersten Folge sieht man ja direkt Geralt gegen so ein Monster kämpfen. Das war jetzt nicht so super animiert, aber ich meine, das ist halt eine Netflix-Serie, die gerade erst gestartet ist. Sonst finde ich es eigentlich mega cool, vor allen Dingen, weil alle todesschöne Augen haben wegen ihren crazy Kontaktlinsen, die einfach die Iris 10-mal größer machen und alle super, super cool aussehen. Naja, dann was noch, ja genau, Detroit Become Human habe ich zu Weihnachten bekommen. Das war dann auch noch jetzt relativ fix, habe ich das angefangen und tatsächlich bin ich sehr begeistert. Also, I love it. Finde ich sehr spannend. Ich weiß nicht, ob es jetzt alle schon, ja, wahrscheinlich haben es alle schon gespielt, dass ich mein, das ist ja so yesterday, dass ich das erst dann gezockt habe. Weil es gibt ja diese Szene am Anfang mit dem Mädel, da kann man halt dann hochgehen. Und genau, weil der Vater die irgendwie schlägt oder sowas, man ist halt dieser Roboter, wollte ich gerade sagen. Und wir saßen vor der Playstation, wir waren so instant so, komm, wir müssen die Knarre holen. So, man hätte auch einfach ohne reingekönnt und wir haben halt den Typen straight erschossen. Ups. Naja, das war auf jeden Fall ganz nice. Und ja, was habe ich noch gemacht? Ja genau, ich habe, traurigerweise ist meine Beziehung in die Brüche gegangen, die ich seit, ja, 11 Monaten oder sowas da hatte. Was aber, glaube ich, auch eine ganz gute Entscheidung war. So, das war auf jeden Fall auch noch eine große Sache. Da hatte Dorian den gerade kennengelernt, hat den gemocht. Da war auch schon wieder vorbei. Ne? Und ich konnte deswegen nicht mit auf die Gamescom kommen mit euch. Das fand ich mega schade. Ich hätte es so gern gemacht, aber dieses Jahr wieder, ne? Dieses Jahr. Also, da bemühe ich mich mal drum, dass ich dann wieder am Start bin. Und werde dann vielleicht
Boah, es wäre schon geil, wenn ich da irgendwie Cosplay machen würde. Naja, okay. Ja, mein, boah, was war denn noch Besonderes? Ja, ich habe mich offiziell für Chemie eingeschrieben, weil ich meine Abschlussnote brauche, um weitermachen zu können im Master. Aber ich mag es ganz gerne. Ich habe so einen Kurs gemacht und finde ich eigentlich, feiere ich auch ziemlich. Ja, mal sehen. Und ja, ich habe halt echt gar nicht viel erlebt, tatsächlich. Also wirklich fast so nada, habe ich das Gefühl. Ich habe wirklich sehr doll drüber nachgedacht, was ich überhaupt alles erwähnen soll. Und mir ist echt nicht viel eingefallen. Ah doch, ich hatte noch wieder gute Krankheiten. Kurz vor meinem Kolloquium, also wenn man die Bachelorarbeit in der Naturwissenschaften abgibt, dann muss man das immer noch mal so ein bisschen so verteidigen und erzählen, was man gemacht hat und was man rausgefunden hat. Und das dann so ein bisschen, wird das durchgekaut. Hatte ich tatsächlich eine Nierenbeckenentzündung. Ich hab immer so Glück. Keine Ahnung, wie das kam. Ich habe gedacht, ich hätte eine Blasenentzündung und war ja eigentlich nur mega chillig die ganze Woche unterwegs. Dachte so, oh ja, dann muss halt die ganze zum Klo rennen. Aber ich hatte das halt schon mal einmal im Leben. Und dann habe ich da halt viel Kamillentee getrunken, richtig viel getrunken. Aber irgendwie habe ich das dann anscheinend schon irgendwie verschleppt gehabt. Das weiß ich noch ganz genau. Da habe ich hier mit meinen besten Freunden ein bisschen Left 4 Dead online gezockt zusammen. Und dann mittendrin wäre ich irgendwie beinahe ohnmächtig geworden einfach. Weil ich auf einmal solche Schmerzen hatte und ich hatte die ganze Nacht einfach so schlimm Schmerzen, bin am nächsten Tag zum Arzt gegangen und dann hat die mir auch noch gesagt, ja, vielleicht bist du ins Krankenhaus und sind schon viel zu spät, quasi, sie werden quasi fast sterben und ich war so, ah, oh Gott. Naja, hat sich mit Antibiotikum doch noch dann geregelt, Gott sei Dank. Boah, mir ging es echt richtig schlecht. Hat die mir so ein Schmerzmittel verschrieben, hier, ihr kennt doch alle Novalgin-Tropfen. Das sind so einfach so flüssiges Schmerzmittel. Ich glaube, mit eines der stärksten, das man überhaupt so frei verkäuflich bekommt. Und dann habe ich das eingenommen und Alter, die ballern einen so aus dem Leben. Ich war wirklich so schwummrig. Ich kann verstehen, dass man danach nicht alleine Auto fahren darf. Also, darf man nicht. Also, das war für mich auf jeden Fall noch eine krasse Sache. Und sonst würde ich denken, es war eigentlich ein relativ erfolgreiches Jahr für mich und mal sehen, was das nächste Jahr bringt auf jeden Fall. Bin auch schon wieder fleißig am Planen, was ich mehr Nerdiges machen könnte und am liebsten würde ich ja mal wieder was Schönes mit dem Dorian spielen, mit dem Bacon, weil es einfach lustig war, allen Pokémon grandiose Synchro zu geben, auch wenn das Spiel an sich eigentlich echt ein bisschen schlecht ist. Ein bisschen. Und ja, ich freue mich und dann würde ich sagen, tschö mit Ö. Gott, deine Stimme ist so geil, du machst mich ganz wuschig.